Ihr wisst, ja, ihr wisst ja, dass immer wieder Leute um die Ecke kommen und euch erzählen, ey, guck mal da und guck mal hier und was hat der eigentlich gesagt und was ist da eigentlich passiert und was wurde hier wieder von sich gegeben. Und ich habe dieses, hab dieses Linksextremismus-Ding eh noch nicht geguckt. Und anscheinend dauert die Reaction nur eine Stunde zwanzig. Also ist gar nicht viel länger als das Original. Von daher bin ich gewillt, mir das auch rein, reinzuziehen und zu gucken, ob es Beef gibt. Ne? Also ich kann auch gucken, ob ich dem jetzt die Fresse polieren muss oder nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube einfach, dass der. Kapitalismus als Begriff nicht so ganz verstanden worden ist und, und dann muss man da ja entgegenwirken. Ja, Kommunikation ist key. Communication ist key. Und ich muss es eh sehen, weil für Dienstag-Podcast-Aufnahmen muss ich halt wissen, was gesagt worden ist. Ne? Naja. Ich glaube, ich weiß, was Kapitalismus ist und ich glaube, dass man auch auf Twitch, wenn man auf Twitch-Streams Antikapitalist sein kann. Und ich glaube das nicht nur, ich weiß, dass es so ist. <laughs> I know. I know. Ich fange damit an, weil ich ja auch insgesamt einfach interessiert bin also insgesamt einfach interessiert bin an dieser an dieser 13 Fragen Episode die 13 Fragen Episode da ist also ja da, also die 13 Fragen Episode ja, äh, hat den Titel Linksextremismus wird Gewalt von links unterschätzt und meine Antwort darauf I wish I wish ich wünschte es wäre so. Was für ein Titel. Ey, Tama, hör einfach auf. Das wird, das ist eine komplette Katastrophe. Stell dir einfach vor, stell dir einfach vor, dass die immer noch, also dass die bei all dem Scheiß, der derzeit auf diesem Planeten passiert, zwei RAF-Rentner finden und dann sofort der Meinung sind, ein, ein 13-Fragen-Format rauszuknallen, ob, ob, ob der Extremismus von links unterschätzt wird. Hä? Wollt ihr mich vereiern oder was? Naja, 13 Fragen sowieso fucking Giga-Cringe. Oh, an oh Gott, das wird schlimm. Das wird schlimm. Ah, warum ist er nicht Antikapitalist? Oh, Alter, jetzt geht's aber los hier Sehr interessante Debatte bis jetzt. Sehr, sehr interessant. Oh, ich liebe alles daran gerade. Übrigens ist jeder Mensch mit einem funktionierenden Stammhirn Antikapitalist. Also es gibt niemanden, es gibt ah, guck mal, ihr, guck mal, dieses dieses Gelaber, also Kapitalismus wird ja irgendwie so interpretiert, dass Leute mit Geld automatisch Kapitalisten sind. Also wenn man ein bisschen mehr Geld hat als der Durchschnittsbürgergeldempfänger ist man Kapitalist und das ist halt Quatsch, also es ist halt kompletter Zui. Unsinn. Das ist nach marxistischer Lehre ist das Unsinn. Ist mehr als 40 und 42 wird mehr sein als 41. Auch wenn ich verstehe, dass wir in der Dienstleistungsgesellschaft 2024 vielleicht einen moderneren Begriff des Kapitalisten haben sollten, aber die Leute, die systemisch relevant sind, also die systemisch relevant Geld horten, das sind ja nur keine Leute, die auf Twitch unterwegs sind. Auch Montana, Bla Montana Black könnte man sagen, dass er ein Kapitalist ist oder dass er in Richtung Kapitalist geht. Er ist ja nun mal auch Firmenbesitzer und produziert Ware und so, aber auch der hat kein Vermögen im nennenswerten Rahmen. Wenn wir uns die Probleme des Planeten anschauen und die zu lösenden systemischen Probleme, dann ist auch so ein Montana Black, der ja, glaube ich, schon so der Reichste ist, der so auf der Plattform unterwegs ist, komplett irrelevant. Also komplett irrelevant. Okay, ich dachte, es wird ein ruhiger Stream. Aber. Ich werde mir die Scheiße natürlich reinziehen und. <laughs> ich finde auch, dass er immer noch das Mixer-T-Shirt anhat. Das war, eine, das war eine meiner lieblings stay Als Mixer rausgekommen ist und er dann einfach oh, ein Mixer-T-Shirt auf Twitch anhat hatte und alle so, wow, das ist einfach fuck the system. Das war mega geil. Und unter Umständen gottlos auf Motor gehen, wenn es unbedingt erforderlich ist. Diese Folge wurde am 9.11.2023 aufgezeichnet. <laughs> Haben sie aber lange überlegt, ob sie das hochladen. Werd ich mal in die andere Ecke packen, ne? Ich muss das ja mal. Scheiße. Den Fragen, hier kommt die erste. Direkt im Anschluss haben sie das gemacht. Der Stück hat die gleichen Anzug an. Müssen wir intensiver gegen Linksextremismus <laughs> vorgehen, wenn ihr sagt, ja? Nein. Was? Dann würde ich euch bitten, geht aufs grüne Feld, mir der sagt, nee, eigentlich nicht, dann bitte auf <laughs> 1000 offene Haftbefehle gegen Rechtsextremisten. Rechtsextremisten in sämtlichen gewaltmonopolistischen Behörden, die wir haben. Rechtsextremisten, Rechtsextremisten in der Bundeswehr, Rechtsextremisten beim KSK. Und wir machen uns öffentlich rechtlich Gedanken darüber, ob man gegen Linksextremisten vorgehen sollte. <laughs> ja, naja, klar, die gendern auch mittlerweile, habe ich gehört. Ich finde es gut, dass Bayern als erstes Bundesland end endlich gegen Linksextremismus vorgeht und ein Genderverbot. Ein Gender Genderverbot durchbringt. Aufs gelbe Feld. Und bitte. Um es von vornherein gleich mal zu sagen, der Rechtsextremismus ist das größte Problem für unsere Demokratie. Punkt. Ende der, Ende der Folge. Dankeschön. Jetzt einfach einen Schlussstrich drunter ziehen und sagen: gut, das war's. Wenn es dann jetzt ein paar Linke gibt, die sich denken: wow. Da gibt's ja echt Extremisten auf, dem auf der rechten Seite, die man aufhalten Sie. sollte. Aber die werden nicht aufgehalten. Also halt ich die auf. I don't know, ob das dann so gefährlich ist. Sie. Was hält eigentlich die rote Sonne vom Thema Individualismus? Darf sich jeder individuell entfalten oder sind wir gezwungen, in der Vorstellung eines Einzelnen und seinen Vorgaben zu unterwerfen? Bist du eigentlich komplett bescheuert? Hast du gesoffen oder was? Schau doch mal raus, wo uns Individualismus hingebracht hat. Schau doch mal raus. Wenn das so ist, warum wird diese Frage gestellt? Warum existiert dieses Video dann? Oh, gute Folge, danke schön. <laughs> Was? Punkt. Pause. Ja, danke. Gleichzeitig wäre es aber natürlich fahrlässig, andere Gefahren nicht zu debattieren. Genau. Wie zu Zum Beispiel Gender. Beispiel den Linksextremismus. Genderen. Ja, müssen wir unbedingt drüber reden. Dankeschön. Wenn Jagd auf Menschen gemacht wird, wenn Polizeikräfte auch privat eingeschüchtert werden, wenn teilweise zum Umsturz gegen das System aufgerufen wird, dann kann uns das als Demokraten und Demokratinnen natürlich nicht kalt lassen. Erste Mai-Demos, G20-Gipfel und der Fall der Linksextremistin Lina E. Haben wir die Gewaltbereitschaft des linken Spektrums vielleicht unterschätzt? Haben wir vielleicht unterschätzt, wem Lina E. da einen Hammer auf den Kopf gehauen hat? Können wir vielleicht, bevor wir über Lina sprechen, können wir mal darüber sprechen, wen sich Lina so vorgeknöpft hat? Wäre das nicht vielleicht die bessere Debatte? Und sollten wir uns dann nicht mal die Frage stellen, wie es sein kann, dass die Opfer von Lina nicht inhaftiert sind? Vielleicht nur als kleinen Denkanstoß? Oder wird dort eine ganze Szene einseitig und zu Unrecht diskreditiert? Okay, ich bin sehr gespannt, wer da auf der Pro... Ich bin wirklich sehr gespannt, wer das... Also ich, ich bin sehr gespannt, wir werden sehen, es wird, es wird wirklich... Darüber sind sich meine Gäste natürlich erstmal uneins. Wir versuchen heute wieder, beide Seiten näher zueinander zu führen. Ich sage, auf der Pro-Seite steht ein Faschist, mindestens ein Faschist, weil er schon mal Opfer von linker Gewalt wurde. Ja. Und... Beim Rest bin ich mir nicht sicher. Ein AfD-Kommunalpolitiker, dessen Büro schon mal mit einer Farbbombe beworfen worden ist. Vielleicht jemand von der Union, politisch. Und vielleicht jemand von der Polizei. Es könnte auch noch ein Job. Kann mich mal einer bezüglich Lina abholen, sonst google ich eben. Du fucking Lachskopf, kannst doch nicht einen Linksextremen im Internet fragen, ob er dich mal zu Lina E aufklären kann. Willst du mich für einen Verfassungsschutz markieren oder was, du Pissnelke? Journalist sein, wobei die sich ja so bezeichnen, obwohl die, weiß ich nicht. Äh, mal gucken. Ob das gelingt, werden wir am Ende der Folge sehen. Jetzt erstmal die Frage an euch: Grün. Wo würdet ihr euch positionieren? Auf der grünen Seite oder auf der gelben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Grün. Ein linker Aussteiger wäre auch interessant. Jetzt geht's los. Man muss vielleicht einleitend sagen, der Begriff links, genauso wie der Begriff rechts, ist ziemlich schwammig. Trotzdem verwenden wir sie ja im öffentlichen Diskurs immer wieder. <laughs> Ich staune, dass da kein 161 hinterm Namen steht. Für gewöhnlich sind die Leute, die sowas schreiben wie: Hey, kannst du mich einfach mal über so die einzige gewaltbereite Linksextremistin der letzten 20 Jahre aufklären, die ich aus welchen Gründen auch nicht mitbekommen habe und mich da bislang auch nicht für interessiert habe. Aber vielleicht könntest du mir jetzt mal erklären, was da so passiert ist. 161 an dieser Stelle. Ist das ein Antifab-Shirt? Das ist ja Gigachat. Das ist ja Gigachat. Möge die rote Sonne auf dich hinabstrahlen. Deswegen würde ich gerne erstmal so eine allgemeine Runde machen, was wir damit überhaupt meinen, wenn wir über Links reden. Und bei 13 Fragen kommt hier Frage Nummer 2, die geht an Linda. Du bezeichnest dich selbst als Links. Was bedeutet das für dich? Ja, das ist immer ganz furchtbar, wenn du, wenn du Leute fragst, was Links sein bedeutet. Oh Gott, das ist ganz furchtbar. Die meisten Leute sagen, na, also. Ich komme ja eher aus der akademischen Linken und für mich ist links ein zu pauschal gewählter Begriff. Warum ist Stay denn jetzt in die andere Ecke gesprungen? Ja, uh, genau, also ich bezeichne mich eigentlich sogar das sehr ungern einfach mit einem Sammelbegriff wie... Volltreffer. Wie linksradikal oder eben links. Ich bezeichne mich sehr gerne unter dem Sammelbegriff links. Denn Sammelbegriffe machen es sehr viel einfacher. Ich bin links, du bist links, wir sind alle links. Wie wär's, wenn wir jetzt mal ein paar Nazis auf den Kopf hauen? Wie wär's, wie wär's damit? Ja, Ganz gut, oder nicht? Um, ich bin in allererster Linie Antifaschistin und ich glaube, dass. Also links. Ist selbsterklärend. Ich bin auch Feministin. Also links. Das heißt, mir geht's hier um Gleichheit von Geschlechtern. Um, ich bin. Also links. Antirassistin. Also links. Und ich bin auch Antikapitalistin. Von also links. Ja. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Linken und auch Antifaschistinnen geht. Content Creatorin Linda Meyer? Oh, noch nie. Keine größere okay. Gefahr für die Demokratie aus, sondern vielmehr, es ist eine Anerkennung. Also ich denke nicht, dass man Content Creatorin sein kann und Antikapitalistin, ehrlich gesagt. Außer dass es komplett ohne monetäre. Abwicklung. Ich finde es immer ein bisschen cool. Ich finde, ich finde, also das, das ist ja jetzt schon mal eine sehr viel harmlosere Aussage als all das, was ihr Pfeifen mir erzählt habt. Also ihr seid euch ist doch ins Gehirn geschissen, wenn ihr dann mit euren pauschalisierten, stresssuchenden Fick Aussage... Aus, aus, Guck mal, das sind ich Sätze, die wird fucking Nächster jeder, jeder Mensch, der, der sich noch nicht mit Kapitalismus beschäftigt hat, wird sowas sagen. Jeder. Jeder, weil was heißt denn Kapitalismus in, in der Wahrnehmung der allermeisten Menschen? Streben nach Geld, ja? Leute, die mit, ihren, die mit den Dingen, die sie tun, Geld anhäufen. Und Content-Kreatoren, gut, YouTuber, Twitch-Streamer, da geht's ja schon so ein bisschen ums Materialistische, sind wir mal ganz ehrlich. So, wenn man sich, wenn man sich Twitch anschaut und YouTube anschaut, dann schaut man in die, in die leeren Augen, in die Seele, eines, eines materialistischen Menschen, der all das, was er tut, nur tut, um mehr Geld zu verdienen. Ja, und dann kann man das natürlich irgendwie auch mit Kapitalismus in Verbindung bringen und sagen, es ah, ist schwierig, Content-Creator und Antikapitalist zu sein. Aber bei, beim Antikapitalismus als solches geht es um die Ablehnung des Systems und nicht im Speziellen um dein eigenes Leben. Ich persönlich denke, dass die Auswüchse des Kapitalismus auch nicht bei irgendjemandem auf Twitch und YouTube zu sehen sind. Niemand, der auf Twitch und YouTube oder auf TikTok oder so unterwegs ist, ist in der Lage, Kapital in, in, in einem gefährlichen Maße zu akkumulieren. All die Leute, die auch reich werden durch Twitch und YouTube, sind keine Gefahren für die Gesellschaft. Das ist alles Reichtum, der in Maßen ist, um es mal in Anführungsstrichen zu packen. Ich persönlich denke, alles bis 100 Millionen ist nicht mal nennenswert. Ja, also ist noch nicht mal fucking nennenswert. 100, wenn du 100 Millionen hast oder alles drunter, pff, juckt doch niemanden. Also juckt, juckt wirklich niemanden, wenn man, sich die, wenn man sich die Vermögenswerte der reichsten Menschen auf diesem Planeten anschaut. Das ja, ist ja bescheuert. Aber Hassan hat ein Haus gekauft. Das, ist, das hat etwas mit Glaubwürdigkeit des Einzelnen zu tun. Ich persönlich finde es schwer, sich Antikapitalist zu nennen und dann in eine 3 bis 6 Millionen Dollar Villa zu ziehen. Finde ich schwierig. Ich bin ja Fan von Practice What You Preach. Aber nur weil ich Fan von Practice What You Preach bin, heißt das ja nicht, dass ich, dass ich keine Ahnung, auf meinen Brustwarzen jeden Tag zum Alnatura robben muss und im Wald leben. Das ist dann so ein bisschen... Wenn man im Kapitalismus lebt, dann wird man auch im System existieren müssen, um etwas zu verändern. Ne? Komisch, Content Creator zu sein oder Streamer zu sein und antikapitalistisch, weil das, I don't know, das geht nicht. <laughs> das geht halt einfach nicht. Naja, das geht. Also nach marxistischer Lehre, die marxistische Lehre sagt, Kapitalist ist der, der Produktionsmittel besitzt und keine Ahnung. Also nach marxistischer Lehre ist sowas wie Content Creator in einem Hohlraum. Hier wird nichts produziert, hier gibt es keine Angestellten, hier gibt es keine Ausbeutung von anderen Menschen und hier gibt es auch keine Produktionsmittel. Deswegen muss man an eine moderne, an eine moderne Bedeutung gehen, also eine, die moderne Bedeutung von Kapitalismus in der Dienstleistungsgesellschaft. Und auch da muss man sagen, sind jetzt Content-Kreatoren nicht unbedingt diejenigen, die den größten Schaden ausrichten, wenn wir uns anschauen, dass es mit Elon Musk halt Milliardäre gibt, die ganze Social-Media-Plattformen kaufen können? Da ist das Problem. Da ist das systemische Problem. Und wenn du selbst auf, auf einer Plattform unterwegs bist, die einfach ein hohes Reichweitenpotenzial besitzt, weil egal, was, egal wer du bist und egal was du bist und egal von was du überzeugt bist, Dir geht es ja im besten Fall immer darum, das auch rauszubringen. Dir geht es darum, dass Leute das mitbekommen. Und dann nutzt man im besten Fall natürlich auch die Plattformen. Und weil wir im System existieren müssen, ist es auch Schwachsinn, das irgendwie unentgeltlich zu tun. Da gibt es natürlich auch Grenzen. Grenzen des Glaubwürdigen. Ja, wenn du dich Antikapitalist nennst und keine Ahnung, wenn ich draußen in Bugatti stehen hätte oder in der villa leben würde. Meine persönliche Glaubwürdigkeit wahrscheinlich nicht da, wo sie, wo sie sein sollte. Würden mir wahrscheinlich relativ wenig Leute abkaufen, dass ich das so wirklich ernst meine. Aber das reine Existieren auf Twitch und YouTube ist für mich kein Grund, irgendjemanden irgendwas abzusprechen. In Sachen Kapitalismus, Antikapitalismus, Systemkritik etc. pp dessen, dass... Das funktioniert halt einfach nicht. Wir in einer Welt leben, die noch gar nicht fundamental... Karl ist kein Antikapitalist. Karl, Karl kannst du abonnieren mit Twitch Prime, dem größten kapitalistischen Konzept, seitdem es Amazon Prime gibt. Und hm? der bezahlt eine Menge gute Sachen das von diesem zusammen. Geld. Das Kapi den Kapitalmarkt und dieses System darauf in Amt zu setzen, würde gleichzeitig bedeuten, dass er all das, was er bezahlt, nicht mehr bezahlen kann. Absolut. Aber als Antikapitalist gehe ich ja nicht davon aus, dass das System einfach durch ein ähnlich beschissenes System ersetzt wird, dass all diese beschissenen Dinge, die dann damit finanziert werden müssten, auch weiterhin dann finanziert werden müssten. Sondern als systemkritischer Antikapitalist wünsche schlecht. ich mir ja ein sozialistisches System, dass all diese Dinge, die dann damit finanziert werden müssten, gar nicht mehr finanziert werden müssten. Das ist. Ah, man, kann das, man kann das ein L nennen oder man kann das auch einfach nennen, gut, da wurde sich nicht ausreichend drüber Gedanken gemacht und ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Ich finde, Antikapitalismus, Systemkritik ist der letzte Schritt. Es ist der letzte Schritt im Linkssein, weil alles, alles, alles in Sachen Kulturkampf, alles in Sachen Politik, kann alles innerhalb des Systems stattfinden. Man kann sämtliche Ungerechtigkeiten innerhalb dieses Systems, innerhalb dieser Gesellschaft kritisieren und zu dem Entschluss kommen, hier müssen wir was ändern. Ans Ende des Randes zu kommen und zu sagen, das System ist das Problem, das ist der letzte Schritt. Und wenn wir alle Leute ablehnen würden, die diesen letzten Schritt noch nicht gegangen sind, wo würden wir hinkommen, Alter? Wo würden wir fucking hinkommen? Das ist nun mal so, dass das Geläuf, die geläufige Definition von Kapitalismus und Kapital, und Kapitalist ist Geld oder kein Geld. Ja, herzlichen Glückwunsch. Finde ich, finde ich so gut, dass ich an, an den Anfang des Videos gesprungen bin. Und <laughs> Prime gibt und der bezahlt eine Menge gute Sachen von diesem Geld. Das Kapi den Kapitalmarkt und geht Demokratie ohne Kapitalismus. Kapitalismus äh, Demokratie geht nicht im Kapitalismus. Kapitalismus und Demokratie schließen sich aus. Ja. Echte Linke sind arm. Keine Ahnung. Also Karl Marx war jetzt nicht so wirklich arm. Friedrich Engels war Fabrikbesitzer. Und dieses System darauf in Amt zu setzen, würde gleichzeitig bedeuten, dass er all das, was er bezahlt, nicht mehr bezahlen kann. Also den Lebenshof die finanzielle Unterstützung für Sachen, das, das würde alles nicht mehr funktionieren. Das würde alles nicht gehen. Ja. Ich weiß, wie viel Geld da Karl reinsteckt und ich meine nicht, was er selber benutzt, sondern wie viel, wie viel Geld er da reinsteckt. Deswegen nein, nein, das funktioniert nicht. Dieses System ist auch, leider muss man sagen, der Kapitalismus ist das nachhaltigste System, das die Gesellschaft geschaffen hat. Es ist in seinen Auswüchsen ekelhaft geworden, aber das, äh, du, du, kannst in, du kannst nicht sagen, du kannst das nicht so einfach. Abschaffen, weil die Alternativen dazu nicht wirklich riesig funktioniert haben. Also, ich persönlich, ich persönlich, das ist der Anfang. Wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, dann sagt man das. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich finde das jetzt auch nicht groß, ich finde das nicht groß bedauerlich. Ich finde das auch nicht großartig beschissen. Aber Nachhaltigkeit und Kapitalismus in einen Satz zu packen, geht gar nicht. Also, Nachhaltigkeit und Kapitalismus in einem Satz funktioniert nicht. Weil der Kapitalismus als solches alles ist. Aber niemals nachhaltig. Nachhaltigkeit bedeutet, die Definition von nachhaltig bedeutet, ich benutze so viel, wie ich, wie sich natürlich wieder, wieder entwickelt, dass ich es wieder entnehmen kann. Also was wäre nachhaltig? Nachhaltig wäre, wenn ich, ich brauche, ich, ich persönlich brauche 40 Liter Wasser. Und ich weiß, dass es in der Woche 40 Liter regnen wird. Also stelle ich eine Tonne draußen hin. Lass die voll regnen und aus diesem Regenwasser nutze ich dann, also das nutze ich für mich. Weil ich weiß, es regnet immer wieder nach. Das ist nachhaltig. Ich benutze nur das, was ich natürlich wieder, weißt du, so irgendwie so ein, wie so ein Kreislauf. Ne? Das ist Nachhaltigkeit. Und Kapitalismus ist alles aber nicht nachhaltig. Weil. Der Kapitalismus als solches auf Wachstum angewiesen ist. Er muss wachsen. Er muss immer mehr produzieren. Er muss immer, immer, immer mehr erschaffen. Und diese Erschaffung des Neuen geht nur durch eine Ausbeutung von Ressourcen. Und diese Ressourcen sind, sind erdlich, das sind, das sind Menschen, das sind Tiere, aber es ist immer mehr, als wir eigentlich haben. Und wenn wir uns anschauen, wohin uns dieses System gebracht hat, dann sehen wir, dass es uns als... Erdlinge an die Grenzen unserer Existenz gebracht hat und in vielen Bereichen weit darüber hinaus. Wir leben nachweislich evident im sechsten großen Artensterben. Es sterben Tier, Spezien, rechts und links. Jeden Tag sterben irgendwelche Insekten aus. Jeden Tag brechen irgendwelche Systeme zusammen und all das, weil wir eben nicht nachhaltig wirtschaften, sondern mehr als eigentlich ginge. Ja. Jetzt habe ich viel geredet und habe viel gelesen, aber ich habe... Ist der Kapitalismus nicht sehr nachhaltig, weil er es schafft, sich relativ lange am Leben zu halten? Also es schafft nachhaltig beispielsweise Klassenbewusstsein zu zerstören. Hä? Also ich weiß nicht, ob das so ein Newsflash für dich ist, aber so Kapitalismus kannst du sagen 150, 200 Jahre. Wie lange gibt es jetzt Menschen? Von allen Systemen ist der Kapitalismus auch was, was die, was das, was die Langlebigkeit angeht, das beschissenste System. Also wir, wir, sind, wir sind am Ende. Wir sind am Ende unserer Existenz nach 200 Jahren industrielle Revolution. Industrielle Revolution, Beginn des ausbeuterischen Zeitalters des Kapitalismus. 100, 150 Jahre später, Endzeitkapitalismus, mittlerweile letzte Züge, Raubtierkapitalismus, Ende. Ende des Lebens auf diesem Planeten. Wo ist das langlebig? Was wäre die Alternative? Du, die, für die Alternative da einen Namen zu finden, ist auch sehr, sehr schwer, weil gerade in Deutschland oder in der westlichen Welt, wir sind ja sozialisiert worden mit der, mit dem Ablehnen des, des Kommunismus ist. Der kalte Krieg, also westliche Demokratie, demokratischer Kapitalismus gegen kommunistische Totalität, äh, gegen kommunistische Diktatur. Das ist, ja der, das ist ja der Krieg, in dem wir alle aufgewachsen und sozialisiert worden sind. Bedeutet, dass mit dem Begriff Sozialismus Menschen Systeme wie. Die UdSSR verbinden oder China oder Korea oder, ähm, ja, Kuba ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil Kuba hat in vielen Fällen funktioniert und hätte auch ohne Interventionen von Amerika sehr, sehr besser, sehr, sehr, sehr länger und sehr viel besser funktionieren können. Aber wir, wir verbinden damit Diktatur, Schrecken, Tote, Ungerechtigkeiten, Armut, ähm, Hunger. Das verbinden wir mit Kommunismus. Hat aber in der eigentlichen Systemtheorie relativ wenig mit einem sozialistischen System zu tun. Also die, die ein optimales System wäre in meinen Augen definitiv kommunistisch, absolut. Aber das umzusetzen bedarf eben einer international solidar zueinander stehenden Weltbevölkerung. Und dann kann man darüber diskutieren, wie realistisch das ist oder auch nicht. Ich meine nicht dem Menschen gegenüber, sondern er schafft es Menschen. ey Sir Pingus, tut mir sehr leid, aber du machst es nicht besser. Also wir hätten es einfach beim letzten Satz belassen sollten, äh sollen. Ist egal. Er schafft es Menschen im System zu halten. Hast aber recht, dass die Zerstörung der Lebensgrundlage. Also erstmal, wir leben noch nicht mal nicht mal 50 der Weltbevölkerung lebt in einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung das schon mal jetzt. Also nicht wir als Menschheit, sondern nicht mal 50% der Menschheit leben in einer kapitalistischen Ordnung, in einer endzeit in einer kapitalistischen Ordnung. Und auch da wieder, 200 Jahre, das ist ein Fliegenschiss, Alter. Ein absoluter Fliegenschiss. Also ich muss schon meine Augen hochreißen, wenn jemand, der in dem System funktioniert und mit dem System funktioniert, sagt, er das also das funktioniert nicht. Aber das du kannst du kannst übrigens und das vielleicht auch noch mal so als Denkanstoß für viele, die an die gleiche Grenze gelangen. Und das ist nicht wie gesagt, das ist nichts, was man Leuten übel nehmen sollte oder krumm nehmen sollte oder was ich stay krumm nehme oder so. Ganz im Gegenteil, also wirklich ganz im Gegenteil. Selbst wenn du der übelste Motherfucker bist. Selbst wenn du Elon Musk persönlich bist, wenn Elon Musk morgen anfangen würde, den Kapitalismus zu kritisieren und anfangen würde, ein sozialistisches Alternativsystem ähm, zu malen und zu zeichnen, dann wäre Elon Musk als Person in seiner Glaubwürdigkeit zu kritisieren, aber nicht das Gesagte. DDR war besser. Ich finde es ich find's immer ein bisschen schwierig, mit Leuten, die kein theoretisches Grundwissen über Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung haben, über Kapitalismus und Kommunismus zu debattieren. Und die allermeisten Leute erkennt man, also die Leute ohne theoretisches Wissen erkennt man daran, weil jedes Mal, wenn man Kommunismus in den Mund nimmt, kommt irgendwie so eine Hohlnuss und erzählt ihr was von der DDR. Und sagt, aha, also die DDR war besser. Guck mal, es geht nicht darum, was besser oder schlechter gewesen ist in der Vergangenheit. Es geht darum, was wir machen müssen, um Spezien, um uns als Erdlinge noch in der Existenz zu halten. Und, ja, ich könnte dir jetzt sagen, dass die DDR ein staatskapitalistischer, ein staatskapitalistischer Unrechtsstaat wäre. Aber damit würdest du relativ wenig anfangen können, weil du weder weißt, was Staatskapitalismus ist, noch wie der sich von dem westlichen Kapitalismus unterscheidet, noch warum das nichts mit Sozialismus zu tun hat. Könnte ich jetzt tun, aber das würde, würde nicht klappen. Aber das ist ja nur meine Position, ne? Das ist ja. Linke gegen Linke, weißt du? Funktioniert nicht. Ja, ist Quatsch. Linke gegen Linke, ist kompletter Quatsch. Das ist, das, ist, das was, man, was daraus entsteht, ist linker Infight. Das sind zwei Leute die auf der gleichen Seite stehen und die sich gegenseitig dann aufklären. Man muss ja verstehen, warum Leute sowas denken und dann muss man dagegen arbeiten. Aber das ist doch kein Grund, irgendwie sich zu zoffen oder sonst irgendwas zu machen. Das ist ja gänzlich albern, was ihr ja auch komplett übertrieben, was ihr mir da erzählt habt. So komplett übertrieben. Das ist ja eine verkürzte Darstellung von dem, was hier gesagt worden ist. In allen Formen und Facetten, und es waren zwei Sätze, Du, musst, du kannst doch gegen das System sein, musst aber doch darin leben. Ja, aber hier geht es ja nicht, du musst darin leben, sondern hier geht es darum, du musst davon aktiv profitieren. Es gibt die Möglichkeit, Antikapitalist zu sein, aber es gibt nicht die Möglichkeit, antikapitalistischer, vollmonetarisierer Twitch-Streamer zu sein. Das gibt es nicht. Ich glaube, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, das geht sehr, sehr wohl, weil die Art, wie ich mein Geld verdiene, eine der für mich unausbeuterischsten Methoden ist. Also. Wenn du crowdfunded bist, wenn alles, was an Geld reinkommt, von Leuten, die eine Leistung dafür bekommen und es freiwillig abgeben ist, dann ist das für mich mitunter Best Practice. Ich zwinge niemanden, mir Geld zu geben. Außer Greenforce. Das ist, das ist, es ist nicht so, als ob Leute für mich arbeiten würden, die darauf angewiesen sind, für mich zu arbeiten. Das ist nicht so. Das ist eine Entscheidung, die man, da profitiert man so immens von dem System, Hier mein dass man da schon irgendwie differenzieren sollte. Und da bin ich felsenfest von überzeugt. Wenn mir also irgendjemand erzählen will, der... Ich würde das machen am Dienstag. Ja. Ein Amazon-subventioniertes Abo-Modell als Lebensgrundlage für sein Schaffen zu wählen und sich selber Antikapitalist nennt, dann stimmt da was nicht. Und da bin ich felsenfest von überzeugt. Das geht nicht auf. Das geht einfach nicht auf. Und da muss man auch sagen, ja, hm, keine Ahnung. Das, das fühle ich nicht. Das fühle ich nicht. Aber das ist äh, nochmal ja, nur eine Einschätzung von mir. Rein. Könnt ihr alles anders ich sehen, ist mir auch egal, alles. was ihr ich denkt. irre viele mehr. That's it. Guck mal, selbst wenn man, selbst, selbst innerhalb der Kritik sind da sind da Widersprüche auch in meinem Auftreten selbst innerhalb der Kritik, weil als Antikapitalist willst du im Normalfall trotz der Existenz und der und deinem im, deiner angewiesenen Existenz im System mit Elon Musk eigentlich nichts zu tun haben, mit Jeff Bezos nichts zu tun haben, du willst auch eigentlich mit Amazon nichts zu tun haben. Und du würdest im besten Fall auch nichts mit Twitch zu tun haben wollen. Das ist eine Entscheidung, die man, die man treffen muss, die moralisch nicht einwandfrei sein wird. Du triffst die Entscheidung Reichweite und Monetarisierung, also Existenz von dir selber und zwar sorglose Existenz von dir selber, gegen vollständige, vollständige Werteauslebung in der eigenen Existenz. Ja. Ist nur ein sehr kleiner Part des Streamens, aber wenn man jetzt sehr kleinlich wäre, könnte man sagen, dass du durch die bei dir in Klammern unfreiwillig und automatisch durch Twitch geschaltete Werbung auch irgendwie die werbenden Firmen unterstützt. Aber ja, im Großen und Ganzen ist Streamen schon fast null ausbeutend. Aber inwiefern ist denn, ist denn eine Werbeschaltung als solches ausbeuterisch? Also. Das verstehe ich. Da, da bin ich noch nicht ganz an dem Punkt. Nee, nicht die Werbung selbst, aber gegebenenfalls die werbenden Firmen. Ich bin da ganz bei ihm. Da hat er dich. Glaube ich nicht. <laughs> Glaube ich nicht. Menschen. dementsprechend würde ich man könnte eher sagen, dass durch die mitunter bescheuerten bedingungen die arbeiter und arbeiterinnen bei amazon erlauben, solche dinge wie amazon prime überhaupt erst ermöglicht werden können. also die gelder, die man durch amazon prime bekommt, die sind ja subventioniert durch die, durch die gewinne, die amazon als unternehmen erzielt. das ist nicht ethisch. Leute ein Prime-Abonnement haben und dann ihr Prime hier lassen und ich dann das Geld bekomme, dann ist das nicht ethisch. Das ist nicht moralisch. Das ist sogar ein Punkt. Die Frage, die man sich nur stellen muss, ist: Ist es für mich persönlich möglich, das für zu für erreichen, was ich erreichen möchte, Frieden und Sozialismus außerhalb dieser ja. Plattform? Und das weiß ich nicht. Die Skepsis von Leuten, dass man als auf Amazon-Streamender Typ sich Antikapitalist nennt, die sind ja auch nicht gänzlich ohne Fundament. Das ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht so, als ob man da sagen könnte: egal von welcher Seite man das betrachtet, du wirst da nichts Unethisches finden. Ja, selbstverständlich. Na klar. Arius, meine Mutter. Okay, was hat Arius? Wer entscheidet über Moral und Unmoral? Ach, Arius, ist das nicht dein Ernst, dass das eine ernst gemeinte Frage ist oder was, oder? Sein sagen wir Erfolg im System, der Erfolg von Hassan, Mike from PA und anderen stimmt mich sehr optimistisch, dass Potenzial da ist, für unseren Lebzeiten noch etwas zu erreichen. Die Optics können berechtigterweise Fragen aufwerfen, sind aber Nebensache. Bruder, wenn ich hier mit 200.000 Average Zuschauern sitzen würde, dann würde ich dir wahrscheinlich recht geben. Aber das ist ja auch immer noch ein relativ kleiner Bereich, der hier. Also es ist eine relativ kleine Zuschauerschaft, die hier bedient wird. Und ich würde auch Hassan und mich niemals gleichsetzen. Wir Hassan und ich, wir haben nicht die gleichen Werte, wir haben nicht die gleiche Moral, wir haben nicht die gleiche Ethik. Du darfst nicht vergessen, dass er am Ende des Tages immer noch ein Amerikaner ist. Und Amis sind im Schnitt schon mal mindestens 250 Prozent dümmer als alles, was woanders passiert. Ich sage eigentlich, links zu sein, Antifaschistin zu sein, ist das Demokratischste überhaupt. Geht ihr der beiden da mit oder habt ihr noch was zu ergänzen? Wie würdet ihr links definieren? Ich, ich würde vielleicht noch äh, ergänzen, also ich gehe da eigentlich bei allem mit, dass ich äh, links sein durch eine. Was verstehst du unter profitieren, wenn ich meine Miete zahle? Nein, das geht weit über Mietezahlen heraus. Es geht einfach um den, um den Beitrag zum System. Hier geht es einfach um, du kannst anti- also ich habe mich eigentlich ziemlich klar ausgedrückt. Ich werde es jetzt noch das letzte Mal machen und dann könnt ihr euch gehen. Es gibt durch ich wusste also, dass irgendwelche Hans Jockel da jetzt versucht haben, verkürzt das Ganze dann noch in seinem Chat anzubringen und dann er wieder wütend geworden ist. Passiert mir ja auch regelmäßig. Ey, ohne Mist, ne? Das ist, da ist eine Stellschraube, die noch durchdacht wird und dann ist, alles, dann ist alles in Ordnung. Ich glaube, an demselben Punkt waren viele, viele Leute schon. Durchaus Möglichkeiten und ich verstehe das, wie man Teil des Systems sein soll und das System trotzdem Scheiße findet. Ich verstehe das. Aber auf. Twitch einen Livestream zu haben, der voll monetarisiert ist, mit Partnerschaften, die hier oben durch den Stream und also mit Placement. Achso, apropos, meine Placements sind gar nicht eingeblendet. Sponsorengeldern, Werbung, Amazon-subventionierten Subscribern. Das ist was anderes, als nur ein Rad im System zu sein. Finde ich übrigens auch berechtigte Kritik und das ist auch berechtigt und das ist auch ein Thema, mit dem ich mich seit sechs Jahren beschäftige und an dem Christian und ich seit sechs Jahren arbeiten, wo wir uns ständig ihr habt überhaupt keine Ahnung, was wir alles ablehnen. Mittlerweile, mittlerweile kommen überhaupt keine Angebote mehr. Also wir, wir Christian hat glaube ich insgesamt mindestens, ich würde sagen mindestens 100 Placements einfach so pauschal abgelehnt, ohne dass ich da überhaupt irgendwas von erfahren habe, weil er weiß, dass wir, was Placements angeht, einen insane hohen Anspruch haben und dieser Anspruch von nahezu niemandem erfüllt wird. Und ganz ehrlich, Greenforce ist ein Placement, das in meinen Augen vertretbar ist. Erstens, weil ich durch die Gelder, die von Greenforce kommen, Leute bezahlen kann, die dann auch außerhalb des Systems existieren können, sich wirtschaftlich verselbstständigen konnten und gegen das System arbeiten, ja, mit einer Wertevermittlung und einer Überzeugung, die ich für sehr erstrebenswert halte. Und äh, Greenforce als Firma an sich, genau wie jede andere rein vegane Firma, Menschen den Zugang zu einer individuellen Veränderung und zu einem individuell besseren Leben, also einem veganen Leben, erleichtern kann. VEGDOG, mein anderer Partner, von denen habe ich noch nie einen Euro gesehen. Von denen werde ich auch nicht bezahlt. Die laufen mir seit zwei Jahren hinterher und sagen mir, lasst uns, lass, schickt mir, gib mir eine IBAN ich, und lass bitte lass uns dir Geld schicken. Ich will von denen keinen Euro haben. Ich will für die keine bezahlte Werbung machen. Ich glaube an, an Vectorg als Firma. Ich glaube, dass die rein pflanzliche Hundeernährung, die für die Tiere am, am gesündesten und die beste Ernährung ist und Vectorg als Firma erleichtert das jedem, der diesen Umstieg und diesen Einstieg haben möchte. Und deswegen bewerbe ich das. Ich habe mich bei denen gemeldet, habe gesagt, kann ich Werbung für euch machen. Und die haben gesagt, was ist ein Twitch überhaupt? Und ich habe gesagt, ist auch scheißegal, müsst ihr gar nicht wissen. Lasst mich einfach machen und ihr werdet sehen. Haben sie gemacht. Einen Monat später haben sie mich angerufen und haben gesagt, können wir dir bitte Geld schicken? Und ich so, nee, ist schon in Ordnung. Da geht's auch bei Partnerschaften gibt es Nuancen. Auch bei Partnerschaften kann man voll drauf gehen und kann alles mitnehmen, was irgendwie geht. Oder man trifft Entscheidungen. Das ist was ganz anderes. Und sich einzureden, dass das so ist, halte ich für okay, kann man machen, ist aber nicht so. Also da habt ihr wirklich den Schuss nicht gehört. Also das ist nicht antikapitalistisch. Man kann das nicht als antikapitalistisch nennen. Also das funktioniert nicht. Das, das stimmt auch. Du kannst, du, kannst, wer, du kannst Werbung für Firmen nicht als antikapitalistisch bezeichnen. Das geht nicht. Da hat er vollkommen recht. Die Werbung für eine Firma ist aber nur eine von vielen Facetten, die ein Mensch haben kann. Und deswegen glaube ich, dass trotz vieler Dinge, die jetzt im Einzelnen betrachtet niemals antikapitalistisch sein sollten und, und niemals so bezeichnet werden könnten, kann man trotzdem in der Gesamtheit antikapitalist sein. Das geht. Das ist für mich Ordnung, weil kein Mensch ist ja zu 100% dies oder zu 100% jenes. Ja. Das ist nicht antikapitalistisch. Aber nochmal. I don't know, nennt das antikapitalistisch oder jemand, der sowas macht, der antikapitalistisch ist, wenn ich mich hier hinsetze mit meinem Mixer-T-Shirt, meinem roten Mikrofon, meiner Holzkern-Placement, meinem Display-Placement, meinem vollen Gaming-Room mit 20 Laptops, 15 Monitoren, tausenden Abonnenten, hunderttausenden Umsatz für im Jahr und ich rede davon, den Kapitalismus abzuschaffen, dann geht da irgendwas nicht, dann funktioniert da irgendwas nicht. Sorry, aber an der Stelle muss ich sagen, dass auch Hunderttausende im Jahr an Umsatz komplett scheißegal sind. Also, die spielt im großen Mühlwerk des Kapitalismus spielen Hunderttausende an Umsatz im Jahr keine große Rolle. Wenn er, wenn er mir erzählen würde, dass. Also, wenn er wenn er mir am Dienstag sagt, okay, ich mache im Jahr 300 Milliarden an Umsatz, dann würde ich sagen, okay, Homi, Häuste hoch, wir kämpfen jetzt. <laughs> aber alles drunter ist ja fucking Peanuts. Ja, dann funkt, da, da funktioniert was nicht. Das ist nicht. Seine Arbeitskraft an einen Kapitalisten zu verkaufen und arbeiten zu gehen, ist auch nicht antikapitalistisch. Guck mal, du kannst das eine nicht mit dem anderen vergleichen. Also, das ist sehr, sehr schwer. Weil in Lohnarbeit zu leben ist eine Notwendigkeit. Also, wir haben bei der Ausführung von Lohnarbeit eine tatsächliche Notwendigkeit. Du kannst nicht existieren, wenn du kein Geld verdienst. Wenn wir anfangen würden, jedem dem Antikapitalismus abzusprechen, der irgendwie Geld erwirtschaftet, ja, dann kommen wir, also das wäre, das ist absurd. Die Detailfrage, die wir uns stellen müssen, ist, ob das geht, wenn man auf Amazon streamt. Und ich finde, da gibt es sehr viel mehr gute Gründe dagegen, als bei einer Anstellung in der Lohnarbeit. Ich glaube, dass es wirklich, wirklich schwer ist ein überzeugter antikapitalist zu sein und gleichzeitig auf amazon zu streamen, das ist eine herausforderung, sowohl moralisch als auch, als auch was die reine wertevermittlung als solches ähm, angeht. Das ist, das ist eine herausforderung. teil des systems sein um es irgendwie abzuschaffen oder das, das, ist ein, das, das ist zu weit. das ist zu too much into him. Und das geht nicht darum, dass man sei seine Miete bezahlt und irgendwie arbeitet. You know, das ist das ist weit über das hinaus. Ich verstehe, dass da Leute gibt, aber ich bin ja auch Antikapitalist. Hey, I don't know. Ich, wenn ihr wenn ihr das sein wollt, ist mir auch Latte, ist cool, könnt ihr sein. Kann ich ja nicht ändern. Ich, ich sage einfach nur, dass das meiner Wahrnehmung nach dann eingeordnet werden muss. Und wenn Contact ist schon ziemlich richtig, dass Stay ein Interesse am Kapitalismus hat und keinen Grund hat, dagegen zu agitieren. Was ist das für ein bescheuerter Satz, Alter? Bist du eigentlich, bist, hast du, das ist Stay. Das ist nicht Elon Musk, der da sitzt. Bist du bescheuert oder was? Hast du dir mal, hast du dir ins Gehirn gefurzt oder was? Hast du dir mal The Grand Scale angeschaut oder was? Glaubst du, das ist ein Milliardär, der in der Schweiz sitzt oder was? Ich glaube, so der ist superreich. Fliegt mal eben im Privatjet in die Hamburger äh, Ape-Philharmonie. Wenn Content-Creator sagen, dass sie Antikapitalisten sind, dann kann das sein. Dann muss ich gucken, wie die involviert sind. Ja, schön. Schön, 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 schön. Antifaschistin zu sein ist das demokratischste überhaupt. Geht ihr der beiden da mit oder habt ihr noch was zu ergänzen? Wie würdet ihr links definieren? Ich, ich würde vielleicht noch äh, ergänzen, also ich gehe da eigentlich bei allem mit, dass sich äh, Links sein durch eine sozusagen Ideologie der Gleichheit ähm, definiert. Und das ist übrigens auch ein ganz harmloser L-Take, so, weil es einer ist, den man sehr gut verargumentieren kann, sogar. Hm. Sorry, ich kenne den genauen Kontostand nicht, aber er sagt das ja gerade selber. Okay, da muss ich dich halt wirklich fragen, ob dir nicht nur ins Gehirn gefurzt worden ist sondern ob in der in dem Hohlraum, wo man reinfurzen könnte, überhaupt irgendwas ist, weil egal wie viel der auf Twitch verdient, der wird keine systemischen Veränderungen herbeiführen können. Der ist nicht in der Lage den Präsidenten der Vereinigten Staaten anzurufen und zu sagen, ich will ein Unternehmen bei dir aufmachen, also gib mir das und jenes, ansonsten gehe ich woanders hin. Der ist nicht in der Lage, Demokratien zu stürzen, zu beeinflussen und Lobbydruck auszuüben. Stay ist nicht in der Lage, mit Geld Dinge zu verändern, die für mehrere Millionen bis Milliarden Menschen systemisch eine Veränderung bedeutet. Er ist nicht das Problem und auch nicht Teil des Problems. Muss er ja auch nicht. Lösch dich einfach. Geh dich einfach löschen. Geh, geh nochmal, wenn du anfangen willst, dir große pseudo-intellektuelle Reden zu schwingen. Ja, dann eigne dir bitte ein wenig theoretisches Wissen an zumindest. Ein bisschen. Ein kleines bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Und dann sprechen wir nochmal, wer gegen den Kapitalismus agitiert. Und ob Stay aus einem Eigeninteresse nicht dagegen agitiert. Das ist ja absurd. Was ein pseudointellektuelles Scheißgelaber. Würdest du es unterstützen? Ich bin kein Antikapitalist. Holy shit, Alter. Auf keinen Fall. Ich weiß, was der Kapitalismus anrichtet, aber ich bin noch kein Antikapitalist, Bruder. Bruder. Hallo? Da ist der Antikapitalist. Ich glaube, da sind... Das, 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 ich mache mit dem Mann seit sechs Jahren einen Podcast. Alle Dinge, alle, alle Auswüchse, alles, was wirklich maximal zu kritisieren ist an diesem Drecksystem, wird von Stay kritisiert jeden Tag. Jeden Tag. Mein gesamtes Leben profitiere ich, besonders meine, letzte, meine, meine, meine letzten zehn Jahre, profitiere ich so immens vom Kapitalismus. Das tut er nicht. Tust du nicht. Tut er absolut nicht. Ich doch hier nicht hinsetzen kann und sagen kann, ich bin gegen Kapitalismus, Bruder. <laughs> was? Ich bin vielleicht der Antichrist, aber nicht der Antikapitalist. Dass man eben davon ausgeht, dass alle Menschen gleich sind und alle die gleichen Rechte haben sollten. Er ist einfach zu humble. Ey, White Russian, das ist ja der nächste Satz, wo dir einfach nur ins Gehirn geschissen werden kann. Also da muss ja wirklich, was ist denn fucking los mit euch? Was hat denn das mit Humble sein zu tun? Weißt du, was das bedeutet, Humble? Wochenende beste Zeit. Ja, ja, Wochenende ist wirklich fucking beste Zeit. Aber das Gute ist, jedes Mal, jedes Mal, wenn ich am Wochenende, jedes Mal, wenn ich am Wochenende streame, wird mir klar, dass freie Meinungsbildung auch wirklich etwas ist, das ich nicht anstreben sollte. Ich sollte wirklich einfach am derzeitigen Kurs, auf dem derzeitigen Kurs bleiben und euch pissern, einfach sagen, redet mir nach. Das ist besser als alles, was ihr euch selber in euren beschissenen Köpfen ausdenken könntet. Wirklich. Schönes Wochenende. Es muss Sicherheit oh, gegen Linksradikalismus vorgegangen werden. Danke übrigens für die fünf verschenkten Subs für 25 Euro auf Twitch. Wovon ich 75 bekomme. Ne? Aber du bist gegen Kapitalismus. Ich bin nicht gegen Kapitalismus. Warum bin ich gegen Kapitalismus? Nein, ich bin nicht gegen den Kapitalismus. Ich bin nicht gegen den Kapitalismus. Vielleicht ist das mit den Linken nicht ganz klar. Ich bin nicht gegen den Kapitalismus. Das Der Kapitalismus hat langfristig richtig und wichtig als System am beständigsten funktioniert. Die Auswü Mm -mm. Mm -mm -mm -mm. Niemals. Der Grund, warum wir das denken, ist, lasst mir das kurz erklären. Ich brauch jetzt, ihr braucht jetzt ein bisschen Theoriewissen. Ist Theoriewissen, ich versuche es einfach zu erklären, sodass es von der Hauptschule bis zum Akademiker jeder, jeder rafft. Okay? Vegan. Man ist sich eigentlich die gesamte Menschheitsgeschichte darüber einig, dass Demokratie und Kapitalismus nicht miteinander funktionieren. Ganz im Gegenteil, man ist sich sogar einig, dass Kapitalismus nicht funktioniert. Bis es nach der industriellen Revolution Zeiten gab, die von großen Krisen dominiert gewesen sind. Formulierend im Zweiten Weltkrieg. Also das, das endet dann alles im Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg war eine fucking Katastrophe. Ganz Europa zerstört, ganz Europa vernichtet, alles am Arsch, überall alles kaputt. Und was kam dann? Wiederaufbau. Dann gab es einen historisch noch nie dagewesenen Wiederaufbau in Verbindung mit absurdem Wettrüsten zweier Mächte. Ne, deswegen gibt es ja sowas wie erste, zweite und dritte Weltländer. Kleiner Fun fact. Wenn du ein dritte Weltland bist, heißt das nicht, dass du arm bist. Das ist eine Interpretation, die, die sich dann irgendwann durchgesetzt hat aber ursprünglich war erste Welt demokratischer Kapitalismus zweite Welt UdSSR Kommunismus oder Staatskapitalismus dritte Welt alle die weder mit dem einen noch dem anderen System zu tun hatten und daraus resultierend hat sich dann auch deren Armut entwickelt weil in der ersten Welt hatten wir eine absurd eine absurd Ich, ich weiß, mir fehlen die Worte dafür, wie fucking pervers die, die Hochrüstung gewesen ist. In der zweiten Welt hatten wir das auch, aber nicht in dem Maße. In der dritten Welt gar nicht. Deswegen dritte Weltarm. Wir hatten nach, in diesem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir ein Hochleben des, der, der Demokratie. Länder wie Deutschland, Amerika, England, Frankreich. Überall ist alles demokratischer geworden. Wir hatten eine Gegenbewegung, wo alles totalitärer wurde im Kommunismus, also in der Zweiten Welt. Und wir hatten ähm, vor allem, und das eben allen voran, hatten wir ähm, eine, eine Technologisierung. Militärisch hat man gegeneinander gerüstet, man hat neue Erfindungen gemacht und diese Erfindungen wurden dann auch genutzt, um der Gesellschaft Benefits zu geben dieses Hochrüsten wird immer automatisch mit dem Kapitalismus in Verbindung gebracht. Warum? Weil der Kapitalismus das Gegenstück zum Kommunismus gewesen ist und uns wurde immer erklärt und so sind wir sozialisiert und aufgewachsen, dass Demokratie und Kapitalismus miteinander aufblühen. Das stimmt aber nicht. Es ist nur aufgeblüht, weil wir die Zerstörung der Krisen mit Ende des Zweiten Weltkrieges hatten. Und weil der Wiederaufbau und der wirtschaftliche Wachstum, der Aufschwung, den alle Nationen dann in Gemeinschaft gemacht haben und das perverse Aufrüsten, das wir hatten, ja, das ist ein historisch einmaliger Zufall. Das ist, das ist auch spätestens seit 2008 ist das auch unter den, unter den Historikern und, und, und sonstigen schlauen Menschen nicht unbedingt anzuzweifeln, ja. Korrelation und Kausalität. Nee, das, das ist schon, da war schon Kausalität mit dem, also gab es auch schon Kausalität. Aber die Frage ist, die Frage ist, ob, ob es nur in einem derartigen System hätte passieren können. Ja. Wir brauchen demokratische Betriebe mit allen Anteilen bei der Belegschaft. Will noch irgendeiner irgendwas komplett random in den Chat schreiben? Wollen wir da noch Ihr könnt jetzt einfach mal euren random Scheiß herausfeuern, der nichts mit dem Gesagten zu tun hat. Lulja ja, hier. Zeig Kontostand, Karl, wirst du nicht viel sehen. Sehr gut. Sehr gut. Danke, Arius fügst du dazu, also den Endstufenkapitalismus muss man politisch einschränken, aber das heißt nicht, dass man den Kapitalismus einschränken also den Kapitalismus abschaffen muss, voll und ganz nicht. stage Du hätte dir 50 Tacken, wenn du Antikapitalismus. Und dann wird es jemanden geben, der mir 100 Euro <laughs> dafür gibt, dass ich wieder Kapitalist werde. Danke für die Fragen. Die Szene ja schon sehr von Repression ähm, überzogen wird und da trifft man eigentlich die Falschen, da trifft man eben die, die sich gegen ähm, Rechte Gewalt. Und damit hat, er das, also damit hat er den Kapitalismus ja kritisiert. Das ist ja Kapitalismuskritik, was er gerade gesagt hat. Auf einer Metaebene, die man dann verstehen muss. Wenn er sagt, ich zahle dir 50 Euro dafür, dass du Antikapitalist bist, und Stay darauf antwortet, und dann gibt es jemanden, der mir, zahlt mir 100 Euro dass ich wieder Kapitalist bin, dann ist das Kapitalismuskritik. Warum? Weil im Kapitalismus Kapital Macht bedeutet. Und Macht. Ne? ganz schwieriges Ding halt einsetzen und die da sind, wenn der Staat nicht da ist. Ja, aber warum checkt Stay das nicht selbst? I don't know, weil Stay wie 85 andere 85 Millionen andere Deutsche in seinem Leben bisher nicht viel Zugang zu antikapitalistischer Bildung hatte, weil wir ein gesamtes System haben, das uns davon abhält, uns was das angeht zu bilden. See. I don't Was? know. Könnte ein Grund sein. Hm, okay. Können wir jetzt bitte trotz eures Ah, warum ist er nicht Antikapitalist? Können wir euer trotz eures Schreikrampfes, finde ich, schade. Ja, deswegen bist du ja auch Antikapitalist! Weil es schade ist, dass wir in einer beschissenen Gesellschaft leben, wo uns die Wahrheit einfach nicht nur nichts gezeigt wird, sondern wo Milliarden ausgegeben werden, dass uns das eben im Gegenteil beigebracht wird. Und weil wir deswegen 85 Millionen Deutsche haben, die dann da rumlaufen und erzählen, nee, Kapitalismus hilft uns schon allen. Ich sag, das ist mir, wird mir auch echt zu blöd hier. Es wird mir auch zu blöd hier, wirklich. Insert random meme jetzt ganz kurz, ganz kurz bei diesem Video bleiben, bitte. Ich muss. Luna, es gibt keinen Grund zu lachen für dich, Luna161. Ich, als ich gesagt habe, ich, ich, ich fasse diese Dummheit nicht, meinte ich deine. Im ganz Speziellen. Das ganz kurz. Wir bleiben jetzt ganz kurz beim Thema. Bitte, bitte bleiben Sie ruhig. Ich will das Thema verfolgen. Ich will jetzt hier nicht eine Grundsatzdebatte darüber führen, was was wer was ist. Ne? Ich bin jetzt gerade nicht, dafür, zu, ich bin nicht gerade dafür da, dass Linke Linke hauen. Ich will sehen, ob dann rechter ist, der einen linken haut, okay? Radikalismus muss vorgegangen werden, da die linke Szene ja schon das sehr von Repression ja. ähm, überzogen wird. Und da trifft man eigentlich die Falschen. Da trifft man eben die, die sich gegen ähm, rechte Gewalt einsetzen und die da sind, wenn der Staat nicht da ist. Wenn linke nicht War nicht ganz ernst gemeint, meine Kritik. Ja, 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 ja. ja. Weißt du was? Ich lasse das durchgehen, einfach weil ich, von, ich bislang noch nichts von dir gelesen gerade. habe. Und weil, warte mal, von wann ist dein Account? Ich muss gerade gucken. Ah, 2018, ist okay. Ich habe bislang noch nicht viel, du bist mir nicht im Gedächtnis, aber wirklich, hört auf, dummen Scheiß zu schreiben und danach zu schreiben, ey, war nicht ernst gemeint. Ist, komm. Ihr könnt, ihr sorgt dafür, dass ich legit 15 Jahre früher sterbe. Ihr sorgt dafür, dass ich mit Anfang 40, ich musste aufhören mit Zigaretten rauchen, weil ich sonst Angst hatte, dass ich mit Anfang 40 an einem Herzinfarkt sterbe, weil ihr. Dumm seid also, lasst es schützt die rote Sonne und haltet euer Maul See. wirklich nicht wie Amische leben, dann sind das keine Linken für mich. Das ist wahr, wenn das du, du hast es falsch gesagt, wenn Linke nicht wie armische leben ohne Elektrizität, sind das keine Antikapitalisten für mich. Ich kann dem auch zustimmen und möchte vielleicht noch äh, was zu einer Abgrenzung sagen, denn in der Geschichte äh, der linken Bewegung gab es durchaus totalitäre Tendenzen. Man denkt an Stalinismus, äh, Mao, Pol Pot und solche Großverbrecher. Ne? Also mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen, die finde ich ganz fürchterlich. Ja, ich finde dich ganz fürchterlich, Alter. Und die haben zwar auf... Was ist er, ist er ein Anarcho oder was? Ist das so ein Anarchist? Ist das so einer, der sich in die Öffentlichkeit stellt und sagt, nee, also ich übernehme keine Verantwortung für irgendjemanden oder irgendwas. Ich habe nur Verantwortung über mein eigenes Leben. Und wenn alle, wenn alle 8 Milliarden Menschen Verantwortung über ihr eigenes Leben äh, Hallo, übernehmen, dann werden wir schon wir in einer Utopie enden. Um nee, werden wir nicht, du so Hohlbirne. Ist, euch werden wir fucking Sie nicht. Wünschen. Wenn jeder an sich selber denkt und eine Verantwortung übernimmt für sein eigenes Sein. Dann sind wir genau da, wo wir jetzt sind, mit Elon Musk, der Twitter kauft. Ihre Fahnen auch die Gleichheit geschrieben, aber das haben die nicht gemacht. Ja. Ja, das ist kein Anarchismus. Langweilt mich. Ich habe doch gerade gesagt, hab gesagt, haltet euer Maul. Ich habe doch gerade gesagt, haltet euer Maul. Wir haben extremste Ungleichheit politische hergestellt, ultra antidemokratisch. Und äh, das ist etwas, was ich überhaupt nicht unterstützen kann. Aber ich bin Anarchist. Ich möchte also eine möglichst herrschaftsfreie Gesellschaft haben, was die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Politik und so weiter angeht. Und demokratischer geht es eigentlich gar nicht. Es gab in den letzten Jahren und... Politischer Philosoph. Okay paar Jahrzehnten einen massiven Rechtsruck in der Politik und das zieht nach sich das relativ normale. Also ich frage mich, warum er, wie kann er, denn, wie kann er denn gegen Stalin und Mao sein, wenn er, wenn er am Sakko das gleiche verbrecherische Symbol nutzt. Brave Positionen inzwischen als sehr links wahrgenommen werden und äh, man braucht diesen Feind links. Deswegen schlägt man jetzt auf Leute ein, die gar nicht so radikal sind, wie das oft den Anschein hat. Ja, genau. Weil alles. Ja, ja da das recht. würde ich schon. Dem würde ich zustimmen. Ja. Jennifer, gehst du da mit? Nebelkerzen. Fucking Nebelkerzen. Was glaubt ihr denn, warum RAF-Rentner gefunden und jetzt gejagt worden sind? Was glaubt ihr denn, warum das der Fall ist? weil Millionen Deutsche auf der Straße standen und gegen Rechts- und Rechtsextremismus äh, protestiert haben, weil die Leute angefangen haben, die Augen aufzumachen und weil ein Skandal den nächsten häuft. Weil immer mal wieder eine neue rechtsextremistische Chatgruppe bei der Polizei auftaucht, weil immer wieder auftaucht, dass irgendwelche Bullen Informationen von politischen Feinden an andere Rechtsextreme rausgegeben haben, weil das gesamte Kommandosoldatentum eingestellt werden musste, weil die da abhitlern, weil wir in der Bundeswehr viel zu viele Rechtsextreme. haben, warum denn, warum denn, warum denn, warum denn? Und dann übernimmt die AfD auch noch, ne? Und irgendwann ist genug. Und dann gehen die Leute raus und, und protestieren. Aber weil irgendwie das, das Hufeisen. Am Leben gehalten werden muss. Musste man zeigen, okay, aber es gibt auch gefährliche Linksextremisten, zum Beispiel die RAF-Terroristen. Und dann wurden die gefunden, jetzt wurden die gejagt und die hatten ja sogar einen Raketenwerfer. Mein lieber Scholli, was da alles möglich gewesen wäre. Das ist also ja, eine stimmt. ähnliche Definition von links, die du auch im Kopf hast. Oder würdest du sagen, links ist auch noch was ganz anderes? Die Scheißsteinewerfer auf mein SUV. Ich würde zum Teilen mitgehen, ich würde aber auch zu Teilen sagen, dass einiges, was eben genannt wurde, Längst nicht mehr nur für links gilt. Also, ich glaube, es gibt auch Menschen, die sich als Feministen definieren, die sich jetzt nicht zwingend links verordnen würden. Ich glaube, das, wo man am eindeutigsten vielleicht noch links zuordnen kann, wäre die antikapitalistische Haltung. Bei allem anderen würde ich tatsächlich in die Diskussion einsteigen. Und ich würde auch sagen, es ist absolut nicht das Gleiche, wenn man über den Gleichheitsgedanken spielt. Gleiche Rechte sind nicht das Gleiche, wie über generell gleiche Menschen zu sprechen. Ich denke, es gibt eine Tendenz. Ich habe die ganze Zeit gedacht: Woher kenne ich sie denn? Woher kenne ich sie denn? Ah, die Chefredakteurin der Bild, äh, der Welt, der Bild für die Leute, die denken, sie sind so schlau für die Bild, die Welt. Oh Gott, Chefredakteurin. Der Welt. Oh Gott, das wird schlimm. Das wird schlimm. Ach du Scheiße. Die ist übrigens? Ich sehe das übrigens nicht so. Sowohl Feminismus als auch Antikapitalismus, als auch Antifaschismus, als auch Antirassismus. Demokratie als solches ist links. Das ist alles links. Und der einzige Grund, warum sich Leute weigern, sich selbst links zu nennen, ist dieses beschissene Konsumtum im Kapitalismus. Weil wir eben in einem System leben, das keine überzeugten Menschen haben möchte, keine Menschen, die an irgendetwas glauben, oder irgendetwas anstreben, sondern sie sollen konsumieren. Es geht nur darum, irgendwie dieses sich selbst zerstörende System mit allen Mitteln am Leben zu halten. Durch Konsum. Ja. Und deswegen auch der Irrglaube, dass man ein Feminist oder eine Feministin sein könnte und gleichzeitig Kapitalist oder sowas. Weil ja im Kapitalismus auch Frauenrechte entstanden sind. Das hat aber nichts mit einer tatsächlich feministischen Bestrebung zu tun. Wenn ihr euch anschaut, warum in der westlichen Welt Frauen Rechte bekommen haben, dann ist das in Perioden, in, Zeit, in, in Zeitabständen geschehen, wo man neue Märkte erschließen musste. Wir haben, wir sind in der Vergangenheit und auch heute kommen wir immer wieder an den Punkt wo wir mehr verkaufen müssen. Firmen müssen mehr verkaufen, mehr Firmen müssen mehr verkaufen und wir brauchen mehr Leute mit Geld, mehr Leute mit Bestrebung, mehr Leute, die konsumieren möchten. Und dann sind natürlich gleiche Rechte zumindest auf dem Blatt Papier relativ geil. Ne? Wenn Frauen arbeiten können und sogar arbeiten müssen, oh, das ist ja mega geil. Ne? Wenn sie sich von jemandem ausbeuten lassen, der reich wird. Und dann haben sie eigene Kaufkraft, wo sie konsumieren können mit. Ja, alles geil. Ja, und deswegen, das ist ja auch der Kritikpunkt, den viele Linke haben, an diesem ganzen Rainbow-Capitalism oder Pinkwashing oder Greenwashing, dass wir in diesem beschissenen System selbst die positiven Bestrebungen zu Geld machen. Ja, Leute verkaufen dann Transrechte, Leute verkaufen Queerrechte, Leute verkaufen Regenbogenflaggen. Neue Rechte fürs Volk gibt es nur um die Wirtschaft. Gibt es nur, um die Wirtschaft anzukurbeln und Systemstürze zu verhindern? Mein Reden, mein Reden. Hat auch die Geschichte gezeigt. Das ist nicht so, als ob irgendwelche großartigen Menschenrechtskämpfer dafür gesorgt hätten, dass Schwarze in Amerika befreit worden wären. Das stimmt ja nicht. Das ist ja Unsinn. Die Welt. Die Welt. Was ist dazu. Die Sklaverei wurde nicht abgeschafft, weil wir realisiert haben, dass man keine Menschen versklaven sollte. Wir versklaven immer noch Menschen, aber an Orten, wo es, wo es eben wirtschaftlichen Mehrwert bietet für diejenigen vor Ort. In den Ländern, die sich westlich kapitalistisch und demokratisch entwickelt haben, ist Sklaverei undenkbar, weil es viel zu teuer ist. <laughs> Lohnarbeit ist die sehr viel systemgerechtere Versklavung. Wenn jemand für Mindestlohn arbeiten geht, dann ist er ja versklavt. In meinen Augen. Sklaven können nicht kaufen und du musst dich um Sklaven kümmern wie um Haustiere. Das ist viel zu teuer. Viel günstiger ist es, wenn ich dem einfach Mindestlohn zahle. Oh, ähm, Linksextremismus mehr zu verharmlosen als Rechtsextremismus. Hm. Dankeschön. Mehrwert ist auch ein giftiges Wort. Mehrwert, ganz kurz Mehrwert erklärt für euch. Dass ihr mit dem linken antikapitalistischen oder marxistischen Wort Mehrwert etwas ankommen anfangen könnt. Alles, was du als Arbeiter erschaffst, ist Mehrwert. Du wir leben so entfremdet. Also der Kapitalismus hat uns von allem entfremdet, was wir produzieren. Niemand produziert mehr, weil er Tische produzieren möchte oder Stühle oder Computer. Da interessiert sich keiner mehr für. Das sind Mittel zum Zweck. Das eigentliche Produktionsgut ist der Mehrwert. Und der Mehrwert ist alles, was übrig bleibt, wenn dein Lohn abgezogen ist, die Ressourcenkosten abgezogen worden sind, Miete etc. pp. Alles, was dann übrig bleibt und als Gewinn aufs Firmenkonto geht, das ist der Mehrwert. Und davon gibt es ja relativ viel. Weil ja Linksextremismus auch. Ja. Ist die Tierschutzpartei Weber oder lieber die Linken? Ich will es ganz kurz sagen, weil über 3.500 Zuschauer bedeutet, ich kann hier Leute erreichen, die ich normalerweise nicht erreiche. Die Tierschutzpartei ist, je nachdem in welchem Bundesland du lebst, eine wählbare Partei. Ich halte es aber für absolut notwendig, dass wir eine parlamentarische Vertretung in der Demokratie haben, die Menschen nicht einfach so abschieben möchte. Und die einzige Partei, die in der Vergangenheit und auch in der Zukunft dafür sorgen wird, dass wir eine linke Gegenmeinung haben in unserer parlamentarischen Demokratie, was nicht die einzige Antwort ist, aber eine der Antworten, wir müssen das bedienen, ist die Linkspartei. Deswegen wähle ich Rot und kann nur jedem Linken empfehlen, Rot zu wählen. Aus der antifa-bewegung kommt und ja. antifaschisten das sind wir ja irgendwie auch alle ein bisschen ja. und deswegen tendiert man dazu um linksextremismus zu verharmlosen äh. aber man darf nicht gott sei dank gibt sie gott sei dank gibt sie es muss noch jemanden geben den linksextremismus nicht wo linksextremismus einfach nicht verharmlost wird <laughs> Politische Gewalt ist nie zulässig und richtet sich immer gegen äh, die Gesellschaft. Im Grunde genommen. Hä? Ich dachte, die richtet sich vor allen Dingen, wenn sie aus linken Reisen kommt, gegen Rechtsextremismus. Aber vielleicht habe ich da was falsch verstanden. Vielleicht muss ich dann mhm. noch mal die Antifa-GmbH kontaktieren, die mir einfach nochmal ihre, ihre Satzung zuschickt. Wir entschieden haben zu leben, weil Extremismus richtet sich gegen den Staat. Benjamin hat auch so ein bisschen genickt, du würdest, du gehst so grob mit und sagst, ja, ich glaube, sowohl Jennifer als auch du, jo, ihr habt schon ordentlich angesprochen. Es gibt keine klare Definition. Ich glaube, alleine aufgrund unserer historischen Verantwortung sollten wir alle links sein. Aber wir müssen eben darauf aufpassen und darum geht es eben auch, wenn wir diese Debatte führen, ist nicht alles, was rechts ist, automatisch schlimm. Warte mal, nicht alles, was rechts ist, automatisch schlimm. Ich, äh, wie gesagt auch an der stelle wieder die open challenge an jeden rechten nennt mir eine einzige rechte politische bestrebung oder gesellschaftliche bestrebung die einen, die einen wert hat eine einzige ihr wollt dass man rechts und rechtsextrem voneinander trennt okay dann will ich dass ihr mir eine vernünftige rechte forderung nennt eine einzige und zwar ein alleinstellungsmerkmal kommt mir nicht mit irgendwelchen dingen die im afd parteiprogramm drin stehen die sich gut anhören die aber auch in anderen parteiprogrammen die nicht rechts sind ähm, zu finden sind. Schulpflicht zum Beispiel. Schulpflicht ist eher eine rechte Bestrebung. Ich persönlich würde auch darüber diskutieren, ob das so sinnvoll ist, aber zumindest wie es derzeit passiert. Geh <laughs> den anderen. Kannst du auch irgendwas? Hey, ich habe keine Ahnung, wer du bist und, und was du hier willst, aber. Du bist ein armseliger, linksversiffter Loser, nur die AfD. So. So einer bist du. Und wen würdest du in Österreich wählen? Ja, die Kommunisten natürlich. Wen sonst? Oh, Podcaster? Ist der Podcaster? Hat einen, er ist Finanz Podcaster, Finanzer, Finanzler. Linksextremismus wird dann immer bei ich auch in. Ich würde auch in Deutschland. Äh, die Kommunisten wählen, aber meine Partei ist leider verboten. Ne? Okay. Achso, Pressesprecher der Polizeigewerkschaft ich. <laughs> also ich muss ja auch wirklich, also eine Aussage, die hundertprozentig von ihm kommen wird, also ich glaube, dass, also erfahrungsgemäß werden wir von Rechten eher nicht angegriffen, aber dafür von Linken, ja. Ich kann dir auch erklären, warum das der Fall ist. Erstens, Linke greifen dich nicht an. Es gibt wenige Fälle, wo. Linke proaktiv auf Polizisten und Polizistinnen losgehen. Erfahrungsgemäß sind das meistens Selbstpolizisten, die dazu anstiften, aber das nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Der Grund, warum auf Demonstrationen oftmals Konflikte entstehen zwischen Polizei und Gegenprotest, ist ja genau unsere systemschützende Protestfreiheit. Wenn Pfeifen vom dritten Weg oder andere Nationalsozialisten auf Straßen unterwegs sind und für ihre Menschenfeindlichkeit protestieren, dann haben die in meinen Augen nicht das demokratische Recht, das zu tun. Die sollten aufgehalten werden. Linke oder Linksradikale haben begriffen, dass es keine staatliche Behörde gibt, die diese Menschen aufhält. Ganz im Gegenteil, die Polizei schützt diese Veranstaltung, schützt diese Proteste. Und deswegen gibt es einen linken Gegenprotest, der das verhindert. Wenn du dann als Staatsgewalt und Gewaltmonopol dazwischen stehst, ist das sehr bedauerlich. Erfahrungsgemäß ist es übrigens nicht so, als ob irgendwelche Angriffe von linker Seite proaktiv passieren. Dieses Bild des gewaltbereiten schwarzen Blocks, der bei, beim Erstkontakt mit der Polizei sofort anfängt, ich Steine zu werfen, reich! ist völliger Quatsch. Da werden sowieso keine Steine geworfen, weil Steine immer zurückfliegen. Flaschen nicht. Hey, Polizist hat gestimmt. Journalist hat gestimmt. Jetzt warten wir auf Nummer drei. Polizist hat gestimmt. Journalist hat gestimmt. Jetzt warten wir auf Nummer drei. Realisiert ähm, wird dargestellt als etwas Gutes im Vergleich zum Rechtsextremismus. Ähm, für uns als Gewerkschaft der Polizei gibt es weder guten noch schlechten Extremismus. Peter, wann wird Links zu links radikal? linksradikal? Linksradikal. Wir von der Linken freuen uns über jedes Neumitglied. Ey, 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 halt mal die Finger still, okay? Ich habe gesagt. Eine parlamentarisch-demokratische Vertretung ist sinnvoll, aber kann niemals als ich einziges see. Mittel gewählt werden A -A an der Stelle. Wir werden es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die sich politisch engagieren, auch im Parteisystem, wie wir es derzeit haben. Aber es ist genauso wichtig, dass wir alle anderen Bereiche abdecken und du bist in deiner parlamentarischen demokratischen Arbeit sehr eingeschränkt, wenn es darum geht, gegen das System zu arbeiten. Okay? Bin ich, weil ich radikal denke. Hallo. Das heißt, ich möchte, wenn ich mich mit äh, Politik, mit äh, Gleichheit und Ungleichheit der Menschen, mit den äh, Rechten, die die Menschen haben oder nicht beschäftige, nicht nur an der Oberfläche kratzen, sozusagen nur die Symptome mir anschauen, sondern äh, die Ursachen mir auch anschauen, die Wurzeln äh, von Ungleichheit, aber auch die. Patriotismus halt auch geschichtlich nie ein Problem. Ach ja, nee, ist es auch nicht. Also, Patriotismus ist erstmal kein, kein Problem. Zumindest wenn wir in die Bedeutung von Patriotismus reinschauen. Nationalismus ist ein Problem. Ne? Nationalismus, ganz kurz die Unterschiede erklärt. Ein Patriot in der ursprünglichen Bedeutung sagt: Mein Land ist geil. Und so geil, dass ich es teilen möchte. Das, was wir hier machen. Ist so geil und ich liebe alles daran und ich will es mit allen Leuten teilen. Also kommt mit her und schaut euch das an. Deswegen gab es auch in, in Zeiten vor der industriellen Revolution regelrecht Kampagnen von Ländern oder, oder Regierungsbezirken, von Fürstentümern, die dafür geworben haben, dass Leute zu ihnen kommen. Die haben gesagt, ey, bei uns ist so geil, bei uns gibt es so viel geilen Scheiß, kommt alle zu uns. Ne? Von egal von wo ihr kommt. Aus dem Patriotismus ist dann nur der Nationalismus entstanden. Und der Nationalismus, der zieht Grenzen und der macht Unterscheidungen und der wertet. Der sagt, wir sind geil und zwar geiler als alle anderen und damit habt ihr keinen Wert, weil ihr nicht, weil ihr nicht zu uns gehört. Das eine ist und kann inkludierend sein, Patriotismus. Das andere ist immer exkludierend, Nationalismus. Das Gefährliche daran ist nur, dass Nationalismus in Deutschland verbrannt ist. Keiner kann sich Nationalist nennen, weil wir die Nazis hatten. Und deswegen nennen sich alle Nationalisten Patrioten. Und damit ist dann auch der Begriff Patriotismus zweckentfremdet, entfremdet und verbrannt. Ja. Ich hoffe, das habt ihr verstanden. Was hat Happy Fabi geschrieben. Ich wage es mal, aber wäre rechtskonservativ nicht zum Beispiel die Verbundenheit zum eigenen Land und nein, ich meine nicht Nationalismus, ist nur eine allgemeine Frage und keine Wertung meinerseits, ähnlich wie bei der Nationalmannschaft beim Fußball quasi. Nee, äh, Patriotismus ist nicht klassisch rechts. Nationalismus ist rechts. Also nicht, nicht der Patriotismus ist das Problem. Du kannst auch als linker Patriot sein. Du kannst auch, du kannst auch dein eigenes Land lieben und links sein indem du eben inkludierend bist, also indem du keine Grenzen schiebst und keine Leute verurteilst, sondern indem du versuchst, das Erreichte mit anderen zu teilen. Ja, du selber kommst als Nation zu einer Errungenschaft und willst sie teilen. Die Wurzeln möglicher Gleichheit und äh, da, das denke ich ist radikal und radikal sein ist in diesem ersten Schritt erstmal eine Haltung des Wissenwollens und des wirklich ganz Wissenwollens und äh, nicht nur äh, sozusagen hier ich sehe eine Ungerechtigkeit und dann will ich halt dem was weiß ich der zu wenig bekommt hat ein paar Mark dazu geben oder so das, das reicht nicht also ich möchte nicht an der Oberfläche kratzen sondern äh, in der Tiefe. Nee, hey, Lass mal die Menschen lieben nicht das Land. Aber ich verstehe den Punkt. Das eine schließt das andere nicht aus. Also, wenn du, wenn du, also wirklich, wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Und wir haben eine entfremdete Beziehung zum Begriff Patriotismus. Und ich selber nutze den Begriff auch nicht und den nutze ich auch nicht für was Positives. Wenn ich höre, dass jemand sagt, ich bin Patriot, sage ich, du bist ein Trottel. Und ich finde auch Patriotismus trottelig. Also, ich kann damit selber nichts anfangen. Einfach nur, weil die Wortbedeutung sich über die letzten Jahre und Jahrzehnte gänzlich entfremdet hat. Schürfen. Aber Peter, darf, darf ich gleich mal einschneiden? Äh, rechtsradikal sind dann auch nur diejenigen, die für dich äh, nach Wissen graben wollen? Oder wie? Ja. Hallo, erstes Hufeisen. Wir Nein. haben das erste Hufeisen, Ladies and Gentlemen. Klingt Henrik. jetzt ein bisschen äh, frech, aber ich glaube tatsächlich, dass Radikalismus, äh, den kann es überall geben, es kann radikale Liberale geben, die kommen dann oft auch bei anderen Dingen raus als der Mainstream-Liberalismus. Mhm. Und das sehe ich bei den Rechten genauso, also bei den Konservativen, äh, bei den Chauvinisten und so weiter. Also viele von denen sind radikal, weil sie sich ganz grundsätzlich andere ähm, Gedanken machen. Mir wurde Vaterland lieber auch nie beigebracht, ist mir relativ. Also, wir müssen ich finde um, um um Veränderung herbeizuführen, müssen wir Veränderung verstehen. Und um Veränderung zu verstehen, jetzt wird's philosophisch, Freunde. Wenn ich andere Philosophen sehe, die sich selbst Anarchisten nennen, muss ich zeigen, dass ich als totalitärer Linker auch was zu bieten habe. Um Veränderung zu verstehen, müssen wir Bewegungen verstehen. Wie schaffe ich es, dass Menschen sich für etwas einsetzen? Und das gelingt mir sehr, sehr gut, indem ich ein, eine einfache Verbindung suche. Diese einfache Verbindung gab es in der Geschichte der Menschheit mehrfach. Das ist nicht nur die Nation, das kann auch die Religion sein, das kann der gleiche Gott sein, das kann die gleiche Hautfarbe sein. Da gibt es sehr viel Positives und noch sehr viel mehr Negatives. Aber grundsätzlich dient all das nur dafür, dass Leute sich zusammentun, eine Verbindung sehen und für das Gleiche eintreten. Das ist erstmal wertungsneutral, weil entscheidend ist, für was du dich einsetzt. Setzt du dich gemeinsam für Exklusion ein oder setzt du dich gemeinsam für Inklusion ein? Bist du gemeinsam stark oder bist du gemeinsam stark gegen andere? Das ist so der große Unterschied. Aber im Kern ist die Dynamik dahinter die gleiche. Du brauchst eine Verbindung und diese Verbindung muss relativ erschwinglich sein. Also du musst leicht in der Lage sein zu sagen, mir geht es genauso und deswegen ist ja auch gatekeeping bei linken so unglaublich gefährlich, weil wir ja alle am ende des tages das gleiche wollen, oder zumindest sehr viel ähnlich, also sehr ähnliches. wenn wir uns auf die unterschiede konzentrieren, wenn wir immer wieder leuten sagen, du bist aber nicht wie ich, weil dir fehlt, es da und da und da und da, dann sorgen wir dafür, dass sie sich niemals zugehörig fühlen, sondern dass diese, dass diese unterschiede das sind, was sie ausmachen. wir konzentrieren uns auf die unterschiede. Und die Unterschiede sorgen dafür, dass wir niemals zusammenstehen und niemals für das Gleiche einstehen. Das ist Quatsch. Wenn es darum geht, eine Dynamik zu erzeugen, wenn es darum geht, Veränderung zu erzeugen, müssen wir uns auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren und fürs Gleiche kämpfen. Was dann dabei rauskommt als äh, Taten, das ist nochmal eine andere Sache. Ich finde es das interessant, dass wir... ich spreche dir das linkssein sein ab meter war schon wild. Die ich spreche dir das Links sein meter gibt es schon so lange, wie es Linke gibt. Also, ich, ich, ich erinnere nur an die Trennung, ähm, die die Bolschewiki vollzogen haben. Lenin hat fünf gute Jahre weggeworfen, weil er gegen eine Splitterbewegung der Bolschewiki angegangen ist. Ich weiß nicht, Menschewiki Men, oder so? Menschewiki, Bolschewiki, Menschewiki, irgend sowas. Da, die haben sich einfach gesplittet, die haben sich getrennt. Und die haben beide, und die haben beide gedacht, wir haben und Marx besser verstanden. Monate bis zu 161. Und dann hat. Und dann, hat, und dann hat Lenin fünf Jahre seines Lebens damit verschwendet, den anderen zu sagen, dass sie Marx nicht verstanden haben. Ich, deswegen, es ist, es ist, glaube ich, inhärent links, dass du dich trennst. Und dass du versuchst, dich zu splitten und zu teilen. Und es besser weißt als andere. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich finde das Quatsch wenn wir mal erstmal so Begriffe versuchen zu definieren und uns dem anzunähern. Jetzt sagst du, Bettina, der Begriff Linksextremismus, den benutzt du gar nicht. Warum nicht? Mhm. Genau, Also ich benutze den Begriff äh, Linksradikalismus, weil der Begriff äh, Linksextremismus oder auch Rechtsextremismus beruht auf der Extremismustheorie. Und das ist diese bekannte Hufeisen-Theorie, das heißt, auf der einen Seite ist der Rechtsextremismus, auf der anderen Seite des äh, Hufeisens ist der Linksextremismus, hier unten ist die Mitte. Die beiden sind zwar, sozusagen an zwei verschiedenen Polen, aber nah beieinander. Und das sehe ich äh, nicht, so weil ich eben nicht denke, dass man diese beiden Ideologien vergleichen kann. Und was diese Extremismus-Theorie auch nicht fassen kann, was ich auch einen wichtigen Punkt finde, weil das auch schon öfter gefallen ist die Mitte. Also, das heißt, ähm, es gibt auch Bedrohungen aus der Mitte für die Demokratie. Beispielsweise. Die Mitte ist mitunter eine der größten Bedrohungen. Weil, wenn du dich hinstellst und verdrossen sagst, mich interessiert überhaupt nichts und ich habe zu nichts eine Meinung, dann bist du genauso gefährlich wie die Leute, die aktiv dagegen arbeiten. Es stillschweigend hinzunehmen, ist genauso gefährlich wie aktiv dagegen arbeiten. Oder, wie in vielen Fällen, es reicht einfach nicht mehr aus. Gewisse Dinge nicht zu tun. Du musst aktiv dagegen arbeiten, dass es passiert. Also, ähm, dass die CDU in Thüringen mit der AfD abgestimmt hat. Ja, aber die CDU ist ja nicht in der Mitte. <laughs> die CDU ist ja nicht in der Mitte. Wir können ja mal ein kleines Schaubild machen. Wollen wir mal ein Schaubild machen? Ich mache kurz ein Schaubild für euch, weil dann können wir da vielleicht mal ein politisches Spektrum machen. Ich male jetzt erstmal ein Hufeisen. Ich weiß noch nicht, wie das aussehen soll. Das ist jetzt mein, Hup das ist mein bester Take auf Hufeisen. So, bester Take auf Hufeisen. Mehr habe ich nicht. Denn der Mitte des Hufeisens ist kann leicht in eine Richtung gepolt werden. Nee. Die Leute, die die gehen wir davon aus, dass dieses Hufeisen kein Hufeisen ist, sondern dass es ein Spektrum ist. Ne? Also eine gerade Linie, die ja tatsächlich existiert. Wenn du genau in der Mitte bist, dann kannst du weder für die eine noch für die andere Seite begeistert werden. Die Leute, die genau in der Mitte sind, sind Verdrossene. Ne? Das sind unpolitische Konsumenten. Das sind die, die wir wollen. <laughs> das ist die, der Kapitalismus will genau das. Nicht. Na, hier sind so die Hufeisendinger, wo man die Nägel reinmacht. Das ist mein Hufeisen. Ihr könnt es Omega nennen, ist mir egal, das ist mein Hufeisen. So, das hier wäre jetzt hier die Mitte. Ne? Das hier unten ist Linksextremismus, das hier unten Which ist Rechtsextremismus. Is ja, also hier unten rechts ist die, äh, also ganz klar im Rechtsextremismus. Ist jetzt hier die AfD. Ich habe extra AfD-Farben genommen. Ne? Die ist rechtsextrem. Und alle anderen politischen Parteien, jetzt gucken wir mal, nehmen wir mal die CDU. Ich nehme die CDU jetzt mal mit leicht blau. Also die CDU bewegt sich so hier. Hier ist die CDU. Und dann ist hier die FDP. FDP zuzuordnen ist für mich unglaublich schwer, muss ich sagen. Weil ich kann die ökonomischen Konsequenzen des wirtschaftlichen Programms der FDP nicht ignorieren. Und das sorgt dafür, dass dieses liberale Gefasel von gleichen Menschenrechten für mich komplett negiert wird durch ihre wirtschaftlichen Bestrebungen. Du kannst das, was sie gesellschaftlich fordern, mit ihrer Wirtschaftspolitik niemals umsetzbar machen. Du wirst, wenn du das Wirtschaftsprogramm der FDP in dieser Form durchziehst, niemals niemals die liberale Gesellschaft erzeugen, die sie erzeugen möchte. Und deswegen fällt es mir sehr sehr schwer zu sagen, die FDP ist gesellschaftlich links und wirtschaftlich rechts. Ich habe da noch mal ein bisschen intensiver drüber nachgedacht und dachte mir dann am Ende des Tages, Moment. Also, die können sich zwar hinstellen und sagen, gleiche Ehe für alle und äh, Menschenrechte für alle, aber wenn sie wirtschaftlich die ja, also den dominanten Teil unserer, unserer gesellschaftlichen Formung wenn Sie da sagen, stirb, dann können Sie, dann muss ich Sie als stark rechts einordnen. Also, dann muss ich Sie mindestens, also ich persönlich, ich kann verstehen, wenn man das nicht macht, aber ich persönlich würde Sie als mindestens rechter sehen als die CDU. Irgendwie. So ungefähr in diese Richtung. Bisschen liberaler, vielleicht. Dann sind da mit in der gleichen Richtung, es sind die Grünen. Ich schreibe mal 90. Und dann ist hier irgendwo die FSPD. Ich bin Anarcho-Syndikalist im Untergrund und überlege heute zu streamen. ja ich finde, Gesellschaften sind ein modernes Werk des Kapitalismus, die innerhalb des Systems Veränderungen herbeiführen könnten, aber niemals zu tatsächlich systemischer Vollkommenheit führt. Und deswegen nicht mit anarchosyndikalisten relativ wenig anfangen. Es sei denn, du benutzt das ohne zu wissen, was das eigentlich bedeutet, dann ist alles in Ordnung. Äh, so ist das aktuell. Die Grünen sind rechts? Ja. Die sind alle auf einen Fleck. Also die sind dieses Zeichen hier, das hier ist alles zusammen politisch, ist alles zusammen. So, so ist es so sind so sieht die realpolitische Sache aus. Die sind nicht in äh ich würde, ich würde. Mir fällt es schwer, die Grünen, die SPD und die FDP alle an einen Ort zu packen. Ich sehe, also SPD und Grüne hierhin im Spektrum. Ja, okay, würde ich, würde ich, würde ich, würde ich sagen, ja. Aber die FDP gehört, gehört. Hierhin. Jetzt das ist das jetzt nicht genau definiert, sondern die sind alle hier an einem Ort irgendwo. Und hier drüben. Das ist die Linke. Die Partei, die Linke. Ja, aber so, das würde ich auch sagen. Ich würde, ich würde wenn wir uns die, das derzeitige Parteienspektrum anschauen, gibt es eine Partei, die links der Mitte steht. Und das ist die Linkspartei. Ja, das würde ich, da würde ich zustimmen, ja. BSW weiß ich noch nicht, wo die sitzen. Aber ich glaube, BSW wird irgendwo hier zwischen sein. Beziehungsweise vielleicht auch noch hier. Ja. This is not a scam. Hier unten. In der Nähe der, der CDU. Nicht hören, du Davor oder danach. Und so, das ist die, ist, also und das sind alles, ich habe das jetzt zusammengeschrieben, weil ich das, nicht zusammen, äh, weil ich das nicht zusammenschreiben kann. Die sind alle an einem Ort hier. Die sind alle an dem gleichen Ort. So, und das hat sich verschoben. Das hat sich verschoben, seitdem wir ähm, die letzte Wahl hatten äh, und die Narrative dieser Partei vorgegeben werden, ähm, hat das hier irgendwo angefangen, an diesem Ort, und hat sich halt immer weiter verschoben. Ja. Nach rechts. Das ist, eine, das ist eine adäquate Analyse, würde ich auch so sehen. Ja. Kai, wo ist deine Partei? Meine Partei steht hier. Über allen anderen. Und man ja. muss das sagen: SPD, Bündnis 90 die Grünen oder die so, Grünen, FDP, CDU machen rechte Politik. Ja. Die machen klar rechte Politik. Gerade um ähm, äh, wenn es um Europa, europäische Fragen geht, gerade wenn wir haben einen S wir haben einen Kanzler aus der SPD, der auf dem Sterncover ist, der sagt, es muss mehr abgeschoben werden, wir haben Hubertus Heil, der Arbeitsminister ist, der sagt, wir müssen endlich die, äh, die Bundesländer müssen endlich mehr abschieben. Das sind alles, das sind alles Forderungen, die sich im selben aus, dem, aus, aus einer, aus einer <laughs> Regierung beziehen, die alle aus der aus, aus einem Konsens herauskommen. Wir haben das ja. äh, bei den Grünen. Und vor allem, und vor allem, und für mich persönlich eines der, eines der absolut gravierendsten Eigenschaften, warum ich all diese Parteien eher im rechten Spektrum sehe, ist, dass sie, egal welche Partei du wählst, du kriegst den gleichen neoliberalen Wischwasch. Egal wen du wählst, ob das die SPD ist, ob das die Grünen sind, ob das, ob das die, SP, äh, die FDP ist oder die CDU, du kriegst den gleichen neoliberalen Schwachsinn. Du kriegst an der einen oder anderen Stellschraube, kriegst du eine Veränderung, du kriegst in mancherlei kulturkämpferischen Fragen eine Entscheidung, die eher links oder eher rechts ist, aber du bist im gleichen Schwachsinnssystem. Und die einzigen beiden Parteien, die zumindest vorgeben, da ausbrechen zu wollen, ist auf der rechten Seite die AfD. Die möchte aber nichts an dem Wirtschaftssystem ändern, sondern die möchte die Demokratie, wie wir sie haben, abschaffen. Also die parlamentarische Vertretung. Und wir haben die Linken, die den Kapitalismus zumindest sehr stark eingrenzen möchten. Und da haben wir das, was, was ich persönlich am System kritischsten bezeichnen würde. Aber alles dazwischen, alles zwischen Linke und AfD ist der gleiche neoliberale Wischwasch. Es ist egal, welche Partei du willst, du kriegst, du kriegst das gleiche. Die getragene Asylreform in Deutschland und die getragene ähm, Asyl, äh, Asylreform in Europa. Wir haben EVP, die, ähm, die in der Europawahl jetzt kommt, die in ihrem Parteiprogramm drin haben, dass sie das Ruanda-Modell als was ist deine Kritik an DKP und MLPD? Also die marxistisch-leninistische Partei Deutschland ist in meinen Augen eine verwirrte Rentnertruppe äh, ähm, und komplett gänzlich irrelevant. Und die DKP ist bedauerlicherweise auch irrelevant. Also sich mit denen auseinanderzusetzen ist in meinen Augen sehr schwierig, weil weil wir die Zeiten dafür noch nicht haben. Wenn wir eine unglaublich starke Linkspartei hätten, wenn wir eine Linkspartei hätten, die mit 20 plus Prozent in den Bundestag einzieht, dann könnte ich anfangen, mich über eine kommunistische Partei ich zu informieren und dann auch aktiv moin. dafür Wahlwerbung zu machen, aber derzeit derzeit drohen wir überhaupt eine linke Stimme im Parlament zu halten. Wenn die Linkspartei austritt, wenn die Linkspartei nicht mehr einzieht, haben wir keine einzige linke Partei im Parlament sitzen. Und deswegen halte ich es für sehr, sehr wichtig, die Linkspartei zu bewerben und links zu wählen. Ja. Geflüchteten Lösungen für Europa sehen, das ist alles Rechtspolitik. Ähm, deswegen ist die Frage um, was kann man wählen, wenn man diese Sachen hier, wenn man die Scheiß hier unten geil findet? Die Antwort ist all das. All das kannst du wählen, wenn du das hier geil findest. Das ist so ein ganz klares Beispiel dafür. Oder die Mitte-Studie, dass es eben immer äh, weiter. Ist es nicht mal unfassbar ermüdend, dass nicht mal 5% der Deutschen linke Politik wählen wollen? Äh, nee. Nee, ich sehe das anders. Ich glaube, dass wir ein. Wählerpotenzial von 40 bis 50 Prozent haben in der Bevölkerung, die links wählen würden, wenn, wenn linke Politik nicht so unglaublich ermüdend wäre. Äh, wir haben als Linke so einen unglaublichen, so einen unfassbar unglaublichen Perfektionsanspruch an uns selbst und an alle, die mitmachen wollen, dass wir Obgleich wir inkludieren wollen, mehr exkludieren als jede andere Partei. Jede andere Bestrebung ist inkludierender als die Linke. Ein linkes Weltbild zu haben, ist erstmal relativ einfach. Linke Werte zu verinnerlichen, ist erstmal relativ einfach. Und ich glaube, in der Natur des Menschen liegt es, links zu sein. Und ich glaube auch, dass wir in Deutschland ein enormes Wählerpotenzial haben für linke Politik und für und für eine linke Partei. Aber wir sind so unfassbar explodierend, weil wir auch mitunter durch den Kulturkampf einen so unfassbaren Perfektionsanspruch haben. Es ist, es ist unfassbar. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, die Eigenschaft von Linken, sich auf Unterschiede zu konzentrieren, statt die Gemeinsamkeiten zu embracen. Es ist unfassbar. Es ist unglaublich. Fucking unglaublich. verbreitet ist, äh, das rechtsextremistisch Das ist übrigens, also ich würde das dazu sagen, ne? äh, für mich ist SPD, äh, Grüne, FDP und CDU sind legitime, mögliche, mögliche Wahlen. Ne? Also der, du kannst da oh, ähm, Angenommen, die KPD gäbe es noch, was überzeugt dich an der mehr als an den jetzigen Kleinstparteien, außer dass 80% der MLPD halt inkontinent ist, weil die KPD äh, von Karl Liebrecht, äh, Karl Liebrecht und Rosa Luxemburg gegründet worden ist. Weil die KPD die einzige Widerstandspartei gegen den Nationalsozialismus gewesen ist. Und weil die KPD meine Partei ist. Das Wählen. Das ist rechtskonservative, rechtskonservative Politik, die jetzt getan wird. Ja. Nochmal, auch von den Grünen. Das wird auch von den Grünen getragen. Rechtskonservative Politik ist legitime Politik. Das kann man, man kann das nicht, man kann das vielleicht für sich selber unwählbar nennen, aber es ist nicht antidemokratisch. Versteht ihr, was ich meine? Es ist Du kannst das wählen. Ich finde das nicht gut, aber du kannst das wählen. Für Meinungen immer weiter in die Mitte ankommen. Ich glaube. Die KPD hat doch die SPD zum Hauptfeind erklärt, oder nicht? Nein. Die SPD hat die KPD zum Hauptfeind erklärt und dann Rosa Luxemburg erschießen lassen. Ähm. Die KPD hat die, die Nazis als Hauptfeind erklärt. Man kann eben nicht nur in diesen Polen denken, sondern man muss einfach die gesamte Gesellschaft sehen und nicht so nur das eine, nur das andere. Die berühmte Hufeisentheorie, Jennifer, du warst auch immer dagegen. Die Grünen sind konservativ? Ja. Hey, nochmal. Ja. Man kann sich das ja einreden, dass das nicht so ist. Aber die realpolitischen Entscheidungen, die in der Regierung getätigt werden, sind nicht links, lieber links. Die sind nicht links. Der, okay. der, die Realpolitik der Grünen ist nicht links. Ja. Die Realpolitik der Grünen ist, naja, gut wir machen was gegen Ausländer, aber mit Bauchschmerzen. Das ist es leider nicht. Ich wünschte, es wäre nicht so, tatsächlich, aber es ist tatsächlich so. Ja. ja. Das sieht man ja an, politischen, an, dem, an der politischen Realität. Ja. Ich genauso. Dann habe ich aber gelesen, ja, so ein bisschen was kannst du der Sache doch abgewinnen, nämlich was? Also ich glaube, die Theorien sind ja immer so eine Art Hilfskonstrukt. Aber unabhängig davon, was die Hufeisentheorie ja auch in so einem normalen Sprachgebrauch, äh, wofür sich steht, ist ja das Aber ist Politik nur Ausländer? Nee, aber ist das Wachstumschancen, ist das Wachstumschancengesetz für dich linke Politik? Beispiel Wirtschaft? Ist das für dich linke Politik? Wachstumschancengesetz? Förderung der Wirtschaft? Oder ist das was anderes? Dass es Extreme auf beiden Seiten geht und die sich letztlich in ihrer Extremität, also in ihren Methoden, in, der, in dem Zugriff zur Realität, in der Antwort auf Realität und in dem Umgang mit Staat und äh, Gesetzen äh, sich äh, 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 ähneln. Und da muss ich sagen, gerade die letzten Jahre finde ich, dass ich da immer mehr sehe, dass das nicht ganz falsch ist, dass das irgendwie ähm, Extremismus ist. Das hat die FDP in den Koalitionsvertrag gebracht? Naja, aber die Regierung trägt es. Du kannst nicht, also leider muss man dabei sagen, die FDP blockiert alles, was so, was ihr nicht in den Kram passt, mit einer 5-Prozent-Partei. Eine 5-Prozent-Partei schafft das, auch auf europäischer Ebene sehr, sehr unangenehm. Aber das wird halt an der Regierung gemessen. Und wenn die Regierung sowas durchsetzt, dann bewegt sich der gesamte Regierungsapparat. Also alle Parteien, die daran beteiligt sind. Und darum ist es für mich gerade so wichtig, den SPD, Grüne und FDP zusammen zu betrachten, weil die das halt zusammentragen. Eine die Entscheidung einer Regierung in, in allen Fällen. Wieso nicht? Es gibt auch eine große linke Community auf Twitch. Das Bündeln wäre doch nice, oder sehe ich was nicht? Äh, es gibt keine große Community, die links ist auf Twitch. Oder Twitch ist, Unterhaltungs ist Unterhaltungssektor. Und ähm, ich glaube, es gibt nur sehr wenige Leute, die mit Politik unterhalten können. Und die Leute, die es versuchen, und da zähle ich mich auch dazu, die scheitern ja regelmäßig an sich selbst. Also, wenn wir. Die letzten zwei, drei Jahre von mir anschauen, dann habe ich dort mehr exkludiert, als ich versucht habe zu inkludieren. Weil mit jeder Radikalisierung meiner selbst auch gleichzeitig eine Radikalisierung von neuem Publikum erwartet worden ist. Also, ich war in vielen Fällen nicht da, um aufzuklären, sondern um Aufgeklärte zu begeistern. Und das halte ich für falsch. Deswegen ist das, ist das schwierig. Es das ist sehr, sehr schwierig. Und die allermeisten Leute, die auf Twitch unterwegs sind, die wollen mit Politik nichts zu tun haben. Die wollen die wollen unterhalten werden mit fucking Fortnite oder Mario Kart oder die wollen sich halt keine Gedanken machen. Und gerade wenn man kulturkämpferisch unterwegs ist, also gerade wenn man gesellschaftsrelevante Themen anspricht, die mit marginalisierten zu tun haben, dann bist du unfassbar unattraktiv. Für eine, breite, für eine breite Masse. Unfassbar. Du machst aber schon einen stabilen Job, ich bin der Beste. Mit, mit Abstand. Bewegt halt immer den gesamten Parteispektrum, weil die das zusammen entscheiden. Und das, du kannst halt dann nicht sagen, ja, aber haben ja die reingebracht. Die, das ist eine Konsensentscheidung aus verschiedenen Richtungen kommt, aufgrund von verschiedenen Ideologien, aber ja. am Ende ist die Bedrohung für das Gemeinwesen die gleiche. Ich Sie, dich, also da bin ich bitte. total, also es interessiert Sie, mich total, wo du diese Sie, Gleichwertigkeit oder diese Ähnlichkeit in den letzten Jahren siehst, weil ich sehe die nicht. Was ich beobachten kann, was, ich sag jetzt nicht mal Rechte, sondern ganz konkret vielleicht faschistische Gruppen in diesem Land machen, ist Menschen ermorden, ja, und das ist ja nun auf der anderen Seite nicht der Fall. Also da wurde ja jetzt in den letzten Jahren niemand ermordet, und das ist schon ein fundamentaler Unterschied, würde ich sagen, den man vielleicht sich auch anschauen müsste. Ich glaube, Also Mord, äh, Mord steht natürlich ganz am Ende, und es ist jetzt auch nicht so, dass die Geschichte der Bundesrepublik keine Oh Gott, die AF politische Morde von links kennt. In den letzten Jahren geht es mir eher darum, auch um an Tendenzen, die sich entwickelt haben. Also es fängt an bei den Covid-Demos, wo eine komische Melange an Leuten auf der Straße war. war keine komische Melange an Leuten. Das waren Quatschköpfe, die dann von rechts unterwandert worden sind. Punkt. Aber wenn ich sehe, was bei diesen äh, sogenannten pro-palästinensischen Demos, die in Wirklichkeit meistens anti-israelische Demos sind, alles gemeinsam auf die Straße geht, ähm, da sind natürlich auch ähm, religiöse Extremismen, wenn man so will, aber das sind auch ganz klar. Das ist übrigens tatsächlich auch ein Kritikpunkt, den ich sehe und den ich furchtbar finde, dass sich äh, Linke mit einer positiven Bestrebung gegen die Ungerechtigkeiten von Netanyahu und dem israelischen Staat und vor allem der israelischen äh, Militärsgewalt äh, stellt. Sich mit religiösen Fanatisten solidarisiert. Ich finde das unfassbar, sich solidarisch zu religiösen Extremisten zu stellen, die kein humanitäres Bestreben haben, die keine Empathiebestrebungen haben, sondern denen es um religiöse Vernichtungswut geht. Ich halte es für zwingend notwendig, dort Grenzen zu ziehen und sämtliche Verbindungen zu irgendwelchen religiösen. Fanatischen Verbänden zu kappen. Ja, ich, unfassbar. Linksradikale und linksextreme. Das passiert auch nicht im relevanten Ausmaß. Es passiert. Ob das ein relevanter Ausmaß ist oder nicht, spielt dabei erstmal keine Rolle, weil für das große öffentliche Bild eine Palästina-Flagge eine Red Flag ist. Und das sollte nicht so sein, wenn wir unsere Arbeit vernünftig machen würden. Extremes, äh, potenzial dabei ähm, und äh, die zumindest nicht selber aktiv werden aber Morde gutheißen das ist interessant dass die Frau von der Welt das jetzt eingebracht hat weil ich habe ich habe das Gefühl dass in der Debatte rund um die palästinen äh, Palästina und Israel Situation man sich ja allgemein auf so einem Minenfeld bewegt aber es gibt auch pro israelische Leute die Ermordungen von Palästinensern ziemlich gutheißen also wenn, wenn man dieses Spektrum wahrnimmt, dann muss man sagen, dass sich das ziemlich die Waage hält, weil das in beide Richtungen ziemlich... Die, ähm, ich glaube, letzte Woche, letzte Woche wurde da eine Ausarbeitung veröffentlicht, dass die ähm, der politische Arm der Pro-Israel-Seite ist rechtsextrem. Dinger macht keine rechte Propaganda, Israel-Kritik ungleich Antisemit, Palästina ungleich Hamas. Bist du im Kopf geschissen worden oder was? Wirklich, bist du Ich darf leider nichts zum Thema Gaza sagen. Ich bin halb deutsch, halb Iraner, mir wird generell Ideologie unterstellt, ja, was ich für Quatsch halte. Also, ich das ist ja völliger Unsinn. Ich nicht irre sein werden kann werden kann, Na, muss nicht. Na, es gibt Leute, die, die halt sagen, ja gut, Gazastreifen, Palästinenser getötet werden, das haben die halt irgendwie verdient. <laughs> Solche Leute gibt es. Und dann gibt es halt auch Leute, die das auf der anderen Seite sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein nicer Take ist. Das ist ein linker Take. Solidarisch der Zivilbevölkerung und nicht irgendwelchen Staaten gegenüber oder irgendwelchen, irgendwelchen Terrorverbänden gegenüber. Das ist, es, ist, es ist sehr gut möglich, dass du die Terroranschläge des 7. Oktober aufs schärfste verurteilst, weil es Anschläge gegen eine Zivilbevölkerung gewesen sind und gleichzeitig die Aktionen Israels verurteilst. Das geht. Genauso wie du den Iran kritisieren kannst und die Drohnen, die auf Israel geflogen sind und die Drohnen, die auf den Iran geflogen sind. Das geht. Es funktioniert. Naja, ah ist halt von der Welt. So ganz, du bist gleich dran. Bettina ist so leicht nach vorne gegangen. Wieso? Äh, genau, weil ich das auf jeden Fall das Problem auch sehe. Also gerade eben jetzt seit dem 7. Oktober das Aufkommen des linken Antisemitismus. Und es gibt keinen linken Antisemitismus. Den ich, es tut mir sehr leid, aber es wird irgendwie seit, seit, seit sechs Monaten wird über den linken Antisemitismus gesprochen. Ich habe den noch nicht gefunden. Es gibt gewisse, den linken Antisemitismus, den ich kenne, der ist eher aus dem antikapitalistischen Bereich. Also. Ich, es, gibt, es gibt vereinzelte Akteure, die in ihrem Antikapitalismus in Verschwörungsideologien enden und die sind dann oftmals antisemitisch. Also ich kenne antisemitische Kapitalismuskritiker und Kritikerinnen. Die gibt es. Und das kann man als linken Antisemitismus bezeichnen. Aber sich hinzustellen und Netanyahu zu kritisieren, einen Rechtsextremisten zu kritisieren und die militärischen Schläge gegen die Zivilbevölkerung, die Verbrechen gegen die Menschheit, die dort begangen werden, in Palästina, in Gaza, das hat nichts mit Antisemitismus zu tun, gar nichts, überhaupt nichts. Und da brauche ich auch niemanden, der mir das bestätigt oder der der mich der der mich des Antisemitismus befreit. Wenn du mich ein Antisemiten nennst, bist du eine Quatschbirne und That's it. Fertig. Oder also der Antisemitismus eben von allen Seiten, von äh, rechts, von links und äh, dann sage ich jetzt doch von der Mitte der Gesellschaft, das sehe ich auch als ein großes Problem und dass eben gerade viele Linke da auch mitlaufen, dass es so zu sagen, wo ich auch schon überlegt habe, kann ich mich dann überhaupt noch links nennen, wenn ich damit gar nichts zu tun haben will? Also das sehe ich. Und aber ich glaub, Trotzdem das ist, ist ja die Frage, Jörg, du darfst sofort, trotzdem ist ja die Frage, die du aufgebracht hast, du, du machst da eine ganz klare Unterscheidung. Du sagst zwar, ähm, Extremismus ist so oder so doof, wenn ich dich richtig verstanden habe, aber äh, die, die Gefahr von rechts ist eine viel größere und deswegen gar nicht zu vergleichen. Da habe ich dich richtig verstanden. Also, du lehnst die Hufeisentheorie ab. Ja, absolut. Aber tatsächlich auch ganz, ganz. Antizionismus ungleich Antisemitismus. Ich habe die Tage ein älteres Karl-Video gesehen, wo er genau das Gegenteil meinte. Das war ein Schock. Ich sehe das übrigens immer noch so. Und soll ich dir erklären, warum ich das immer noch so sehe? Weil du in Deutschland niemanden außerhalb eines akademischen Umfelds finden wirst, der dir die Unterschiede zwischen Zionismus und Semitismus erklären kann. Also. Semiten sind ja gar nicht mehr Semiten im ursprünglichen Sinne. Also, auch der Begriff des Antisemitismus als Judenhass zu bezeichnen, ist ja falsch, wenn wir in die Bedeutung der Wörter reingehen. Und wenn es da schon anfängt zu scheitern, wer will denn dann bitte Unterschiede zwischen Zionismus und, und, und Semitismus machen? Wer kann, wer kann mir das erklären? Die allerwenigsten können das. Und deswegen werde ich immer hellhörig, wenn Leute Zionismus kritisieren. Und die Leute, die das tun, die die Weisen von Zion zitieren, die Leute, die den Zionismus kritisieren, sind in den allermeisten Fällen antisemitische Schwobelköpfe. Ja? Also, so dumm sind die meisten jetzt auch nicht. Willst du in den Discord kommen und mir die Unterschiede zwischen Antizionismus und Antisemitismus erklären? Ich frag. Weil ich kenne die. Ich weiß die, ich kenne die. Ich finde es nicht schlimm, wenn Leute das nicht wissen. Ich spiele Videospiele, sorry. Aber ich könnte das durchaus. Na klar könntest du das. Die meisten: 85 Millionen Deutsche und Universalgelehrte. Ich kenne das nur aus antiimperialistischen und antikolonialen linken Strömungen, da ja gar nicht an die Schwurbler gedacht. Ja, aber die Schwurbler sind ja der größte Teil der, der Antizionisten. Also Zionismuskritik kommt im, in einem relevanten Maß von rechten Verschwörungstheoretikern und nicht von Antiimperialisten. Konkret weil eben da die Mitte oder die politische Mitte, wie auch immer, gesellschaftliche Mitte als neutral dargestellt wird und also im politischen raum so zu denken finde ich also ein bisschen fahrlässig fast schon weil das bedeutet halt dass man eben sich gar nicht anschaut was passiert denn da also was sind denn politische handlungen die aus bullshit israel kritik antisemitisch zu nennen nein, nein 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 das ist nicht das was damit gemeint ist das was damit gemeint ist und ich das muss man einfach so nennen und ich wiederhole das einfach mal es gibt menschen die nicht israelkritisch sind sondern, sondern die, die sagen dass Israel den Terroranschlag vom 7. Oktober 2023 verdient hätte, weil sie die Palästinenser unterdrücken. Und deswegen ist das gerechtfertigt. Solche, das, ist, das ist das, was damit gemeint ist. Das sind Trottel. Und da gibt es, wenn überhaupt, nur sehr vereinzelt und sehr wenig Linke, die das tun. Ich kenne persönlich keinen. Nee, kenne ich nicht. Diese Thesen werden aufgebracht und das ist deutlich, deutlich anders. Also es ist ganz was anderes als Israelkritik. Das mhm. ist was anderes. Israelkritik ja. ist damit nicht zusammengemacht. Aber das, solche Positionen gibt es, ja. Und sowas wird auch öffentlich vertreten. Und sowas ist dann auch auf solchen Demos. Ja. Ich kenne die nicht von links, aber... Politischen Mitte dann eben kommen, ein. die eben jede gewalttat ist ungerechtfertigt und falsch nein äh, tora vielen herzlichen dank für fünf Es gibt dort aber keinen Völkermord und die damit inhärente Ablehnung Israels als Staat durch die damit verbundene, halt dein Maul. Ich möchte dich direkt, ich würde dich am liebsten direkt permabannen, aber ja, das, was dort passiert, ist ein Völkermord. Ja? Mir ist das auch scheißegal, mit welchen Ausreden du dich positionieren willst und mit welchen Definitionen von Genozid um die Ecke kommen möchtest, aber das, was dort passiert, ist Völkermord. Dankeschön. Und auch dir danke, Toraft. Gar nicht. Schau seinen Verlauf. Ende das in einem Permaban? Wahrscheinlich, oder? Beachtenswert ist, dass scheinbar niemand den Grund der, der Widerlegung der Extremismustheorie verinnerlicht hat und weiterhin von einer geraden Linie und Spektrum schwafelt. Aber das Genozid-Warning ist antisemitisch und durchaus weit verbreitet und linken. Ah, okay. Oh, du findest also, wenn ich das oh, einen Genozid nenne, ist das antisemitisch. Ah, so ein Schwachkopf bist du. Ja, gut. Neutral sind die ja ein bestimmtes Schicksal für Leute auch bedeuten. Zum Beispiel eine Abschiebung. Das ist in diesem Land total eine legale Handlung und die wird begründet. Ist es auch. Wer sagt das? Und ich sage, ja, oder was? Also sind dann, sind, dann, sind dann die Juden, die in Israel gegen den Völkermord protestieren, auch Antisemiten oder was? Ich will es nur verstehen. Ja. Na gut, Schwemmel, wenn der Sozialwissenschaftler das sagt, dann wird das schon stimmen. Ne? Ich frage mich auch immer, warum sollte ich auf irgendwelche Genozidforscher hören, wenn ich auch einfach einen Trottel auf Twitch habe, der mir das erklären kann. Die Genozidtheorie ist mit antisemitischem Hintergrund. Ja, absolut, vollkommen. auf dem Rechtsstaat. Korrekt. Allerdings werden auch alle diffamiert, die auf einer Palästinenser-Demo laufen. Werden ja auch alle diffamiert, die auf einer Querdenker-Demo laufen. Also zumindest habe ich die alle diffamiert und ich diffamiere die auch weiter, weil die Leute sind ja irgendwie auch dafür verantwortlich zu wissen, mit wem sie da mitlaufen, hm? oder ist das diesmal anders? Wenn sich extreme Gruppen deiner Deiner Bewegung anschließen, dann solltest du ganz, ganz schleunigst überlegen, warum das so ist und wie man das verändern kann und dass das eventuell Konsequenzen hat. <laughs> Hoch! Wenn du Israel einen Völkermord unterstellst, den es de facto nicht gibt, bedienst du den Antisemitismus, das ist doch wohl offensichtlich. Also offensichtlich ist der Völkermord. In meinen Augen. Aber das liegt auch daran, weil ich mir tatsächlich angeschaut habe, was dort passiert. Ja. Aber de facto auch mal diese Eier am Ende des Tages. Ne? Trotzdem ist die ja schlimm und schrecklich und auch gewaltvoll für Leute. Und also das sind halt Kategorien, in denen ich denke und die denke ich. Schick den mal weg. Ja, okay. Militärstab, der ist am Abschluss freigegeben. Also wenn der nochmal schreibt, wenn sie den direkt wegballern. Im Endeffekt auch mein Linkssein ausmachen. Kannst du nachvollziehen, Jörg? Ja, angemessen. Ja! Absolut angemessen. Absolut angemessen. Dankeschön für, für 100 Tacken, Body. Ohne Nachricht. Du hast nichts geschrieben dazu. Dankeschön. Vielen Dank. Bist du vor? Ja, das finde ich das super spannend. Also weil, weil okay, wer ist er? Also ist es deiner Meinung nach antisemitisch, wenn man Israel kritisiert? Ich bin der einzige deutschsprachige große Kanal, das. der das seit sechs Monaten tut. Das ist so mein Lieblingsthema. Also, hier fehlt ja der Dialog. Komischerweise hat mich aber noch keiner der üblichen Verdächtigen einen Antisemiten genannt und wollte mit mir in den Diskurs treten. Das ist noch nicht passiert. Ja. Merkwürdig, oder? Log, äh, meines Erachtens. Und wenn wir in der Mitte was haben, sozusagen, was äh, Gewalt legitimiert, wie Abschiebung, dann muss das diskutiert werden. Und zwar laut. Und zwar sozusagen mit den Spektren und der Mitte. Wie soll Israel den Krieg sonst beenden? Stimmt. Völkermord ist da immer die einfachste Antwort, um den Krieg zu beenden. Da hast du vollkommen recht. Ja. Und das ist mir abhandengekommen. Ja, ich denke, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit. Okay, also kein AfDler dabei. Geschäftsführer Carona e.V. für das linke Spektrum. Und mit Aufmerksamkeit meine ich äh, Dialog, Gespräche. Uh, die Menschen uh, links von der Mitte nicht allein zu lassen und insbesondere die jungen Menschen, die nach Orientierung suchen und in Dialog zu gehen. Und das andere, was ich nochmal sagen wollte, was mir dann auffällt, obwohl ich mich jetzt theoretisch auch linksliberal sozusagen positionieren würde, ist, ich wer wo mitläuft. Also was an Demonstrationen. Das ist aber geil, dass einfach so ein Niesen sogar mit, mit vollem Kamerakat embraced wird. Finde ich gut. Von links oder von rechts sozusagen auf der Straße zu ist. und hier in Berlin, das ist der ist Hauptstadt Richtig. sozusagen, der allergisch gegen Linksliberal. Ah, ich, bin allergisch gegen Linksliberal. Ich bin kurz davor, die Linksliberalen als Feindbild auszurufen. Das ist auch Teil meiner Teil meiner Verarbeitung von Weltschmerz, dass ich mich weiter radikalisiere und halt wirklich kurz davor bin, auch Linksliberale einfach als Feindbild zu sehen. Aber ey, ist eine stetige Entwicklung. Ich bin ja diese Radikalisierung, die auch bei mir stattfindet, im, im, im Kleinen und im Großen, die ist geschuldet aufgrund dieser unglaublichen Hoffnungslosigkeit, die man empfindet, wenn man sich tatsächlich mit seinen Privilegien auseinandersetzt und mal schaut, was so auf diesem Planeten passiert. Das ist dann krass. Hallo. Ähm, der Demonstration. Ähm, ich bin oft zugegen so und ich treffe Menschen, die eigentlich in einem ganz anderen Spektrum zu Hause sind. Und zwar auch von links bei rechten Demonstrationen. Und das macht mich unruhig. Und meine Sorge ist, dass wir ein bisschen die Kontrolle verlieren. Aber wie kommst mhm. du auf die Idee, dass du derjenige bist, der die Kontrolle haben sollte oder sonst irgendjemand? Was ist denn das für eine komische Idee, Kontrolle zu haben? Niemand hat jemals die Kontrolle. Das mhm. ist eine Fantasie von der Mitte und deswegen wird die Mitte halt gewalttätig. Nur, dass die Mitte nicht selbst die Sandhandschuhe anzieht sondern die schickt die Polizei vor und die sorgt dann dafür, dass die Gewalt für die Mittepolitik durchgeführt ist wird. Oh, holy shit, Alter, jetzt geht's aber los hier. Verantwortung haben für deine politische Haltung. Oh, anarcho, anarcho Philip ist auf jeden Fall on the fleek, ey. Oder? Ja, ich und für dann, meine, aber nicht ja, und dann für dann ist alle möglichen. frage noch. um dich herum sozusagen, wirst du doch versuchen durch deinen Einfluss auch eine Kontrolle auszuüben. Krass. Das war ein sehr wilder Take. Nämlich dass dir das nicht entgleitet. Du kannst natürlich als Solitär ich irgendwie alleine rumstehen, äh, aber du bist doch mitverantwortlich für dein Spektrum. Ja, ja und, absolut. und da würde ich dich gerne dann auch auffordern, zu sagen: Wie machst du das, dass dir nicht am, also du wachst morgens auf und du äh, bist in, kommst in einem neuen Land zur Welt und da gibt es keine Demokratie mehr. Also die Verantwortung von links sich abzugrenzen, die fehlt mir in dem Diskurs. Willst du antworten? Also, ja, ich denke, also dass es da sehr viel Diskurs gibt, und ich sehe in, in den sozialen Medien, in denen ich bin, äh, wie sich die Linken gerade richtig heftig in Diskussionen beackern. Äh, mhm. Und zwar äh, gerade, was jetzt äh, diesen äh, Überfall der Hamas auf Israel anging am 7. Ja. Oktober mit, äh, mit diesen Terrormassakern, die die da veranstaltet haben, äh, was von, von den einen als äh, schreckliche Wiederholungstat vergleichbar, jetzt in klein, aber so groß sei. Hier gab es nicht mehr mit dem Holocaust äh, ist und die anderen die sagen äh, hier äh, aber schaut euch an, wie es in Gaza gerade zugeht, wo die Menschenrechte verletzt werden und äh, da versuchen die Leute halt sich gegenseitig irgendwie zu überzeugen. Es gibt noch vieles anderes, auch dass Leute nicht versuchen, sich zu überzeugen. aber ich sehe das ja schon, dass das gemacht wird. Das stimmt, das stimmt. Also das passiert tatsächlich, das gibt so eine Debatte und das wird auch viel zu wenig differenziert an dieser Stelle. Und meine Position dazu habe ich ja schon mal klar gemacht. Ich äh, schütze euch jetzt trotzdem noch mal ins Gehirn. Meine Position ist, dass es bei, bei diesem Ereignis ganz wichtig ist, anzuerkennen, dass der 7. Oktober als Ertrag. Die, Völker, die Völkermordkonvention definiert Völkermord als Handlungen, die in der Absicht begangen werden. Ey, guck mal, kannst du wirklich eine Sache, wer denn sonst? Kannst du bitte mal eine Handlung in den nächsten viereinhalb Jahren anstreben, und zwar meine Eier zu lecken? Das wäre mir sehr wichtig. Wenn du dir das einfach vornimmst und darauf hinarbeitest. Und ansonsten die Fresse hältst. Das wäre großartig. Nein, danke. Du musst halt deine Mutter weitermachen. Ja? Tragisches Ereignis des Terrors ähm, an unschuldigen Menschen in Israel verübt wurde mit der Absicht, Israel abzuschaffen und dass die Hamas das möchte und ähm, auch immer noch vehement verargumentiert. Also die, die, diese radikale Gruppe, diese Terrorvereinigung müssen die Leute immer mit ihrem Fachkreis gewichseln? Dies ist kein Fachkreis gewichse. Das ist ein Hurensohn, der, der fucking Wikipedia benutzt hat. Das Thema ist schon seit fünf Minuten vom Tisch, aber der Idiot weiß halt nicht, wie man googelt und braucht deswegen 15 Minuten, um einen Wikipedia-Eintrag zu finden, den er dann hier rein copy-pastet. Und dann sagt, und das ist einfach dort nicht gegeben. Also das ist alles. Ja, herzlichen Glückwunsch. Lutsch mir die Eier er kennt das israelische Existenzrecht einfach nicht an, das gibt es da einfach nicht. Das wo, What the fuck? also vollkommen menschenfeindlich, vollkommen irre. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, das nimmt, das bezieht halt nicht alle Palästinenser mit ein, auch wenn im Gaza diese was, diese Regierung von Palästina, also diese Hamas-Regierung, die 2006 meines Wissens nach wurde sie 2006 gewählt, halt irgendwie eine politische Relevanz erlangt hat. Wenn wir jetzt gucken würden, wie sich die Bewegung der Hamas 2006, ich maße mir an, ich glaube, es war 2006, angetreten ist und man aus West westlicher Perspektive sieht, wie die argumentiert haben, hätte man gesagt: Oh, das sind aber ein paar, das sind endlich, kommt da mal ein bisschen Bewegung ins Spiel. Weil die sich sehr demokratisch gezeigt haben, sehr offen, sehr liberal. Und damit halt an die Macht gekommen sind. Seitdem wurde nicht mehr gewählt. Und die Palästinenser, die jetzt, denen jetzt vorgeworfen wird, ja, ihr habt die aber gewählt, sollten deswegen natürlich nicht sterben. Hm. Wie man denn so jemanden überhaupt an seinen Eiern haben? Ey, du ganz ehrlich, ne? am Ende des Tages nehme ich den dann auch fürs Team. Mir ist einfach nur wichtig, dass sich niemand in Mecklenburg Vorpommern aus seinem deutschen privilegierten Dreckshaus im Kinderzimmer mit seiner Mutti am, an der Pfannkuchenmaschine ins Internet stellt und da über Völkermord debattiert. Und das kann er eben nicht machen, wenn er das Maul voll hat mit meinen Eiern. Ja, wenn meine Eier im Maul sind, dann fällt es ihm sehr, sehr schwer, sich aus Mecklenburg-Vorpommern heraus mit Völkermord zu beschäftigen. Ja, den muss man dann auch einfach fürs Team nehmen. Absolut nicht. Und deswegen ist es genauso wichtig, nach der Anerkennung des Terrorakts der Hamas zu verstehen, dass der Angriff Israels auf die unschuldigen Leben bei der Suche und Zerstörung von Hamas-Infrastrukturen viel zu viele unschuldige Opfer findet. Zehntausende sterben da. Vor, vorrangig Frauen und Kinder, die halt da einfach zusammengefercht sind. So, das ist einfach fucking unmenschlich. Und es gibt dafür auch keinerlei Rechtfertigung mehr. Keinerlei. Das muss sofort aufhören. Das muss sofort aufhören. Denn damit werden die auch nicht. Damit werden die auch nicht irgendwas schaffen. Damit schaffen die halt einfach nichts. Ja? Das ist sinnloses Morden, Töten. Da werden Menschen totgebombt und da gibt es keine Rechtfertigung mehr. Und man muss auch dazu sagen, es gibt politische Bewegungen in diesem Fall. Vor sechs Monaten noch als. Die westlichen, als die westlichen Nationen an Israels Seite standen und dann ging es alles los und hat das alles an angefangen, das hat sich verändert. Die Rhetorik Deutschlands hat sich verändert von Olaf Scholz. Sogar die Rhetorik der Amerikaner, der wichtigsten Bündnispartner, hat sich verändert. Und das hat sich so weit verändert. Ja, weil Weiße erschossen worden sind. Ja. Das war alles in Ordnung, bis angefangen wurden, also bis Weiße dort auch erschossen worden sind. Dann hat man angefangen zu sagen: Moment mal, also jetzt reicht's ändert dass die das jetzt eine un resolution die forderung der absoluten waffenruhe gefordert hat ne, weil die amerikaner sich da rausgezogen haben weil die sich da einfach rausgezogen haben das ist natürlich ein wichtiger schritt das zur folge hatte dass das benjamin netanyahu wie ein kleines wie ein kleines baby eine diplomatische delegation zurückgezogen hat um einfach zu sagen dass warum macht ihr das nicht also ist crazy crazy ist dir dann vielleicht nicht aufgefallen, weil du was Spektakuläreres gesehen hast? Wir können ja mal zwischendurch fragen, wie seht ihr das denn? Wie würdet ihr denn linksradikal, linksextremistisch äh, definieren? Was wäre für euch ein gutes Beispiel dafür? Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Ich würde gerne mal bei Jörg nachfragen, weil du, du hast ja auch eine Erfahrung aus deiner Vergangenheit. Hm. Ne? Weil, weil du sagst, du hast Angst, dass auch im linken Spektrum die F Kontrolle verloren geht. Befürchtest du eine Radikalisierung innerhalb des linken Spektrums? Ja. Also, hä? Ich befürchte das auch. Meine größte Angst. Äh, äh, ich, was genau meinst du da? Also, was meinst du vielleicht auch aus deiner ja, Vergangenheit? Ja, Ach, herbeisehen. Entschuldigung. Ich habe befürchten und herbeisehen. Habe ich, hab ich durcheinander gebracht mal wieder. Vielleicht äh, kommen wir da auch so durcheinander, weil ich sehr stark in Biografien denke. Und äh, ich habe Zeit meines Lebens mit sehr jungen Menschen zu tun gehabt in Jugendzentren, in, in Stadtteilzentren, die eben die Kontrolle über sich selbst und ihre Handlung verloren haben und sich dann. Eine Radikalisierung bedeutet ja auch nicht, dass wir in Gewalt ausarten. Gewalt ist immer, sollte immer das letzte Mittel sein. Aber eine Radikalisierung innerhalb der Linken ist zwingend notwendig. Alleine schon aus Klimaschutzgründen. Wir müssen uns als Gesellschaft radikalisieren und das auf der linken Seite des politischen Spektrums, weil die linke Seite eben für Menschenrechte, für Gleichheit, für Klimaschutz, für all die anderen positiven Dinge, die wir so als Menschheit mal geschissen bekommen haben, steht. Wir müssen anfangen, Dinge maßgeblich und radikal zu ändern. Leute denken, befürchtest du eine Radikalisierung der Linken, dann, dann haben die sofort Bilder im Kopf von, von, von Leuten, die willkürlich mit äh, Steinen und, und Flaschen und Molotows auf andere Menschen losgehen. Ist ja Quatsch. Ist ja Unsinn. Ich befürchte keine Radikalisierung. Eine meiner Hoffnungen ist eine Radikalisierung der Linken. Das ist, das ist die Hoffnung, die ich noch habe. Dass wir dass wir uns eingestehen als Gesellschaft, dass so wie wir derzeit leben und wirtschaften vor allem, es nicht weitergehen kann. Und dass wir uns radikalisieren und einem Umschwung zum Positiven herbeiführen. Und das kann auf unterschiedlichste Arten passieren. Die friedlichste und erstrebenswerteste ist der demokratische Sozialismus. Das ist eine Linksradikalisierung aus dem Volk heraus. Mit den Mitteln und Wegen der parlamentarischen Demokratie von heute. Da muss sonst nichts verändert werden. Hm? Strafbar gemacht haben. Und da habe ich sehr viele 16, 17, 18, 20-Jährige gesehen, die sich wirklich verlaufen haben. Verstehe ich dich richtig? Du siehst eine Gefahr der Radikalisierung bei orientierungslosen jungen Menschen. Ja. Ja. So, hat er damit recht? Kann, stimmt also, das? Ich ähm, kann sozusagen mit einem Beispiel antworten, weil ich äh, das nicht so sehe. Also, ich kann mir vorstellen, also, das kommt ja nicht von irgendwoher, warum sich Leute radikalisieren. Da steht ja oft, also klar kann es auch sein, dass die irgendwie das tun, was der große Bruder macht oder so. Aber oft äh, stehen ja vorher zum Beispiel auch Repressionserfahrungen. Ähm, um ein Beispiel zu bringen, es gab ja eben diesen Tag X, den 3. Juni äh, in Leipzig, also diese Großdemo, die dann verboten wurde nach dem Urteil. Spricht bedauerlicherweise gegen die Extremismusforschung, die tatsächlich zeigt, dass gerade unter Jugendlichen die Anschlussfähigkeit im Umfeld eines der maßgeblichen Gründe ist. Und wenn man Linke fragt, warum sie radikaler werden, dann ist es oftmals die Erfahrung im Erwachsenenalter. Aber Radikalisierung, also sich radikalen Gruppen anzuschließen, gerade in jungen Jahren, hat oftmals etwas mit sozialem Umfeld zu tun. Das sagt zumindest die Extremismusforschung und dem würde ich auch erstmal zustimmen. Wenn wir uns anschauen, welche Schulklassen mit Hitlergrüßen auffallen, dann sind das die Schulklassen, wo in der Umgebung eben sehr viele Ortsverbände des Dritten Wegs Ü unterwegs sind, die da fürstlich abhitlern. Gegen äh, Lina E. und die anderen. Und da gab es ja diesen großen Kessel, wo einfach tausend äh, Leute über Stunden bis fünf Uhr morgens eingekesselt wurden. Und ich glaube, dass so eine Repressionserfahrung, mhm. die macht dann vielleicht auch nicht unbedingt, dass man danach denkt, äh, hey, die Polizei ist toll, der Staat ist toll. Also das heißt, man muss es schon auch immer in dem Kontext sehen, woher diese Meinungen äh, auch kommen. Benjamin, kannst du nachvollziehen, also so ein bisschen Gewalt erzeugt Gegengewalt oder zumindest Unmut, möchte ich sagen, wenn du sagst, eine Repressionserfahrung. Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Also eine Polit Benjamin. Polizistenkette hintereinander. Ja, begleitet einen Versammlungsauflauf, beispielsweise von einem schwarzen Block, also der sich ganz bewusst vermummt, obwohl es in unserem Land verboten ist, der auch be bereit dazu ist, Straftaten zu begehen. Ob ja, du Pfeife, weißt du, warum sich der schwarze Block vermummt, warum sich Linke auf Demonstrationen und vor allem gegen Protestaktionen vermummen, soll ich dir sagen, weil sie nicht geschützt werden von euch. Weil wir schutzlos sind gegenüber Rechtsextremisten. Und weil Gesicht zeigen für links bedeutet, dass du Opfer und Ziel wirst von rechtsradikaler Gewalt. Und deswegen vermummt man sich. Das hat nichts mit irgendeiner Selbsterhöhung zu tun. Das hat nichts mit einer Systemablehnung zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Polizeirepressionen fürchten. Nein, Gott, ey. Ob nun Sachbeschädigung oder auch Körperverletzung, was auch immer, da werden auch ja. unsere Kolleginnen und Kollegen angegriffen. So. Ich finde ja. es super, dass sie ein Beispiel nennt und er gefragt wird, wie findest du das? Und er sagt, Nö, das hat mir nicht gefallen, ich nenne mein eigenes Beispiel. <lacht> <lacht> die Frage Zumal wir ja auch darüber sprechen können, dass nur Linke eingekesselt werden. Wisst ihr warum? Wisst ihr, warum man nur Linke und Linksradikale eingekesselt? Weil die Leute wissen, dass Linke eher im sozialen Bereich tätig sind. Und wenn du eingekesselt wirst, welche, begehst, welche Straftat begehst du dann? Wie heißt das? Wer weiß es? Wer weiß es? Landfriedensbruch. Und was passiert, wenn du Landfriedensbruch Landfriedens, äh, betreibst? Was passiert? Könnte es sein, dass man einen Eintrag bekommt? Könnte es sein, dass man mit diesem Eintrag dann im sozialen Bereich nicht mehr arbeiten kann? Frage, auf die Frage hin kann man nachvollziehen, dass das dazu führt, dass es, naja, wie sagt man, Repressalien, also dass diese Repressalien jetzt nicht zu einer pro -Staat einstellung führen. <laughs> sagt er, halt, stopp. Wenn schon anekdotische Evidenz, dann meine. Ist ein Nazi? Und dann kommt einer von außen, ja, Polizei begleitet das eng. Da kommt einer von außen und möchte da auch mit in die Mitte. So. Und dann wird er vom Kollegen weggedrückt. Das macht ein Polizist, um eben nicht zum Vordermann abreißen zu lassen, weil es Verhältnis. nämlich die größte Gefahr ist, dass ein Polizist eingekesselt wird. Von einem schwarzen Mob beispielsweise. Das sieht die Bürgerin oder der Bürger, der da jetzt Wie oft ist denn das so passiert, dass der schwarze Mob einen Polizisten eingekesselt und zusammengetreten hat? Wie oft ist denn das so passiert? frag nur. Jetzt hin will, der sieht das gar nicht oder die sieht es gar nicht, ne? sondern sagt hier Polizeigewalt rechtswidrig, du hast mich weggeschubst. Ich kann euch nur dazu einladen, setzt euch mal einen Einsatzhelm auf und geht mal bei so einer Versammlungslage mit. Genau, aber wenn wir das beim das Thema machen. Helm sind, also dann hey, Moment, Moment, lass mich mal noch kurz ich... ausfüllen. Ja. Komisches Beispiel jetzt erst ehrlich gesagt. Also er hat jetzt nicht wirklich einen Angriff, er hat sondern er hat nur so ein er hat nur so einen, also ich dachte ja. ehrlich gesagt, dachte ich, er sagt jetzt, dass Polizisten auch angegriffen werden. Aber er hat gerade ein Szenario geschafft, in dem Polizisten wieder beschuldigt werden, Leute anzugreifen. Also er hat nicht gesagt, das war komisch. Habe ich, hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja, klar. Situation ist, ich kann nicht für jede Polizei sprechen, ja. Aber. In Berlin haben wir ein Deeskalationsgebot und du wirst auch am 1. Mai, obwohl am 1. Mai bekannt ist, dass Barrikaden auf der Straße brennen, dass äh, Steine auf Kolleginnen und Kollegen der Polizei geworfen wird, wirst du vor 18 Uhr kaum einen im Helm sehen, weil die den Helm abnehmen. Wenn die aber durch die Rigaer Straße laufen, dass sie den Helm aufsetzen, wenn oben Steindepots auf dem Dach stehen und dazu aufgerufen wird, Polizistinnen und Polizisten schwer zu verletzen, Feuerwehrleute schwer zu verletzen, dann glaube ich, kann man verstehen, dass man da einen Helm aufsetzt. Ja, übrigens, Feuerwehrleute und Rettungssanitäter angreifen ist unter egal welchen Umständen kompletter Dreck und kompletter Schmutz. Ne? Das sollte niemand machen. Und das solltet ihr auch outcallen, wenn man das in euren Kreisen feststellt. Ich selber habe das noch nicht wahrgenommen, dass es linke Bestrebungen gibt, gewalttätige Bestrebungen gegen Feuerwehr oder Rettungssanitäter. Aber wenn man sowas mitbekommt, das ist richtig asozial. Kannst du verstehen? Klar, das kann ich verstehen, würde ich, oder ich wäre keine Polizistin, aber ich würde es natürlich auch machen, um mich zu schützen. Aber wenn, wenn man eben auf eine Demo geht, als äh, einfache Demo-Teilnehmerin, und dann steht man diesen Hundertschaften in Helmen, die dann... Ey, wie gesagt, keine Ahnung, ob das vielleicht passiert. Keine Ahnung, ob, die, ob da vielleicht nicht Leute in der Riga-Straße auch dazu aufgerufen haben, äh, Einsatzkräfte der Feuerwehr anzugreifen. Kann sein. Ich glaube es nicht, aber es ist gut möglich. Wenn das passiert, ist das dreckig. Sollte man sich gegen aussprechen und auf gar keinen Fall partizipieren. Ich persönlich habe das noch nicht mitbekommen. Ab einem gewissen Punkt eben die Helme aufziehen. Da gibt es ja schon eine klare Hierarchie und da ist eben dieses einmal kurz angeschubst werden von so einem... Ja, Kopf. Äh, Russen, ja genau ist einfach ähm, da ist einfach eine klare Hierarchie da und ich sehe das auch. Natürlich gibt es die Gefahr, dass auch Polizisten und Polizistinnen äh, verletzt werden, aber das Gewaltmonopol hat eben der Staat und das haben nicht die Bürger und Bürgerinnen und der, der Staat verteidigt Zwei. dieses Gewaltmonopol und mhm. das finde ich kann man auch äh, kritisieren. Ich kann schon verstehen, dass in so einer in so einer Mikrosituation einer Demonstration also ich muss bis jetzt sagen also das ist eine sehr interessante Auswahl von Gästen. Bei so einem heiklen Thema hätte man das deutlich schlechter machen können. Es gibt ja auch Randale-Terroristen, die mischen sich dann unter um das Volk und machen dann alles kaputt. G20 ist da ein gutes Beispiel. G20 ist ein beschissenes Beispiel, weil die Randale-Terroristen beim G20-Gipfel Bullen gewesen sind. Und dieses Gelaber von wegen Randale-Touristen ist so ein Schwachsinn. Ne? Also, das ist so ein Unsinn. Ich weiß nicht, auf wie vielen Demonstrationen du gewesen bist, in wie vielen schwarzen Blöcken du mitgelaufen bist, aber. Randale, Randale Touristen findet man da relativ wenig. Bis selten, bis eigentlich überhaupt nicht, weil die aus den eigenen Reihen schneller rausgeworfen werden, als die drin gewesen sind. Ja. Muss man ja dazu sagen, ist sehr interessante Diskussion, wo ich mal was dafür finde und was mal was dagegen. Sind Linke generell gegen Polizei oder soll sie nur verändert werden? Ich kann nicht für alle Linken sprechen, das ist ja auch so ein Ding, aber ich kann für mich sprechen. Ich bin nicht gegen Sicherheitsbehörden oder gegen Polizei. Ich bin gegen die Polizei, wie sie derzeit existiert, weil ich ähm, das System als solches scheiße finde. Und jede Instanz, jede Behörde und insbesondere das des Gewaltenmonopols, das eben das System verteidigt, kann nicht von mir toleriert werden. wo es irgendwie zur Auseinandersetzung zwischen Polizei und Demonstranten kommt, dass da Wut entstehen kann kann ich nachvollziehen, finde ich aber dennoch rechtfertigt nicht, ähm, dass man sozusagen, man wird geschubst, also haut man zurück. So ein Schubsen kann auch aus tausenderlei Gründen kommen. Es kann auch sein, dass die Polizei an der Handlung vollzieht, um andere Demonstrationsteilnehmer, wie wir es jetzt im Moment zum Beispiel oft erleben, zu schützen. Also das ist mir zu klein. Und zu sagen, ähm, die Welt ist so ungerecht, deswegen bin ich wahnsinnig wütend, gehe auf die Straße und wenn mir ein Polizist in die Quere kommt, haue ich dem einfach auch mal eins auf die Kappe. Ich heiße das das passiert nicht. Keine Ahnung, welches Szenario da gemalt werden soll, aber das passiert nicht. Und das macht auch nicht den Austeil, das macht nicht den Großteil und auch keinen bemerkenswerten Anteil an, an den Auseinandersetzungen zwischen Linksradikalen und Polizei aus. Einfach nicht, einfach nicht wahrheitsgemäß. Umgelaber ist das. auch nicht gut, wenn äh, Leute auf Polizisten Steine vom Dach runterschmeißen, aber umgekehrt finde ich es auch nicht gut, wenn äh, Gewalt ausgeübt wird, die legal ist. Also das ist es ein bisschen so, dass ich von äh, eurer Seite hier äh, ein bisschen höre, wie so Gewalt ist ganz schlimm, aber eigentlich ist das ziemlich doppelmoralisch, weil ihr befürwortet doch Gewalt. Nur halt nicht illegale Gewalt, sondern legale Gewalt. Und äh, das ist ein Thema, das damit reinkommt. Der Linksextremismus ist deswegen, insbesondere für euch, glaube ich. Mal ganz grundsätzlich ist die linke Ideologie Traumtänzerei und nicht finanzierbar. Die Linken sind Experten darin, sind das Geld anderer Leute auszugeben. Nur in den wenigsten Fällen sind Linke selbst Leistungsträger der Gesellschaft, sondern hängen meist am Topf. Am Tropf selbiger. Hey Bruder, ich habe einen Masterabschluss in, in Wirtschaftswissenschaften und ich könnte das, was du da gerade geschrieben hast, auf einer akademischen Ebene so hart auseinanderficken, wie ich sonst nur deine Mutter rannehme. Also wenn du das tun möchtest, können wir gerne einen Termin für nächste Woche ausmachen und dann mache ich das, weil ich glaube, das wäre großartiger Content. Schlimm, weil Schlimm. er so ferne Gewalt... Also das ist halt ein Philosoph, politischer Philosoph. Ne? Also das ist halt immer ein bisschen, das ist halt immer ein bisschen, das ist halt, bisschen, das, ist halt, das, ist halt das kann sehr schnell, das wird sehr schnell sehr wild ...tätig wird, was es sehr viel weniger tut als die Rechten, sondern in die falsche Richtung die Gewalt macht. ist eine Gewalt von unten nach oben. Und was ihr aber gut heißt, ist die Gewalt von, von oben nach unten. Von oben nach unten, hinter der der Gesetzgeber steht, der das legalisiert, der bestimmte Regeln aufstellt, wann darf Gewalt ausgeübt werden und dann heißt du das. Vielleicht in, 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 in deiner journalistischen Arbeit gut, du heißt es in deiner Arbeit gut. Du bist tatsächlich vom Beruf her ein Ausüber von Staatsgewalt. Das gehört ja, zu Peter deinem. Schneide ich, deine schneide ich, zu. Entschuldigung, aber mu muss ich reinschneiden, weil die Scheinheiligkeit, ganz ehrlich, die macht ihr auf eurer Seite. Ich möchte mal kurz, äh, ganz ehrlich, das, was Linda vorhin gesagt hat, ja. Äh, mich alle gleich beleidigen. Also soll ich, dir was, soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Ihr scheiß Schneeflocken müsst mal aufhören, euch, euch wirklich regelmäßig so unglaublich einzupissen. Wenn wir über die Härte von Beleidigungen sprechen, ist es in meinen Augen die sehr viel härtere Beleidigung einer gesamten Bewegung vorzuwerfen, sie sei weder in der Lage, Leistungsträger zu sein, noch daran interessiert, während ganz viel, ganz, ganz viel der tatsächlichen systemrelevanten Leistung, die getragen wird, von Linken getragen wird. Wenn wir in die Ehrenämter reingehen, wenn wir in den sozialen Bereich gehen, wenn wir in sämtliche Pflegeberufe gehen, dann findest du da vornehmlich linke Menschen. Die werden nicht übermäßig gut bezahlt, wenn überhaupt, aber sie tragen die Gesellschaft in einem Maße, das, das überproportional zu deren steht, die eben eher kapitalgetrieben sind. Also selbst wenn wir innerhalb dieses Systems über Leistung und wer sie trägt sprechen, dann sprechen wir automatisch über linke. So, wenn du dich hinstellst und sagst, ihr Linke seid arbeitslose Spinner, die am Tropf der Gesellschaft hängen. So, nein. Abschaum der Gesellschaft. Ja, ja. Ja, Zecken halt, ist doch genauso. <laughs> da kommt's dann. Ich finde es doof, wenn äh, abgeschoben wird. Äh, ich finde es doof, wenn eine Räumung passiert. Also ich möchte mal wissen, warum ist dann anscheinend Gewalt gegen Polizisten völlig legitim, aber warum nicht gegen Beschäftigte der Ausländerbehörden oder derjenigen der Zwangsvollstreckung, die entscheiden, dass so ein Gebäude geräumt wird? Das ist, ist für mich... Ist für mich. geht in einem Rechtsstaat. Wir haben uns alle verständigt auf die Gesetze. Die macht ja nicht Herr Scholz. Und die macht auch nicht nur die Bundesregierung. Wir haben uns verständigt, wir haben die Leute gewählt. Das ist unsere. Er hat aber dafür, dass er so viel über Linksradikale spricht, relativ wenig Kontakt zu Linksradikalen, oder? Der Grund, warum. Also, ich will das vielleicht mal erklären. Der Grund, warum man. Warum man. Angriffe oder gewaltsame Angriffe oder Auseinandersetzungen eher mit dem Gewaltenmonopol sieht. Und nicht mit der Ausländerbehörde. Ist, weil. Sich da oftmals mehr die Gelegenheit zu bietet, weil Leute von der Ausländerbehörde jetzt nicht Nazis auf Demos schützen. Passiert eher seltener. Aber die Ablehnung gegenüber Leuten, die in der Ausländer- oder Abschiebebehörde arbeiten, die ist bei mir auf dem gleichen Level. Für mich sind alle Menschen, sämtliche Menschen, die sich dafür entscheiden, in der Abschiebebehörde zu arbeiten, dreckige, dreckige Menschen. Dreckig, dreckige, dreckige Menschen. Das ist eine Entscheidung, die, wenn du sie triffst, bist du für mich unten durch. Gibt es auch keine Ausrede. Also, wenn du in der Abschiebebehörde arbeitest, ist es deine Aufgabe, Menschen abzuschieben. Das ist die, das ist die Aufgabe, die du hast. Das wird dir gesagt, daran wirst du gemessen. Was hast du zu tun? Bist du Dreck. In meinen Augen. Sogar sehr viel dreckiger als Polizisten. Polizisten wachsen, also. Polizist werden kannst du ja sogar aus nachvollziehbaren Gründen. Es gibt unglaublich viele junge Menschen, junge heranwachsende Menschen, die sagen: Ich will Polizist werden, weil ich Menschen helfen möchte. Und es gibt Leute, die in die Polizeiausbildung gehen, die absolut positive Absichten haben und dann von der Behörde zerfressen werden und zu dem gemacht werden, was sie dann irgendwann nach fünf, sechs, sieben, zehn Dienstjahren sind. Aber in der Ausländerbehörde, in der Abschiebebehörde, Wer geht denn da und will da arbeiten? Ich will Leute abschieben. <laughs> ja. Mehr Linke müssen zu den Kopf, um das System zu verändern. Nein. Wenn du dich mit dem Teufel anlegst, veränderst du nicht den Teufel, sondern der Teufel verändert dich. Joking Phoenix, 8mm. Bürgerliche Mitte. Das ist unser allgemeiner Konsens. Das kann man blöd finden, dann kann man auf die Straße gehen, kann demonstrieren. Ihr rechtfertigt immer ein Stück weit und das ist ein Credo der linksextremen Szene. Gewalt gegen Polizisten ist okay. Die entscheidende Frage dahinter ist, Peter, wenn du ein Ihr rechtfertigt Gewalt gegen Polizisten. Habe ich das gehört? Warte mal. Nein. Hat er das gesagt? Sein Argument war ihr seid gegen also das was der Philosoph gesagt hat ist ihr seid gegen linke gewalt aber ihr seid gegen ihr seid aber für legitime gewalt also seid ihr grundsätzlich nur für die richtige gewalt ich verstehe jetzt nicht woher sein Dings kam weil ich kann das ist ja wieder hm hm da hm. Ja, war ein komisches also ich würde es fast ein Strommann-Argument nennen aber das war komisch Problem damit hast mit der Gesetzgebung in Deutschland und das, das Gefühl hast, es gibt einen Staatsapparat und vielleicht habe ich auch gerade was nicht verstanden, weil er hat sich auf eine Abschieberegelung Sieh. konzentriert und Räumung, aber das wurde das ja gar eine nicht eine besprochen oder habe ich das wurde das rausgeschnitten? Äh, die Bürgerschaft ist nicht beteiligt, dann könntest du ja darauf hinwegen hinarbeiten wollen, das System innerhalb einer Demokratie so zu verändern, dass du zufriedener bist. Die Frage dahinter ist aber: Rechtfertigt das Gewalt gegen Staatsapparate, selbst wenn du recht hättest? Ich glaube, das. Gibt ja. Wer Nazis schützt, wird bedauerlicherweise ebenfalls Ziel. Das, ich persönlich, mir fällt kein Grund ein, wie wir uns Demokratie schimpfen können und gleichzeitig Staatsgewalt einsetzen, um Nazis zu schützen. Das ist für mich nicht miteinander vereinbar. Eine funktionierende Polizeibehörde würde gegen Demonstrationen und Veranstaltungen rechtsextremer vorgehen. Das passiert aber nicht. Die werden geschützt. Gewalt fast nie gerechtfertigt, äh, gerechtfertigbar ist, nur in Selbstverteidigungssituationen. Das gilt aber auch für legale Gewalt. Ich halte also das meiste, was die Polizei an Gewalt tut, und du sagst, sie begeht kein Was ist Selbstverteidigung und kann man Präventivgewalt rechtfertigen? Das ist ja immer die große Frage, wo wir am Ende des Tages immer bei Hitler landen. Wäre es in Ordnung gewesen, Hitler zu erschießen, bevor er die Macht übernommen hat? Oder müssen wir abwarten, bis er sechs Milliarden Juden vergast und können ihn dann erschießen? Ich weiß es nicht. Keine Gewalt, aber das ist natürlich Quatsch. Natürlich begeht die Polizei Gewalt. Gewalt ist, wenn jemand verletzt wird. Und ich selbst bin vom Polizisten verletzt worden. Aber äh, jetzt zu sagen... Ähm, hier ist gewalt gegen polizisten legitim oder nicht und gleichzeitig zu sagen das sind doch unsere leute das sind doch alle wir selbst dann müssen wir gleichzeitig auch von der augenhöhe ausgehen und augenhöhe heißt ich kriege deine rechte und du hast auch meine pflichten und das bedeutet ich krieg deinen Knöppel, ich krieg deinen helm wenn ich auf eine demonstration gehe und ich krieg meine eigenen mit mir äh, verkumpelten äh, Gerichte, die überprüfen, ob das, was ich gemacht habe, in Ordnung ist oder nicht. Das heißt aber, du stellst ja, das point. Gewaltmonopol des Staates grundsätzlich in Frage. Ich ja. stelle die Gewalt des Staates in Frage ähm, und ich frage mich und kann da keine. Patentlösung anbieten, ob wir nicht viel bessere Arten des sozialen Zusammenlebens hinkriegen zu organisieren, die nicht so stark auf Gewalt aufbauen, wie das Staaten heutzutage nun mal tun. Und ich will dazu erwähnen, dass die Bundesrepublik Deutschland vergleichsweise gut dasteht im, im äh, weltweiten Vergleich, aber auch im Vergleich Deutschland jetzt und Deutschland äh, vor, vor 80 Jahren oder, oder vorher unterm Kaiser oder irgendwas. Also ich will hier durchaus differenziert. Hinblicken, aber der Staat übt Gewalt aus und tut so, als wären die Linken, weil sie Gewalt ausüben böse. Also sorry, wenn Gewalt was Schlimmes ist, dann Schluss mit der Staatsgewalt. Ich finde es das großartig, dass du insbesondere du hier dabei bist, weil diesen Diskurs sozusagen, den müssen wir irgendwie. Äh, und danke, dass also er ist. Poli also man muss dazu sagen, er ist politischer Philosoph. Ne? Also das ist Richard David Precht in Links ohne, ohne seinen Kollegen Lanz. Weiß ich nicht. Man muss das vielleicht wissen, ne? so, das Fernsehen hier dazu einlädt. Aber ähm, das ist so ideologisch, mhm. was ich von dir höre. Und, und alles ist ideologisch. Ich weiß nicht, warum wir uns, warum wir ideologisch und Ideologie mittlerweile als ein so negativ behaftetes Buzzword benutzen, um Leute zu delegitimieren. Also ich bin natürlich bin ich ideologisch. Ich bin sogar geschlossen linksideologisch. Ich habe ein geschlossen ideologisches linkes Weltbild. das, das ist aber nichts. Ideologisch zu sein ist erstmal nicht gut oder schlecht. Also welche Ideologie, welches Weltbild verfolgst du? Das sollten wir bewerten. Nicht, ob du eins hast. Jeder hat ja eins. Wenn du sagst, ich bin ideologiebefreit, das ist die schlimmste und gefährlichste Ideologie da draußen. In meinen Augen. Abseits von Nationalsozialismus. Und da, ich komme aus der DDR, ich habe auch jahrelang, jahrzehntelang sozusagen in einem Land gelebt, was unter so einer ideologischen Fahne sozusagen seine Herrschaft ausgeübt hat. Und äh, da, da wird mir ganz anders. Und da kriege ich wirklich Sorge. Also, wenn du dieses Gewaltmonopol sozusagen äh, in Frage stellst und so, das kannst du natürlich, das machen wir mitten im Fernsehen, ja? Super, also auch sehr demokratisch, du kannst das sagen. Ja, aber da verhandel es doch. Du hast doch so viele Instrumente, sozusagen auch darüber nachzudenken. Und da bin ich sofort dabei. Wie können wir die Polizei sanfter machen, ja? Wie können wir ihnen äh, bestimmte Rechte wegnehmen, ja? So bin ich sofort dabei. Das ist der im System gefangene Ansatz. Dafür brauchen wir parlamentarische Demokratie. Das ist ähm, ja Ich weiß nur nicht, ob das, ob das tatsächlich ein Problem lösen kann. Oder ob es das Problem nicht einfach nur verschiebt. Und das möchte ich gerne diskutiert haben. Ich habe sowohl von der Polizei schon Knüppel auf den Kopf bekommen, ich habe von links schon was auf die Nase bekommen und von rechts. Also, ich bin sozusagen hier irgendwie das Opfer aller drei Institutionen. Ich will nur sagen, das hat wehgetan. Und das, das möchte ich nicht, egal von wem. Hm. So, und das Einzige. Was ja, das ist die ewige Frage. Naja, es gibt da ja eine sehr gute Antwort drauf. Also, ich habe da eine sehr gute Antwort drauf gefunden. Jedes im, Neoliberal, äh, im Neoliberalismus äh, entstandene behördliche Konstrukt ist stets dafür da, um am Ende des Tages das System als solches zu schützen. Das bedeutet, wenn du eine Behörde aus dem Boden ersteigen lässt, dann wird es am Ende des Tages immer eine sein, die versucht zu schützen, was wir haben. Und das ist in meinen Augen falsch, weil das System, wie es derzeit existiert, nicht schützenswert ist. Was hältst du vom Stalinismus? Stalin ist ein furchtbarer Verbrecher an der Menschheit und ein, und ein, gerade für mich als Kommunisten, ein untragbarer Pisser, der nachhaltig den Kommunismus in der westlichen Welt geprägt hat und dafür sorgt, dass... Wenn ich als Kommunist sage, dass ich Kommunist bin, Leute mir mit Stalin um die Ecke kommen und mich fragen, was ich von Stalinismus halte. Was ich in meinem Leben erlebt habe, was da hilft, ist Gespräche führen. Die Polizei wird praktisch in die Mitte des, des Kurses gestellt. Das merke ich, wenn ich mit jungen Leuten unterwegs bin, die sozusagen da links gepolt sind, ja. Die, die Polizei ist der Feind. Da stimmt was nicht. Du hast Peter überzeugt, er ist einen Schritt nach vorne Flii. gegangen und ich würde gerne mal Bettina dazu holen. Hat er recht? Raka, ist die tak, Dämonisierung Pedro, oder das, die Schaffung des Pedro, Feindbildes Pedro, Polizei der absolut falsche Weg? Das ist seine also, These. Die Dämonisierung Pedro, 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 der Polizei. Ich. Raka, genau, ich würde auch das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, also es... Ähm, es gibt einen Grund, warum es diese Dämonisierung eben gibt. Die kommt ja nicht aus dem äh, Nirgendwo, die kommt eben aus persönlichen Repressionserfahrungen, wo wir jetzt schon mehrere gehört haben. Die kommt eben daher, das dass, äh, eben Machen weiter. Von zahlreichen rechten Netzwerken in, den, in der Polizei, wo wir uns auch. Ich glaube, nein. Aber, jetzt kommt ein Aber, viele Leute dämonisieren die Polizei halt aufgrund der Tatsache, dass wenn polizeiliche Systemfragen entstehen, wie beispielsweise, hey, irgendwie. Irgendwie kommen immer, weißt du, da war so eine rechtsextreme Polizistengruppe, ne? Mit, weißt du, die hat irgendwie zu viele Hitlerbilder in WhatsApp verteilt. Könnten wir mal überprüfen, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, individuell oder ähm, im gesamten System mal so eine unabhängige Überprüfung der Gesinnung der Beamten zu machen? Und als dann selbstverständlich gesagt wurde, nein, 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 dann fördert das natürlich Dämonisierung, ne? Diese, diese. Das ist alles nur Einzelfälle. Das ist alles nur, hm, das ach, macht euch keine Gedanken. Ich glaube, wenn das jemand sagt, dann mache ich mir besonders Gedanken. Und hm. Boah, ich wünschte, das wäre damals nicht so gelaufen. Ne? Ich, ich wünschte, es wäre damals nicht so gewesen, dass man gesagt hätte, naja, ja, das sind unglückliche Einzelfälle, da brauchen wir jetzt keine grundsätzliche bundesweite Überprüfung der Polizei, das ist nicht möglich. Hm, 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 hm. Das ist schlecht alle einig sind, dass es die gibt, dass es da ein Problem äh, gibt mit Rechtsradikalismus in der Polizei. Also ja, und ich, ich wünsche mir auch eine Gesellschaft, wo mehr miteinander geredet wird. Deswegen ist es ja auch schön, dass wir jetzt heute miteinander äh, reden. Aber ich glaube, vielleicht noch ein anderer Punkt. Ähm das spielt ja auch die Medien eine große Rolle. Also wie wird darüber berichtet? Und wenn wir zurück zum Thema äh, Linksradikalismus, da wird eben sehr verkürzt über Linksradikalismus berichtet. Dann sieht man immer nur Bilder irgendwie von äh, Bengalos und eben Flaschenwürfen. Und dann sieht das so aus, als wäre die Linke, wär dann, wären dann eben diese wenigen gewalttätigen Menschen, aber die ist ja viel größer. Die linken Chaoten, ja. Die, die, die... die linken Menschen, wo Zumindest Jörg, hast du damit Bin überzeugt? Jetzt, hast mich jetzt. abgeholt. <laughs> ähm, aber... Jen ah, die von der Welt nicht. <laughs> die von der Welt nicht. Weißt du warum? Weil sie gemeint ist. <laughs> Was? Unsere Bilder sind immer schön divers. Ihnen! Ha! Jennifer natürlich als Chefredakteurin <laughs> der Welt. Welt. Wen hätt's gedacht? Sie geht einen Schritt zurück, weil ihr macht das natürlich immer total differenziert. Und es gibt gar keine linken Chaoten bei euch. Herr Schück? Herr Schück? Was ist denn los? Sind das Schüsse? Habe ich da Schüsse in der Halle gehört? Äh, nee, aber ich finde, das die eine Seite. Nee, aber. Mh. Ja, 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 Herr Schück, Herr Schück. Du sagst so, es wird total parteiisch über Linksextreme oder Linksradikale. Nein, 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 das würde die Welt doch niemals tun. So was passiert bei Springer nicht. <laughs> Berichte, die anderen sagen äh, das gleiche über Recht. so also Das kann gut sein, wenn wir jetzt über die konkrete Situation von Demonstrationen, ähm, über die berichtet wird. Ja, also die Welt. Oh Gott. Ich bin nicht überrascht. Oder über Gewaltausbrüche muss man jetzt mal ehrlicherweise. Äh, deswegen hat die Welt auch so differenziert und klar, einheitlich und besonders, man könnte es fast ähnlich nennen zwischen den Protesten der... Letzten Generation und der Straßenblockaden diesen linksgrünen Versiften berichtet und den den wirklich notwendigen notwendigen Protesten der Landwirte. In der Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir uns bewegen, und das sind nicht in erster Linie jetzt äh, die alten Medien, sondern heroisch, könnte man sagen, genau. Und das sind die digitalen Medien. Natürlich zählt da das beste Bild auf so würde ich jetzt auch nicht unterstützen. Aber, Aber ähm, ich glaube ganz im Gegenteil, ja. dass eigentlich ähm, Linksextremismus, auch Linksextremismus, nicht nur Linksradikalismus, ähm, vor viel vorsichtiger angefasst wird in der Regel als ähm, Rechtsextremismus, aus verschiedenen Gründen. Aber unter anderem. Ja, weil er halt kein Problem ist. Ja. Aus dem Grund, weil er natürlich aus der Antifa irgendwie als wächst und mit Antifa, ja. also Antifaschisten sind glaube ich die ja. allermeisten in Deutschland, kann man glaube ich so pauschal sagen. Auch viele, die eigentlich so dem rechten Spektrum zugeordnet werden. Insofern, also ich glaube eigentlich, dass äh, Linksextremismus eher verharmlost wird. Mich interessiert das, was du gesagt hast, Linksextremismus äh? wird, verharmlo wird verharmlost. Wie geht es dir denn selber, wenn du hörst, eine linksextreme Gruppe verprügelt Neonazis. Findest du es dann weniger schlimm, als wenn sie normale Passanten verprügeln würde? Ja. Ja. Weil Linksextremismus kann, am, kann man am, schafft sich dann selber ab. Also tatsächlich. Ne? Also wenn linksextreme Nazis verprügeln, dann finde ich das nicht schlimm. Ähm, oder dann ist das für mich nicht so schlimm, um auf die Frage zu antworten, als würden die irgendwelche Passanten angreifen, was ja in dem Fall nicht tut. Linksextremismus schafft sich damit ja selber ab. Weil wenn wenn wir gegen Linksextremismus sein wollen, dann müssen wir gegen Rechtsextremismus sein. Oder, also das ist ja genau der, der Impetus, aber das den ist, viele das haben. Ist genau der, das ist genau der Knackpunkt. Ja. ja. Ähm, ich glaube, dass man... Da sie hat die Frage nicht beantwortet. Natürlich persönlich und emotional da eine andere Reaktion hat. Aber genau das ist der Knackpunkt. Komisch, dass sie auf die Frage nicht antwortet. Sie könnte ja Nein sagen. Genau das ist der Sinn, dass man eine Verfassung hat und... Ja, weil die Leute immer nur Gewalt bewerten wollen. Aber Gewalt ist insgesamt eben nur dann ultimativ und ohne Differenzierung zu bewerten, wenn du in deinem privilegierten Dasein und in deiner unendlich weißen Naivität nicht selber mit Gewalt zu tun haben musst, weil du dazu gezwungen wirst. Es gibt viele Menschen, deren Leben ist gewaltvoll. Und ob sie die Entscheidung treffen, Pazifist zu sein oder nicht, spielt dafür keine Rolle. Du kannst Gewalt einfach nicht pauschal beurteilen oder verurteilen. Das geht nicht. Funktioniert einfach nicht. Und dass man einen Rechtsstaat hat und dass man irgendwie eine Demokratie hat. So man sagt die Grenzüberschreitung ist egal, aus welchem Grund ich die mache. Es ist eine Verprügeln überhaupt linke normale Passanten. Nein. Nein. Passiert nicht. Ah, okay. Also sie sagt nein. Okay. Grenzüberschreitung, die nicht zulässig ist. Der Zweck darf es niemals ist die Mittel heiligen? Der Zweck nicht die Mittel und es gibt keine Selbstjustiz. Bettina, haben die recht? Der Zweck darf niemals die Mittel heiligen? Ähm, nee, sehe ich nicht so. Also, ich, ich glaube eben, wenn man über linke Gewalt spricht, dann muss man eben das gesamtgesellschaftlich betrachten. Und klar, dann würde ich auch sagen, äh, einen Neonazi auf die Fresse hauen, okay, das ist Gewalt. Aber es ist immer noch ein Neonazi auf die Fresse hauen. <laughs> Ich finde das so, also es tut mir, <laughs> tut mir leid, aber ich finde das so aus ihrem Mund heraus, fand ich das gerade so gut. <laughs> ich muss das nochmal hören. Neonazi auf die Fresse hauen, okay, das ist Gewalt. Ja. Heißt Gegen das System seines per se böse. Ja, aber die Geschichte muss ja erzählt werden. Das, die Geschichte muss ja erzählt werden. Einfach nur, weil, wenn eine relevante Anzahl an Menschen sich tatsächlich mal damit auseinandersetzen würden, wem die Art, wie wir leben, wie wir wirtschaften, wem das nützt und wem das schadet, und sie zur Erkenntnis kommen würden, dass sie Leidträger sind, dass sie nur leiden. Die absolut überwältigende Anzahl an Menschen leidet ja innerhalb des kapitalistischen Systems. Und die Profiteure, sind eine sehr, sehr geringe Anzahl von Menschen. Sehr, sehr gering. Wenn man sich klar machen würde, dass wir am Ende des Tages alle irgendwie auf der gleichen Seite stehen und auf der Gegenseite eine Handvoll Menschen, wer soll denn das System noch tragen? Niemand. Niemand würde noch sagen, ja, machen wir weiter. Und deswegen muss ja das System, deswegen ist ja der Wohlstandsbegriff auch so definiert, wie er definiert ist. Leute verbinden mit dem Begriff Wohlstand etwas vollkommen anderes, als wir in der Wirtschaft darunter verstehen. Wenn du einem Menschen sagst, ja, Deutschland verliert seinen Wohlstand, dann haben alle Menschen Angst, dass sie nicht mehr heizen können, keine Elektrizität mehr haben, dass sie ihr Auto verlieren, Transport verlieren, kein Internet mehr, kein Fernsehen mehr. Was soll man machen, wenn wir unseren Wohlstand verlieren? Wisst ihr, was volkswirtschaftlich Wohlstand ist? Wohlstand in der Volkswirtschaft ist Wirtschaftswachstum. Und was ist Wirtschaftswachstum? Gewinn der Konzerne. Das ist der wissenschaftliche Wohlstandsbegriff. Ein vollkommen anderer zu dem, was Menschen in der Gesellschaft darunter verstehen. Aber das ist gewollt, ne? weil nur so... Schaffst du es, dass der 12 Euro die Stunde verdienende Mensch im Niedriglohnsektor den Milliardär verteidigt? Beide kämpfen um den Wohlstand. Weiß ja. ich nicht gut, aber ähm, die linke, Linksradikale, die sowas machen, die haben Vertrauen in den Staat äh, verloren und das geht schon äh, seit Jahren so. Also eben. Und zwischen diesen beiden Wohlstandsbegriffen gibt es keinen Zusammenhang. Nein, den gibt es tatsächlich nicht. Den gibt es auch auf einer wissenschaftlichen Ebene nicht. Wenn du dir anschaust, dass uns am Anfang des, der industriellen Revolution wird uns ja erklärt, dass mit dem Wachstum, also dem wirtschaftlichen Wachstum, auch die Bevölkerung zufriedener werden würde. Aber das stimmt aber nicht. Die Menschen bleiben alle gleich zufrieden über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Die Profite steigen. Wir müssten ja um ein Vielfaches zufriedener sein als Menschen vor 60 Jahren. Sind wir aber nicht. Angefangen mit dem NSU, wo der Verfassungsschutz äh, zahlreiche Akten irgendwie vernichtet hat, eben mit rechten Netzwerken und ähm, mit Repressionserfahrung und und wenn man sich zum Beispiel dieses Beispiel Eisenach anguckt, wo diese Gruppe um Lina E angegriffen hat, sagt selbst der Thüringer Verfassungschef, sagt, es ist eine Neonazi-Hochburg. Das heißt, in bestimmten Momenten kann man, ist da das Gefühl da, man kann sich nicht auf den Staat verlassen. Das ist sozusagen ein großes Gefühl des Vertrauensverlusts und da ist dann die Antifa da. Und da bin ich ehrlich gesagt froh, dass die Antifa da ist. Das war auch 2015, 2016 so in Schneeberg, in Freiberg wurden Geflüchtetenheime angezündet und wer war da? Die Antifa hat sich ja, davor ja. gestellt. Und da bin ich ehrlich gesagt ziemlich froh. Drum. aber da bin ich auch geht total es ja froh. Nicht. Es geht ja sozusagen, es geht ja nicht darum, dass sie also es geht ja nicht dass, darum, dass man Polizei Antifa wichtig und richtig, Und darum wird mein darum werden, werden große große <laughs> große Förderungsbeiträge von Schweizer Bankkonten für die deutsche Antifa GmbH bereitgestellt. <laughs> Man nicht kritisieren kann in Punkten, dass mein Staat nicht kritisieren kann. Und es ist natürlich äh, gut, wenn äh, sozusagen Zivilgesellschaft da einspringt, äh, wo die Institutionen, die eigentlich zuständig wären, aus. Und dann kommt die unabhängige Recherche von Nius, <laughs> von Reichelt. Große Beträge aus der Schweiz zur Förderung von Demogeldern. Sind große Schweizer content involviert? <laughs> ah. Aber es geht ja um die ganz konkrete Frage, rechtfertigt das eine Grenzüberschreitung, die eigentlich gesetzlich nicht vorgesehen ist. Also ja, weil wir, eine, weil wir kein Gesetz haben, das verhindert, dass diese Grenzen überschritten werden. Für mich sind Nazis, die offen ihre Menschenfeindlichkeit auf die Straße bringen, eine Grenzüberschreitung, die gesetzlich nicht geahndet wird. Ganz im Gegenteil, sie wird geschützt vom Gewaltenmonopol. Und wenn dieser moralische Widerspruch in Menschen klar ersichtlich ist, muss dagegen vorgegangen werden. That's about it. Mit anderen Worten, wenn der Staat seinen scheiß Job machen würde, wird es auch keine Antifa geben müssen. Also und ich würde immer sagen, dann arbeitet halt an dem Staat, wenn ihr mit dem, so wie er im Moment arbeitet, nicht zufrieden ist. Aber sozusagen sagen, nö, nee, da muss da, da muss ich da zurückschlagen. Das wird doch immer nur zu einer Zunahme von Gewalt, also der, der so der sprichwörtlichen Gewaltspirale führen. Immer. Wie soll sozusagen Gegengewalt irgendwas irgendwas besser machen? Irgendwas. Ich würde gerne einen, einen Schritt, aber vielleicht beantworten die Frage und du darfst sofort Sorry. antworten. Möchtest du antworten? Wie kann Gegengewalt irgendwas besser machen? Genau, also besser Gewalt ist Schlimm, ja. natürlich. Also, so, da, darum geht's, glaube ich, hier, weil, also, darum geht's bei uns ja gar nicht, dass irgendwer sagt, wir finden Gewalt geil. Und, und das möchte ich ganz deutlich machen, da geht's auch nicht darum, wenn Antifaschisten das als Mittel wählen. Jetzt sagst du, es kann nichts Besseres dabei rauskommen, wenn eben sich für ein Gewaltmittel entschieden wird. Und, auch wenn ich von diesem Wort gut weggehen würde, würde ich halt sagen, dass es trotzdem hinsichtlich ähm, gewalttätigen Neonazis, wenn sich das dagegen richtet, manchmal eben, oder was heißt manchmal in unserer Erfahrung, das kann man nachlesen, dazu führt, dass Neonazis aufhören. Und dann ist es halt in erster Linie weder schön, es ist schlimm, aber es ist effektiv. Hat sie aber jetzt lange überlegt, den Satz rauszukriegen. Oh, je, je, je. Ja, ich kann es mal übersetzen: Make racists afraid again. Fucking Nazis müssen Angst haben. Und wenn Nazis Angst haben, dann hören sie auch auf, mit ihrem Nazi sein. Ja. Ich schau mir das nochmal an. In unserer Erfahrung, das kann man nachlesen, dazu führt, dass Neonazis aufhören. Und dann ist es halt in erster Linie weder schön, es ist schlimm, aber es ist effektiv. Und das sind die Fragen, die man sich stellt oder stellen muss, meiner Meinung nach, wenn wir genau darüber reden, wie lassen sich Nazis aufhalten und wie weit muss man da an mancher Stelle gehen. Und ich glaube, man merkt auch in dieser ganzen Diskussion, die wir haben, wie kompliziert das eigentlich ist und wie weit das politische Feld ist und wie weit ins Detail es da gehen kann. Ich finde es aber total spannend, dass wir so ein paar Grautöne ausloten. Ich gehe trotzdem mal auf nicht den Grauton, sondern auf den. Sehr interessante Debatte bis jetzt. Sehr, sehr interessant. Ein Extremfall. Nehmen wir mal an. Und das ist jetzt vielleicht auch fiktiv, weil es im Endeffekt natürlich differenzierter ist. Passanten, auch linke Gruppierungen, werden gewalttätig angegriffen von Neonazis und von rechtsextremen, gut organisierten Netzwerken. Sie haben mindestens das Gefühl, der Staat, Polizei lässt sie oft alleine. Sie wissen nicht mehr, wie sie sich wehren sollen. Ihnen bleibt aus ihrer Sicht nichts anderes, als zurückzuschlagen. Könnt ihr das nachvollziehen? Diesen extremen Fall. Nicht, dass ich irgendwas legitimieren will. Ich will nur fragen, könnt ihr das nachvollziehen? Dass Leute sagen: Hey, keiner hilft uns. Wir müssen jetzt zurückschlagen. Aber der Staat würde ja auch nicht zurückschlagen. Der würde sie halt einkassieren. So. Ähm, wenn so, so, so. Ja, passiert aber auch nicht. Ja, im Zweifel, wenn sie, wenn sie. Aber wenn du das Gefühl hast, ich rufe die Polizei, die kommen aber immer nicht oder die gehen immer nur zu den falschen. Äh, um du würdest aber auch Unterschied zwischen sich schützen mhm. und äh, selber Gewalt anwenden. Nur damit würden wir legitimieren, dass verschiedene Gruppierungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, wo auch immer eigene Bürgerwehren aufbauen, weil sie sich vom Staat. Äh, im Stich gelassen fühlen. Ja, das sind Nazis. Wir dürfen keine Vaku kein Vakuum sozusagen stattfinden lassen, ja? Was teilweise in Ostdeutschland passiert. Das Problem von Ostdeutschland ist, dass nichts präventiv gemacht wird, sondern nur reaktiv. Und man könnte das fast als staatliches Problem bezeichnen. Das oder systemisches Problem. Art und Gesetze nie präventiv arbeiten. Oder dass das System nie präventiv arbeitet und das halt verheerende Konsequenzen hat, sondern immer nur reaktiv. Die Leute werden so lange mit sich alleine gelassen, bis sie zum Problem werden, und dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Und da bin ich auch total kritisch und komme sofort auf die gelben Felder. Da ist so viel sozusagen, da fehlt der Sauerstoff der Demokratie. Gewalt darf nur zur Selbstverteidigung angewendet werden, ist ein Satz, der sich auch sehr weit stricken lässt. Weil ich würde sagen, auch Präventivgewalt ist Selbstverteidigung oder Verteidigung von Schwächeren. Und ich finde, dass die Leute, die schutzlos sind, verteidigt werden müssen. Wir müssen schutzlose Menschen, schwächere Menschen, schwächere Lebewesen schützen. Und wenn das präventiv passiert, dann ist auch das eine Form der Verteidigung. Ne? Auch Präventivgewalt. Kann verteidigende Gewalt sein. Und so, und dann fühlen sich Menschen aufgerufen, in dieses Vakuum einzutreten und die Rolle zu übernehmen. Und das ist brandgefährlich. Das, ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen. Das betrifft nicht Ostdeutschland? Oh doch, klar. Deswegen wählen die ja so viele Faschos, weil die sich in ihrer Opferrolle so wohlfühlen. Klar, klar, klar. Das betrifft auch Ostdeutschland, betrifft nicht nur Ostdeutschland, aber es betrifft auch Ostdeutschland, klar. Ja, darum sind die Wahlergebnisse ja so, wie sie sind. Wenn, ich, äh, wenn die Polizei dann nicht das tut, wozu sie da wäre, oder die Staatsanwaltschaft oder wer auch immer, oder wenn wir schon so unterlaufen sind von AfD und Freunden, dass äh, ich dann auch in der Politik äh, sozusagen mir der Dialogpartner fehlt. Ja? So, das, dann, dann wird es richtig ungemütlich. Und, äh, zurück linke Polizei also. Eine linke Polizei ist im derzeitigen System nicht möglich. Du kannst die Polizei im kapitalistischen System nicht links reformieren. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Eine linke Polizei wäre möglich in einer sozialistischen Gesellschaft. Ja. Zurück ähm, brauchen wir also die Gespräche und nochmal. Wir sind doch die, die, der Souverän und wenn mich was stört, an, der, an Polizei, an wen auch immer, dann muss ich das sozusagen diskutieren und ähm, alle zusammenrufen. Ich würde tatsächlich gerne erstmal euch fragen, weil wir jetzt. Sehr interessante Diskussion, sehr, sehr interessant. Sehr, sehr viel überlegt. Ich tue mich mit dem Selbstjustizpart aber trotzdem schwer. Ja, tut mir leid, aber dann bist du halt ein Trottel. Wenn du lieber zuguckst, die Menschen verbrennen, statt einen Finger krumm zu machen, dann bist du ein Arschloch in meinen Augen. Das ist nun mal so. Nazis zu Brei hauen bedeutet Menschen verteidigen. Wenn du da lieber zuguckst, dann mach es. Legale und legitime Gewalt gesprochen haben, seht ihr irgendwo? Also mal ums klar Wir in Bayern sind auch nicht, wir sind auch benachteiligt wegen Söder. <lacht> true, true. <lacht> Wäre eine linke Polizei größtenteils Streetworker. Oh. Zu sagen, Gewalt von Nichtstaatsorganen in diesem Land ist immer illegal. Seht ihr irgendwo ein, 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 sagen wir mal, ein Szenario, wo ihr Gewalt zumindest nachvollziehen könnt? Darüber haben wir ja heute ganz viel gesprochen. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Äh, bevor wir auch gleich in eine Kompromissrunde eingehen, will ich trotzdem noch einmal ganz konkret äh, was wissen. Wenn, zum Beispiel jetzt, Jennifer, jetzt gibt es sowas wie eine Soko links es gibt Urteile gegen äh, mutmaßliche LinksextremistInnen. Was willst du noch? Ich finde nicht, dass wir äh, härter gegen Links vornehmen wollen, ich finde nur, dass wir linken Extremismus mindestens genauso ernst nehmen müssen wie Rechts... Äh, äh, ja, auf keinen Fall. Mindestens genauso? Was, warum, was, wo kommt denn das mindestens her, du Flachpfeifer? also halt da, also das ist natürlich absoluter Schwachsinn, das ist natürlich absoluter Schwachsinn und... Also, da bin ich, da muss ich jetzt mal vehement widersprechen. Linksextremismus ist in Deutschland kein Problem. Nicht mal im Verhältnis, nicht mal, nicht mal ein bisschen im Vergleich. Was man dazu einfach mal sagen kann, sind die, oh mein Gott, die unterschiedlichen ähm, Listen zu ausgestellten Haftbefehlen von Rechtsextremismus und ausgestellten freiläufigen gegen Haftbefehlen zu Linksextremismus. So? Da geht's, da sind die, äh, das ist so ein Unterschied von 1 zu was haben wir gestern 20? 20 also wir haben ähm, einer eine statistischen Erfassung von 2023, Ende 2023, 20 offene Haftbefehle für Linksextremisten. Und wir haben nach aktuellen Recherchen fünf oder nach aktuellen Informationen, die sich, also es befindet sich alles in einem, sechs, äh, in einem sechsmonatigen Zeitraum. 500 593 offene Haftbefehle gegen Rechtsextremisten und die restlichen 400 sind Querdenkerinnen und Reichsbürger. Also ungefähr 1000 offene Haftbefehle gegen Rechtsextremisten und Leute aus dem Spektrum. Die Gefahr, von der man ausgeben muss, das muss man mal ins Verhältnis setzen, stellt sich so auf jeden Fall ganz, ganz anders dar. Vor allem die Gefahr für wen? Können wir mal bitte so aufhören, äh, können wir bitte aufhören, so zu tun, als ob links- und rechtsextreme Gewalt miteinander vergleichbar ist, weil es sich da um Gewalt handelt oder um Extremisten handelt und Extremisten immer schlimm sind? Nein. Auch bei Extremismus und Gewalt ist der Empfänger und das Ziel immer entscheidend. Es sollte immer entscheidend sein. Wenn, wenn ich von rechtsextremer Gewalt schwadroniere, dann muss ich über eine Gefahr für wen sprechen? Für Unschuldige. Für Unschuldige. Wer ist denn Opfer linksextremer Gewalt? Dankeschön. Also das ist, das ist, äh, das, das ist anders. Das ist anders. Es ist, die Realität sieht halt irgendwie anders aus. Das wäre mir ein Anliegen. Ich glaube, dass wir genug rechtliche und gesetzliche Mittel haben. Ja, okay. Das heißt, du redest gar nicht über mehr Polizei oder mehr, mehr Sokos oder... Wenn sie dann äh, benötigt werden, ja, aber so Naja, sie ist halt, also ich würde das gar nicht auf sie persönlich ziehen, sie ist halt Chefredakteurin der Welt. Wenn sie sowas nicht sagen würde, dann würde ich denken, sie hat den falschen Job. Ich denke, wenn man bei der Welt angestellt ist, wird man entlassen, wenn man das nicht so sagt. Ja. Sagen, mir geht es nur darum, wirklich genau hinzuschauen. Benjamin, ich glaube, du solltest sie nicht auf ihr Mindest. Für Nazis boxen actually zu weniger Nazis, ja. Festnageln. Ich glaube, man sollte die äh, Linksextremismus auch genauso drüber reden wie über Rechtsextremismus, weil es gibt durchaus schon einheitliche Sachen. Mir ist nicht wichtig, dass wir härter dagegen vorgehen, weil der Rechtsstaat tut es ja schon. Mhm. Mir ist viel wichtiger, dass wir als Gesellschaft und in der öffentlichen Debatte genau das, was wir heute gemacht haben, aufhören, eine bestimmte Richtung Extremismus als besser anzusehen als eine andere. Rechtsextremismus ist die größte Gefahr, weil sie eine Gefahr für die meisten Menschenleben ist, weil wir viel mehr Rechtsextreme in unserem Land haben als Linksextreme und weil wir viel mehr Rechtsextreme haben in staatlichen Behörden, weil Rechtsextremismus etwas ist, das gefördert wird durch unser System, weil Linksextremismus etwas ist. Dass eine Antwort ist speziell auf die Gefahren, die vom Rechtsextremismus äh, auf unsere Gesellschaft. Linksextremisten wollen sich am liebsten arbeitslos einfach vor den Rechner chillen und sich einen runterholen. Das ist das, was Linksextreme machen wollen. Hat doch keiner Bock auf die Scheiße. Hat doch keiner Bock, sich irgendwie dahinzustellen und ganz ganzen Tag schlechte Laune zu haben. Kein Linker, kein Linksextremer hat Bock auf den Scheiß. Wenn ich mit anderen Linksextremen spreche, ist der erste Satz, den ich von jedem gehört bekomme, Alter, ich habe echt keinen Bock mehr. So, wenn ich könnte, ich würde so viel lieber alles Mögliche andere machen. Ich würde so viel lieber egal was machen, aber nicht das. Fucking, das Problem von Linksextremismus wird sich lösen, wenn wir es als Menschheit hinbekommen. Und solidarisch zueinander. Und zu diesem Planeten zu positionieren. Und wenn wir anfangen würden, die Leute zu entmachten, die gegen unser Interesse äh, arbeiten. Und ganz speziell, wenn wir über Rechtsextremismus sprechen, kenne ich keinen Linksextremisten, der da Bock drauf hat. Vielleicht vereinzelte Leute, die Anfang 20 sind und sich denken, ja, ich habe Bock, Faschos zu kloppen. Und dann machen die das zwei Wochen und dann merken sie, so, so geil ist es doch nicht. Keiner hat Bock drauf. Keiner. Keiner hat Bock. Niemand. Eine fucking Notwendigkeit. Und viel mehr Gewalttaten verübt werden. Aber das macht Linksextremismus jetzt trotzdem nicht besser. Und deswegen ist es wichtig, auch genau, sauber darüber zu sprechen. Und wir gehen jetzt in eine sogenannte. Okay. Kann man drüber reden. Kann man drüber reden. Finde ich okay. Okay, was hat er gesagt? Jetzt habe ich nicht zugehört. Es gibt durchaus schon einheitliche Sachen. Mir ist nicht wichtig, dass wir härter dagegen vorgehen, weil der Rechtsstaat tut es ja schon. Mir ist viel wichtiger, dass wir als Gesellschaft und in der öffentlichen Debatte, genau das, was wir heute gemacht haben, aufhören, eine bestimmte Richtung Extremismus als besser anzusehen als eine andere. Nein, da kann man nicht drüber diskutieren, weil die eine besser ist als die andere. Ganz klar, wenn sich dein Extremismus gegen einen anderen menschenvernichtenden Extremismus stellt, dann ist dein Extremismus der bessere. Rein ethisch, wenn deine Ziele Menschenfeinde sind, dann hast du moralisch und ethisch die besseren Karten. Punkt. Rechtsextremismus ist die größte Gefahr, weil sie eine Gefahr für die meisten Menschenleben ist, weil wir viel mehr Rechtsextreme in unserem Land haben als Linksextreme und viel mehr Gewalttaten verübt werden. Aber das macht Linksextremismus jetzt trotzdem nicht besser. Und deswegen ist es wichtig, auch genau sauber darüber zu sprechen. Und wir gehen jetzt. Okay, ganz einfach, ganz einfach. Links und Rechtsextremismus direkt gegeneinander gestellt. Rechtsextremismus, du versuchst ein Asylheim anzuzünden. Linksextremismus, du versuchst das aufzuhalten. Sind beide Formen des Extremismus jetzt gleich? Ist es, sind wir so verkommen moralisch, dass wir das als gleich bewerten? Wenn eine Gruppe von Menschenfeinden versucht, ein Asylheim anzuzünden und eine andere Gruppe von Menschen versucht, diese Menschen aufzuhalten, das sind beides Extre Extremistengruppen und wir bewerten sie gleich? Really? In eine sogenannte Okay. Kann man drüber reden. Kann man drüber reden. Finde ich okay. Man kann darüber reden. Ja, zwei Sekunden kann man darüber reden. Sollen Sie darüber reden? Die Position dazu wird sich ja nicht verändern, wenn man darüber redet. Kompromissrunde rein. Ich mache es mir immer am einfachsten, weil ich darf den ersten Kompromiss formulieren. Es ist aber in diesem Fall gar nicht. So einfach. Wenn wir auf der einen Seite anerkennen, dass es Parallelen gibt zwischen Linksextremismus und Rechtsextremismus, zum Beispiel Gewalt gegen Polizisten, die beiden Richtungen sich aber fundamental unterscheiden in ihrer Ideologie, ja. in ihrer Grundmotivation und auch in ihrer Gewaltintensität und auch in, ihrer, in ihrem Gefahrenpotenzial für die Demokratie. Dann würde ich sagen, könnten wir die Hufeisentheorie einfach ersatzlos in die Tonne kloppen. Danke. Weil wir dann erst uns in die Lage versetzen. Können wir uns auch einigen, dass wir die Hufeisentheorie für den differenzierten Dialog über die verschiedenen Formen des Extremismus nicht mehr brauchen? Ja, können ja. wir. Ich, ja. Bin ja. Gespannt, ich bin gespannt, wie sich jemand bei Geld bewegt. Beide oder Sachen bei Grün, differenziert zu sprechen. Mein Vorschlag ist, wir kloppen die Hufeisentheorie in die Mülltonne. Wenn ihr <laughs> sagt, finde ich gut, würde <laughs> 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 Bin ich überrascht? Nein. Bin ich amüsiert? Ja. Ich einen Schritt vorgehen. Wenn ihr sagt, hä, was ist das für ein Quatsch, bleibt er einfach stehen. <lacht> <lacht> ja. Oder geht sogar nach hinten. Ja. Gelb habe ich überzeugt. Ich vermute mal, der Typ verwechselt Extremismus mit Gewaltausübung. Auf jeden Fall so oder so ein dummer Take. Selbst wenn du Extremismus als Gewaltausübung definierst für dich, gibt es dort einen, einen eklatanten Unterschied zwischen links und rechts. Linke Gewalt. Und rechte Gewalt ist nicht miteinander zu vergleichen, weil die Ziele unterschiedlicher nicht sein könnten. Ziele linker Gewalt sind Menschen, Institutionen, Behörden, die versuchen, Druck und Gewalt gegenüber Schwächeren auszuüben. Rechte Gewalt richtet sich direkt gegen diese Schwächeren. Das ist ein, das ist ein enormer Unterschied, der nicht... Die Motivation und die Ziele sind so unterschiedlich, dass man die Gewalt von Linken und Rechten nicht vergleichen kann. Es geht nicht. Überraschung. <laughs> Warum habe ich euch nicht überzeugt? Hufeisentheorie ist, wollt ihr immer noch festhalten. Ja. Naja, weil Linksextremismus ist ja genau so schlimm wie Rechtsextremismus. Ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig. Ja. Es geht also nur um den Anschein in der differenzierten Debatte. Es geht also, wenn man dem nicht zustimmen kann, dann geht es. In der Diskussion nur um den Anschein einer differenzierten Debatte. Man möchte den Anschein erwecken, sich darüber auszutauschen und das zu unterscheiden oder sich damit. Das ist also, naja. Dass wir verschiedene Sachen ordnen. Ja, weil man muss, glaube ich, immer ausloten. Und ja, das Hufeisen ist vielleicht nicht das tollste Symbol, ja, weil es ja wirklich impliziert, wir sind näher dran als beispielsweise an der Mitte. Nichtsdestotrotz. Ja. Sind die Inhalte anders, aber es gibt Strukturen, die eben. Ja, ich bin enttäuscht und gleichzeitig nicht überrascht. Linksextreme und Rechtsextreme symbolisieren. Vielleicht schmeißen wir sie in die, in die Tonne, wenn wir eine neue Partei hier in unserem Land haben, was so irgendwie so ein bisschen äh, linke Ideologie und rechte Ideologie verkörpert und auch schon die extremistischen Äußerungen in die eine und die andere Äußerung gefallen hat. Meine Motivation für den Kompromissvorschlag war ja, Vergleiche sind. Denkbar, parallel? Ja, ich, 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 jetzt wird es natürlich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. ist denkbar. Linke Gewalt bedeutet doch auch, die Produktionsmittel der Bourgeoisie zu entreißen. Alter, warum begriffst du, warum benutzt du Bourgeoisie als Begriff? Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Weißt du, was die Bourgeoisie ist? Ich will es mal ganz kurz nach marxistischer Lehre erklären. So, der Marxismus hat die Gesellschaft und die Wirtschaft in einer Zeit, wo es noch Könige, wo es noch den Adel gab, ähm, beschrieben und analysiert. Und dort gab es zwei Klassen, den Adel und das Proletariat. Und dann gab es eine dritte Klasse, die Bourgeoisie, die den Adel abgeschafft hat. Das ist marxistische Lehre. Eine sich selbst eliminierte, eliminierende Klassenlehre. Wenn du in 2024 Bourgeoisie benutzt, machst du das einfach nur, weil du cool sein willst? Oder willst du, dass möglichst wenig Leute dich verstehen? Aber gleichsetzen oder nur den Anschein erwecken, das gleichzusetzen, hilft der Diskussion da hätte ich nicht weiter. Zugestimmt, aber ich würde das Hufeisen nicht wegballern. <laughs> da, also das. <laughs> okay. I -i 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 -i. Alles klar. Jetzt seid ihr in der schwierigen Lage, eure Köpfe zusammenzustecken der jeweiligen Gruppe und einen Kompromissvorschlag zu äh, formulieren. Also was heißt, ich muss es, jetzt muss ich es ganz kurz erklären, weil marxistische Lehre ja auch wichtig ist, um irgendwie Linke zu verstehen oder mich zu verstehen. Was bedeutet sich selbst abschaffende Klassen? Es ist immer eine Geschichte von Klassenkämpfen und zur Zeiten des Adels gab es eben die Adelsfamilien und dann gab es die Arbeiter, die für den Adel gearbeitet haben. Also und eine Kerneigenschaft dieses Adels ist es gewesen, dass sie keinen Finger krumm machen. Also die wollten nicht arbeiten. Das ging in Frankreich so weit, ihr kennt das bestimmt, dass die sich alle so möglichst weiß angeschminkt ange, ange, äh, haben, mit so einer extrem weißen Farbe und Sonnenhüten und Sonnenschirmen. Warum haben die das gemacht? Weil Sonnenlicht etwas gewesen ist, das man bekommen hat, wenn man gearbeitet hat. Und deswegen wollte der Adel zum Ausdruck bringen, dass er wirklich absolut keinen Finger krumm macht und noch nicht mal einen Sonnenstrahl abbekommt, weil er so wenig arbeitet. Dann irgendwann haben Menschen innerhalb dieser arbeitenden Klasse realisiert, Moment mal, ich kann das hier effizienter machen. Und dann haben die angefangen, Betriebe und Produktionsprozesse zu optimieren, Dinge zu kreieren, an denen auch außerhalb des, Weiß, des Weizens der Adel Interesse hatte. Und dadurch haben sie ein enormes Kapital angehäuft. Also sie haben sehr viel Geld verdient damit. Ne? Bis zu dem Punkt, wo sie dann so reich gewesen sind, dass sie mehr Geld hatten als der Adel und dass sie dem Adel Geld geliehen haben. Und so hat dann der Adel sich nur noch mit Schulden der Bourgeoisie gegenüber erhalten können. Sie. Bis dann irgendwann die Bourgeoisie den Adel gestürzt hat. Das ist dann die Industrialisierung gewesen. Jetzt noch Bourgeoisie zu benutzen, ist in meinen Augen... Pseudo-intellektuell. Glaube ich. der das Ziel haben muss. Also ihr müsst selber damit klarkommen, aber Schade. das Ziel soll sein, die Gegenseite näher an euch ranzuführen. Vor allem, da Marx ja sogar einen Begriff geschaffen hat, der die Bourgeoisie-Klasse abgelöst hat. Kapitalisten. Also. Versteht ihr? Das Buch heißt Das Kapital, wo er schreibt, dass die Bourgeoisie zur herrschenden Kapitalistenklasse wurde. <laughs> Wenn man das mal gelesen hätte, würde <laughs> es wahrscheinlich auch Sinn geben. Ich weiß, hier gibt es viel Dissens und es gibt auch Schwierigkeiten, aber vielleicht findet ihr ja einen Aspekt, wo ihr sagt: da kriegen wir sie. Da würden sie zustimmen. Ja, also der Grund, um, um das nochmal zu verdeutlichen, dass es gibt sehr viele Sachen, die gesagt wurden, warum das Hufeisen weg muss. Aber der, äh, mein persönlicher Lieblingsgrund ist, weil die Hufeisentheorie von rechtsextremen und rechtsgewalttätigen Kräften genutzt wird, um von ihrer eigenen Gewalt abzulenken. Also gerade rechtspopulistisch rechtsextreme Kräfte benutzen das mit aber die Linken. Und dann wird die Hufeisentheorie als gern gesehenes Argument genutzt, um zu sagen, ja, aber die Linken sind ja auch. Aber die Linken, guck mal hier. Und das Link. Wie wäre es mit einem das Kapitalstream? Halte ich nichts von. Ich glaube nicht, dass man das Kapital gelesen haben muss, um, um heutzutage ein ideologisch sattelfester Linker zu sein. Ich glaube, du kannst, du kannst, also ich, ich selber würde mich als Marxisten bezeichnen, aber du kannst auch geschlossen links sein, ohne Marxist zu sein. Ohne jemals Marx gelesen zu haben. Ja ab und das verharmlost. Und wir haben bei dieser Debatte regelmäßig, wenn wir über rechtsextreme Probleme sprechen, haben wir regelmäßig irgendwoher kommt jemand gelaufen, der sagt, aber die Linken, aber ist Extremismus nicht allgemein schlecht? Ähm, das ist so äh, äh, sehr, äh, weil diese, diese damit verbundene Relativierung oder der Versuch, es irgendwie zu vermatschen und zu vermischen, halt dem Problem nicht gerecht wird. Na, da wird reflexartig gesagt, ja, aber... Ich habe, was ist mit G20 und so? Ich würde mich tatsächlich auch zu einem Konsens äh, bei, ich würde tatsächlich einen Konsensvorschlag machen. Ich würde einen Vorschlag machen, wir, äh, schaffen, wir schaffen Infrastrukturen und Systeme und äh, linksextreme Linksextreme Soko-Gruppierungen, äh, die den Linksextremismus bekämpfen, an zu dem Zeitpunkt, wo in Deutschland, in Deutschland vom Rechtsextremismus und aus der rechtsextremen Szene keine Leute mehr getötet werden, ja? Das würde ich als v Vorschlag sagen. Und da sage ich einfach, äh, mach, setzen wir uns einen Zeitraum, irgendwie einen Zeitraum, so zehn Jahre oder so. Vielleicht, vielleicht auch ein bisschen länger, einfach um ein bisschen genauer. Moment sagt Stay gerade, okay, lass uns einfach zehn Jahre den Linksextremen mal, lass uns die einfach mal in Ruhe lassen. Finde ich einen interessanten Vorschlag. Einen erstrebenswerten Vorschlag. Dauer ja. zu gucken und dann, sobald wir damit kein Problem mehr haben oder sobald wir mit rechtsextremen Gewaltübergriffen kein Problem mehr haben, können wir okay. auch dazusetzen. Dann können wir ja gerne linksextreme Zugriffsgruppen machen. Ne? Spoiler, das wird niemals passieren. <laughs> So, die beiden Gruppen diskutieren noch, wie sie Gelb näher an Grün und Grün näher an Gelb bringen können. Was habt ihr denn für einen Vorschlag? Mein, mein Vorschlag wäre, es sich einfach nicht mehr einzupissen. Das wäre persönlich mein Vorschlag. Ihr eine Kompromisslinie, könnt ihr die formulieren? Dann tut, habe ich gerade formuliert. Ist bitte und schreibt es uns in die Kommentare. Wer würde gerne anfangen? Habt ihr Präferenz? Fangen wir mal mit den Gelben an. Ihr steht schon ein bisschen weiter vorne. Ja. Okay, was ist euer Vorschlag? Wir haben sozusagen zwei Vorschläge, die aber auch Hand in Hand gehen. Und der eine ist, dass mehr Menschen für Antifaschismus auf die Straße gehen müssen, sich gegen Faschismus wehren müssen. Und dann hat man eben auch nicht mehr so eine kleine Gruppe, die das Gefühl hat, sie müssen das tun. <laughs> Hm. Punkt eins, ja. Das ist Punkt 1. Oh, die, die von der Welt hat sich gerade fast nach vorne bewegt, richtig, als sie gehört hat: Was? Gegen Faschismus auf die Straße gehen? Aber meine ganzen Leserinnen. <lacht> <lacht> Konntest du eigentlich Lehren aus Bor Bordios Arbeit ziehen? <laughs> Mehr oder weniger, I guess. Also, das Habitus-Theorie? Ich frage jetzt nur, weil. Hi guys. Ich finde ja pseudo-intellektuelles Gewichse immer sehr, sehr nice. Da will ich ja auch mithalten können. Mal, ist das, ist das Habitus-Theorie? Ja? Keine Ahnung, wovon ihr redet. Ja, ist Kreisgewichse. Leute werfen Namen in den Raum und denken sich, oh, das, da weiß er bestimmt nichts mit anzufangen. Das war richtig gut. Sie hat sich von links nach rechts bewegt, möchte ich fast sagen. Das war so süß. Oh, das war so süß. Welt einfach, die Welt einfach, wer die Welt liest, der einfach die Bild mit Krawatte, ey, wirklich. Polizei, äh, Gewalt gegen Polizei und auch Gewalt der Polizei gegen andere gesprochen haben. Ja, ist quasi eine Weiterentwicklung, auf die hier selten referiert wird. Ja, weil es, denke ich, also. Ich glaube, dass hier, dass hier sehr häufig drauf referiert wird. Also, und zwar im, im maximalen Maße. Ja, also, Habitus-Theorie wird, denke ich, sehr, sehr häufig angesprochen, aber in verständlichen Worten. Also, wir wissen ja, dass Kapital nicht mehr nur in Geldform gehäuft wird. Und das wird ja sehr, sehr häufig auch so benannt. Ich weiß ja nicht, ob er sich, vielleicht muss ich dem dann öfter einen runterholen, aber sehe ich jetzt auch keinen Grund. Es, es braucht eine unabhängige äh, 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 Untersuchungskommission, ähm, dass eben nicht von der Polizei heraus äh, diese Gewalttaten untersucht werden, sondern von einem unabhängigen äh, Gremium, <laughs> ähm, genau, was eben nicht die Polizei Eigentlich ist. Wir haben in vielen ja, Ländern einen Polizei- und Bürgerbeauftragten, der ist nicht Teil der, der Polizei. Könnt euch doch einfach den Wohlstand für alle Podcasten, Marx haltet doch euer Scheiß Maul, ey wirklich. Boah, Bruder, Bruder, wenn du Marx lesen, wenn du Marx verstehen willst, dann lies es doch. Und wenn du es nicht verstehst, wenn du es liest, dann vielleicht bist du nicht dafür gemacht. Immer dieses, ja, da gibt es einen 30 Minuten Podcast, der erklärt ja alles, was du zu Karl Marx wissen musst. Und ich denke mir so, ja, okay, nein, nein. Ja, da gibt es diesen 20-minütigen Vortrag mit Rubbelbild über Lenin. Wenn du dir das angeguckt hast und danach das Mandala ausgemalt hast, dann weißt du eigentlich schon alles. Nein, weißt du nicht. Aber du musst es auch nicht wissen. Das ist ein ehemaliger Verfassungsrechtler sogar. Also gibt es. Ja, aber ich, glaub, ich, ich glaub, glaube, genau, wir meinen, das schon eine richtige wir Institution, meinen, die die Polizei, Polizei sozusagen ist. Das ist eine ja. Behörde. Äh, Entschuldigung, das ist eine Behörde, das des ist Landes. eine bundesweite Behörde. Also in jedem ja, die Bundesland gibt es nicht, aber sie bauen, ich glaube mittlerweile gibt es nicht, aber, aber sie, aber ich glaube fünf Bundesländern. in fünf. <laughs> oh, ist das süß. Oh, ich liebe alles daran gerade. Okay, aber Deutschland, sagen wir deutschlandweit sozusagen. Porzell. Und wirkungsvoll soll sie halt sein. Oh, jetzt auch noch wirkungsvoll. Ja, das ist ja eine relative Frage. Frag den mal, ob er wirkungsvoll arbeitet. Also ich kenne einige, die sehr wirkungsvoll arbeiten ne, im Kasseler Raum. Warum wehrt er sich gegen sowas? Das ist komisch, ne? Komische Frage. Komische. Komisch. Oder komisch. Blue Life. Ich, ich finde, ich finde Wenn man sowas, wenn man sowas ja. nicht zustimmen kann, so von wegen, hä, brauchen wir so, also brauchen wir eine bundesweite Polizei für die Polizei? Nach all den Sachen, die wir dazu gehört haben, würde ich schon sagen, ja. Und wenn man dem nicht zustimmen, zustimmen kann, sollte man mir bitte ausführlich erklären, wieso. Aber, ja, gut. Ja. aber gut, man kann, ja, man kann ja den Appell stellen, dass es, äh, dass es eine bekannte, für jeden Bürger bekannte Stelle gibt in jedem Bundesland, wo man weiß, absolut unabhängig, die äh, fällen notfalls auch Urteile gegen Polizei. Das ist der, der, das ist der Impetus dahinter, richtig? Genau, ja. <lacht> <lacht> ähm, boah, boah, bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so dafür, glaube ich. Sorry, bin Korinthenkacke, aber. Pass auf, Kai schreit dich gleich an. Okay, warte mal. Jetzt muss, jetzt, jetzt muss ich gucken, warum du so angepisst bist. Ich werde, jetzt, ich werde mich jetzt anstrengen, eure beiden Sätze miteinander zu vergleichen. Wenn ihr Marx oder generell als Quereinsteiger so Fachliteratur lesen wollt, holt euch eine kommentierte Fassung. Sehr hilfreich. Und da, du denkst, dass du das Gleiche gesagt hast. Wenn du sagst, hör dir einen Podcast an von zwei Influencern, dann ist das das gleiche wie eine kommentierte Fassung lesen. Das, das glaubst du. Nein. Okay, gut. Super. Sind wir uns da schon mal einig? Urteile kann... Nur Urteile. Ich schwöre bei Gott, wir sind einfach zwei Jahre davon entfernt, dass es heißt, guck dir das TikTok an dazu, wenn du das wirklich lesen möchtest. <laughs> Sorry, das geht so nicht, wa? Ja, Urteile Ja, ja. Halt ja. ja. ja richtiger Einwand. Richtig. Zwei Jahre, wenn es gut läuft. Zwei Jahre, wenn es gut läuft, halbes Jahr, wenn es wirklich den Bach runtergeht. Wenn du, wenn du Karl sie Maxi nicht verstehst, schau dir doch einfach das tiki dazu an. Da kriegst du in 60 Sekunden alles erklärt, was du so wissen willst. Richtiger Einwand, ne? Ich bin auch selber ein Klugscheißer. Ich weiß, was du meinst. <lacht> <lacht> okay, äh, ihr seid in Teilen nach vorne gegangen, Kompromissvorschlag. Sind sie das? Okay, habe ich nicht gesehen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was habt ihr für einen? Äh, wir haben uns. Wir wollen die Linksextremen nach Ruanda abschieben. Eigentlich darauf geeinigt, äh, worauf wir uns ja im Prinzip hier auch schon geeinigt haben, dass man äh, Gespräche führen und auch ausweiten muss. Also, dass äh, Gespräche quasi mit dem anderen Lager, wenn man so will, ich würde es jetzt hier gar nicht so, so, so stark äh, beschreiben, ähm, sein müssen. Und ähm, auch vielleicht spezielle Gesprächsformen, wo man wirklich dann mal sagt, ein Polizist. Ähm dass wir regelmäßig Gesprächskreise zu Extremismus und Gewalt brauchen, bei denen allen Beteiligten mit einbezogen werden. Und oh. ein Aussteiger, wie er formuliert, also Leute, die wirklich mittendrin waren, um einfach mal auch äh, als Mensch empathisch zu verstehen, was die anderen äh, geht, also was auch noch über so einen einfach so ein Austausch. Ich meine, das du meinst das, ich habe die Erfahrung, ich habe die, dass man sich einfach wirklich mal zuhört, was der andere erlebt hat und warum er zu seinen Urteilen gekommen ist. Das haben wir, glaube ich, hier nur sehr gestreift. Das soll ja nicht nach dem Motto, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis sein, Nein. sondern es soll ein institutionalisierter Runder Tisch oder wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da Überlegungen schon? Ne, so, so genau haben wir es noch nicht festgelegt, oder? Es gibt Hass. ja durchaus Institutionen und Vereine, die sowas schon möglich machen im Bereich der politischen Bildung, einzelne Träger, die das möglich machen. Also, wir haben das beispielsweise in der Stasi-Gedenkstätte gemacht. Es ja. ähm, ist ein Programm für junge Menschen vor allem, äh, die kurz vorm Abitur stehen, ich bin die dann reich Workshops. Und ich scheiß auf alles! Wenn du Karl Marx nicht verstehst, dann hör dir doch dazu einfach an, alice Video an machen zum Thema Linksextremismus, Rechtsextremismus und äh, wo dann in, auch in der Diskussion wirklich ein Polizist dort sitzt und was erzählt und gleichzeitig aber auch jemand aus der linksradikalen Szene oder beispielsweise ein Aussteiger und dann in den offenen Diskurs geht. Also faktisch <laughs> Ich habe gesagt, dass es nicht so wichtig ist, Marx zu kennen, aber wenn ihr in das Thema einsteigen möchtet, hört euch den. Also jetzt mal ganz ehrlich, bei aller Liebe, ne? Ohne jetzt mich selbst erhöhen zu wollen. Aber wenn man hier drei Monate zuhört, in einer gewissen Regelmäßigkeit, dann kriegt man so viel Marx um die Ohren und um die, Ohren, um, um die Augen, dass man. Also dann liest einfach, wenn du darüber jetzt noch mehr wissen willst, liest einfach das scheiß Buch. Das fucking alles, was ich hier erzähle, ist, ist im Endeffekt marxistische Gesellschaftstheorie. Fucking alles. Brauchen wir mehr Formate wie das hier. Also die wollen einfach nur mehr reden? Okay, ja, kann man, man kann mehr reden. Klar, man kann mehr reden. Man kann mehr reden. Ich weiß nicht, also wenn er ja, wer mehr reden will, klar, mehr reden. Und meine Empfehlung wäre, das nicht nur einmal zu machen, also wenn Ich muss wahrscheinlich für die ganzen, für, für andere Marxisten muss ich sehr viel häufiger einfach sagen, dass laut Marx, muss ich einfach sagen. Wenn ich öfter sage laut Marx, dann würden die Leute das wahrscheinlich, dann wär's denen auch. Ich versuche es halt in einfachen Worten. Auch für den Hauptschüler zum Ausdruck zu bringen und in diesen ganzen Podcasts, die sich mit Marxismus beschäftigen, heißt es ah laut Marx, ah, laut laut Marx, ja laut Marx ist das laut Marx, laut die Marx. Ich kenne das Format sozusagen, das ruhig dreimal zu machen mit der gleichen Gruppe, weil dann Beziehungsarbeit entsteht und das hat eine. Karl Marx geht mit seiner Wognis zu ja. weit. Ähm, ganz andere Wirkung als wenn man das nur einmal macht, ähm, so weil man den anderen dann wirklich kennenlernt und seine Position regelmäßige und Gesprächsreise mit äh, Einbeziehung aller Beteiligten, würdet ihr sagen guter Vorschlag? Ach ja, ich meine, kann man ja mal machen. Äh. Wie bist du Kommunist geworden? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich glaube eine logische Entwicklung gewesen, eine Mischung aus Weltschmerz und Akzeptanz, dass was verändert werden muss. Ja. ja. Ist halt eine von vielen Dingen, die halt dann so gleichzeitig ablaufen. Ich glaube nicht, dass das an der Gesellschaft groß was ändern wird. An Am Ende des Tages weiß ich ja auch nicht, ob es ein kommunistisches System geben kann, das, das dann auch tatsächlich funktioniert. Das weiß ich nicht. Aber Kommunismus erscheint mir oder ein sozialistisches Wirtschaftssystem und eine Gesellschaftsordnung erscheint mir persönlich am erstrebenswertesten, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass wir mit diesem kapitalistischen Wahnsinn aufhören müssen. Und dann hat das auch ganz viel mit Symbolik ich zu tun. Bin glaube ich bin reich und ich scheiß auf alles! Ich habe Dekalfaschist zum Kommunisten gemacht. <laughs> an den Ungerechtigkeiten, die es gibt, an den Problemen, an denen sich die... Na, ich würde sagen, die, den Großteil meines, meines Influencer-Daseins, so gerade mit, mit Mitte 20, war ich so typisch, typisch systemgefangener Sozialdemokrat, würde würd ich eher sagen. So, ich habe schon immer begriffen, dass alles ein bisschen kacke läuft, aber ich dachte nicht oder ich habe nicht daran geglaubt, dass man systemisch irgendwas verändern kann, sondern vielmehr, ja, wir müssen halt innerhalb des Systems gucken, was man verändern kann. Da habe ich Leute, die so über Kommunismus geredet haben, immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Wenn man so sagt, ja, wir haben ja, keine weiße, wir haben ja keine weiße Leinwand. Wir haben ja etwas, mit dem wir arbeiten müssen. Und ich glaube, gerade so die letzten vier Jahre wurde dann daraus eher ein Scheiß auf die Leinwand. Ne? Die linksradikalen Abarbeiten wird es, glaube ich, nicht viel ändern, aber es mag natürlich punktuell für Verständnis äh, sorgen. Und ich würde sagen, es schadet nicht. Ich erwarte mir aber keine großen, es gibt, es, es steckt keine Macht dahinter, ja. Es ist eine Gruppe, da treffen sich Leute und reden ein bisschen. Ja, das gut, es okay. kann aber mindestens, wie auch heute gezeigt, ein gewisses Maß an Empathie erzeugen. Das ist mal eine gute Voraussetzung. Eigentlich habe ich mir nur zehn Kristallweize ins Gesicht gestellt und mich eingeschissen. Ja, 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 ja. Ich sage, es ist okay. Ich würde mir mehr wünschen, aber man kriegt nicht immer alles, was man sich wünscht. Hast du dich schon dazu geäußert, dass Stay gesagt hast, du bist kein Antikapitalist? Falls ja, sorry, B2B ist später gekommen. Ja, ja, habe ich schon gemacht, aber ich kann es dir nochmal ganz kurz zusammenfassen. Bei Stay weiß ich, wie es gemeint ist. Es ist auch nicht so dramatisch, wie du es jetzt hier leider zum Ausdruck gebracht hast. Ähm, es wird keinen Beef geben. Tut mir sehr leid für dich. Äh, aber ganz generell, wenn irgendwelche Leute mich irgendwas nennen, ist mir das sowieso egal. Weil am Ende des Tages ist es mir wichtig, dass ich weiß, wovon ich überzeugt bin. Und dass ich selbst im Spiegel, dass ich mich selber im Spiegel anschauen kann. Dass ich selbst von dem überzeugt bin, für was ich stehe und für was ich nicht stehe. Und gerade wenn du in der Öffentlichkeit bist, äh, wird es immer irgendwelche Leute geben, die dir irgendwelche Stempel geben, die dir, irgend, die dir sagen, was du bist oder was du nicht bist. Wenn du anfängst, auf die zu hören, das ist ein Freifahrtschein in die Depression wirklich. Und ich spreche da aus Erfahrung. Ja. ja, ich meine, auch ich kriege nicht immer alles, was ich mir wünsche. Ich hätte mir gewünscht, dass noch mehr Leute hier vorne im Kompromissfeld stehen. So ist es halt nicht. Man kann sich die Wirklichkeit nicht backen. Man kann sich aber weiterhin was wünschen. Herzlichen Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt, bei aller Schwierigkeit. die mein Also dafür, dass, das, dass die Folge hieß, wie wird Gewalt, von links, wird Gewalt von links unterschätzt, ist das eine äußerst produktive, also für dieses Thema äußerst produktive Debatte gegeben. Also da war keine Anna Scherer dabei. Das hat mir, das hat mir, das war nicht so schlimm, wie es erwartet wurde, muss man dazu sagen. Ne? Also ja, ja. man muss ja auch mal sagen, dass mal so ein Gesprächsformat auch mit sich bringt. Aber ich habe durchaus in vielerlei Hinsicht Gesprächswünsche gespürt. Und ich glaube, bei manchen Sachen werdet ihr nicht aufeinander zugehen. Bei manchen anderen Seiten seid ihr aufeinander zugegangen. Von daher herzlichen Dank. Das waren 13 Fragen zum Thema Linksextremismus in Anführungszeichen. Vielen Dank. Euer Applaus. Also ich, ich habe mir immer auch erhofft, dass ich noch mehr lerne, aber ich habe auch ein bisschen, ich sage mal, verhärtete Fronten, an denen ich allerdings auch beteiligt war, erlebt jetzt. Mehr als ich dachte. Es ist ein sehr, sehr spannendes Format und man lernt spannende Menschen kennen. Also ich wusste ja nicht, was mich erwartet und du weißt nie, wer sind die anderen Protagonisten, ne? was bringen die so mit. Jeder hat eine Lebensgeschichte, jeder hat Ansichten. Ich glaube, bei dem Thema, bei den Protagonisten, die man eingeladen hat, ist auch schwer, dass wir dann zu einem wirklichen Konsens kommen. Ja. Ist aber trotzdem wichtig, dass wir darüber reden. Das war okay. Also hätte es schlimmer sein können. ja. Also ich dachte, es wird schlimmer, muss man sagen. Ich, ein, ich ja. hatte ursprünglich hoch. Ich dachte, es wäre schlimmer. Habe ich mir hier die kommentierte Fassung. Jetzt habe ich hier die kommentierte Fassung mit Stay gelesen, weil ich gedacht hätte, okay, es gibt richtig Softpotenzial für den Podcast und dann wird der endlich mal wieder von mehr als nur ein paar Millionen im Jahr gehört. Aber Nee, es gibt kein Softpotenzial bedauerlicherweise. Schade, 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 schade. Was aber gut ist, ich mach das ja. Rotes Rüsseltier, ganz, danke, danke für fünf. Ich habe jetzt, ich habe jetzt, glaube ich, seit sechs Jahren ignoriere ich die Stay hat gesagt Nachrichten. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich drauf gehört habe, weil ihr auch nach drei Tagen nicht die Fresse gehalten habt. Also so einige von euch, die wollen, dass sich geboxt wird. Und jetzt habe ich dann auch mal, jetzt, hab ich, jetzt bin ich auch drauf eingegangen, bin der Sache auf die, auf, den, auf die Spur gegangen und es hat sich herausgestellt, ich hatte recht damit, die Scheiße sechs Jahre zu ignorieren. <lacht> <lacht> ja, hat sich mega gelohnt. <laughs> ja, ich verpiss mich jetzt auch. Mach jetzt auch einen Abgang. Die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht.